Einfach nur die Aussage, ich muss dir die Aussage bestätigen, dass du ein Jahil bist, also dass du ein Unwissender bist. Und dazu auch noch ein Lügner. Okay, ich bin ein Unwissender, ich habe alles erfunden, was ich gesagt habe, aber ich wollte wissen, ich stoppe euch jetzt alle kurz. Bitte, bitte keine Attacke und keine Attacken an unseren Bruder, sondern bitte mit Respekt, Leute. Hört auf damit, das wird so nicht funktionieren hier drinnen bei mir. Das geht nicht. Aber du siehst ja, Bruder, ich gehe ja darauf die ganze Zeit nicht ein. Ich versuche mich ja ganz Zeit zurückzuhalten. Ich habe einfach nur gefragt, ob okay. Groß gemacht okay. Kannst du den groß, kannst du den ganz kurz groß machen? Natürlich, selbstverständlich. Okay, ist ein ganz einfaches Thema. Auf jeden Fall wurde der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Tora offen, allerdings, wie heißt es, prophezeit. Also die Prophezeiung war also auf Mohammed gerichtet, ja? Oder nicht, nicht ja, auf Jesus. Alleine wenn wir den Satz nehmen. Ja, alleine wenn wir den Satz nehmen, dass da klar und deutlich, was ist wichtig? Guck mal, wir haben ganz klare Details von Gott hier. Ganz klare Details der Prophezeiung. Okay. Ganz wichtig in der Prophezeiung ist zum Beispiel eine Ortsbeschreibung. Ja, eine ganz wichtige Sache, eine Ortsbeschreibung. Ja, oder zum Beispiel, oder noch was viel Geileres. Also es kann gar nicht okay, Jesus sein. Okay, stopp. Ich lese es jetzt mal vor. Ich lese es vor, Moment. Ich kann unterbrechen und nicht. Ist doch wichtig, was er gerade sagt. Die Ortsbeschreibung, erzähl weiter, Achim. Okay. Okay, die Ortsbeschreibung ist hier mega wichtig. Und zwar wird hier ein Berg genannt. Und dieser Berg hier da, du meinst ist hier genannt. Schön, dieser Berg, weil das in der Nähe war und so. Ich kann schon eure Aussagen. Aber ich möchte wissen, also war das auf Mohammed gerichtet, die Prophezeiung? Ja, es war auf Mohammed gerichtet. Beantwortest du doch gerade, hör auf dich zu. Ich möchte, guck mal, bitte unterbrich mich nicht, weil das ist ganz wichtig. Ich weiß genau, dass du jetzt genau weißt, dass ich detailliert auf das Thema eingehe. Deswegen, ich sage nicht einfach nur ja, sondern ich gehe detailliert drauf ein. Ich bin kein Ja-Sager. Ja, also, hier ist eine Ortsbeschreibung von Gott, damit man ja nicht sagen kann, dass es auf Jesus ist, ja. Zusätzlich ist dieser Berg, der hier beschrieben ist, der hier genannt ist von Gott, ja, der Berg, der in der Nähe von direkt in Medina ist, ja. So, jetzt habe ich eine Frage, die muss nicht beantwortet werden, einfach mal, damit ihr euch das selber fragt, okay? Was hat Jesus mit Medina zu tun? Ich glaube nichts, aber der Prophet Mohammed schon. Okay, gehen wir zum nächsten. Der nächste Punkt ist, hier wird gesprochen, dass man mit den Götzen zu tun hat. Hatte Jesus mit den Götzen zu tun? Ich glaube nicht. Wer hatte mit den Götzen zu tun? Mohammed in Mekka. Also, ist Jesus automatisch disqualifiziert für diese Prophezeiung. Und Mohammed automatisch immer noch im Rennen. Lies mal, was du lesen wolltest. Also wird in der Tora Jesus nicht prophezeit, sondern Mohammed, ne? Ja. Okay, aber was spielt dann Jesus im Islam für eine Rolle? Nein, hör zu, guck mal. Guck mal, ganz kurz, dieser Punkt, dieses, was du jetzt anfängst mit, was spielt Jesus für eine Rolle? Das hat nichts mit der Prophezeiung zu tun. Was spielt denn Isa dann für eine Rolle? Also aber das heißt, es wird ja... Warum haust du ab? Das Thema ist jetzt gerade hier Okay, ja, dann rede weiter. Thema ist die Prophezeiung. Du kommst jetzt nicht mit Koran und Jesus an. Das Thema ist die Prophezeiung, du kleiner Hund. Hör auf zu lügen. Ich lüge? Ich werde bei sowas sauer, Digga. Wie kann man so ein Heuchler sein? Warum rennst du weg vor dem Fall? Antworte darauf, halt die Klappe. Hör mal zu, bell nicht so viel. Ey, guck mal, du ganz kleiner kurz, Bastard, du hast letztens schon meine Mutter beleidigt, ich hab dir dafür nichts getan, pass auf, dass Nein. Ibn Tamir habe ich jetzt runtergeschickt, keine Beleidigungen, das wird nicht funktionieren, nein. Beleidigungen sind nicht akzeptabel, also das geht nicht. Ich habe jetzt Ibn Tamir kurz runtergeschickt, der soll jetzt erstmal runterkommen. Nein, keine Beleidigungen. Ja, ich habe das schon mehrmals erwähnt. Respektiere ich voll und ganz, aber der Punkt ist einfach nur, wenn man eine Aussage trifft, wie zum Beispiel, dass unser Prophet, unser geliebter Prophet, ja, der ja auch noch in der Tora ne, offenbart wurde, also auch euer Prophet automatisch ist, wenn ihr ihn beleidigt, ja, ich sage, wer den beleidigt? Dieser Prophet hat einen höheren Stellenwert als jeder einzelne Mensch, der auf dieser Welt existiert. Okay, wie gesagt, es ist ja für mich schon abgehakt. Okay, beleidigt nicht meinen Propheten. Okay, ich habe ihr eure Antwort schon
aufgenommen. Für mich war schon die Frage beantwortet. Ihr habt ja gesagt, es wurde Mohammed prophezeit. Ich würde gerne dein Statement dazu. Du hast gesagt, Mohammed wurde prophezeit. Das heißt, Jesus wurde nicht prophezeit. Was spielt dann Jesus für eine Rolle? Nein, stell mir keine Gegenfrage jetzt. Ich möchte, dass du... Es ist keine Gegenfrage. Ich habe deine Antwort akzeptiert. Ich hätte eine Frage. Moment, Achi, warte. Du weißt genau, dass das so nicht läuft. Er stellt mir eine Frage, jetzt bin ich dran mit meiner Frage. Ich habe geantwortet. Du kannst keine Gegenfrage stellen. Gleich. Warte. Oh, bitte. Warte doch. Er ist nervös. Er ist ganz nervös. So, mich interessiert eine Sache. Wenn jetzt Mohammed prophezeit worden ist, ist okay. Ich bin, wie gesagt, total neutral gegenüber euch. Das ist ja gar kein Problem. Die Frage ist, was spielt dann Isa überhaupt für eine Rolle im Islam? Nein, so läuft das nicht. Du stellst die Frage jetzt für ihn, so läuft das nicht. Ich bin ja dran mit meiner Frage. Die Frage beantworte ich dir gleich. Jetzt bin ja, aber das ist doch, danach aber das ist doch die Schlussfolgerung. Das ist ja gerade das Ergebnis von deiner Aussage. Ganz kurz. Ich bin doch jetzt. Okay, lass ihn reden. Okay. Bin ich jetzt dran oder nicht? Ja, du bist dran. Okay, also, Flex. Und stay real. Eine Frage an euch beide. Ich habe euch jetzt detailliert erklärt, dass er prophezeit wurde und die Details dazu. Ja? Er zählt keinen Blödsinn. Da sträuben sich mir die Haare, wenn du so einen Blödsinn erzählst. Die Haare sträuben sich einem. Du kommst hier mit islamischer Propaganda an, da wird es einem schlecht. Mohammed hat keine 10 Gebote eingehalten. Keins der 10 Gebote, die moralisch für jeden Christen, Moment, für jeden Christen wichtig sind. Und ja, hör auf, du einen blöden Texter, gib ihm nicht diese Plattform, dass er hier solche Lügen erzählt. Ja, du hast einfach nur Weil dann lügt dein Koran, weil ja, dein Koran sagt, dein Koran sagt, dein, warte, dein Koran sagt. Eins nach dem anderen. Aki, lass bitte die Schwester kurz ausreden, ganz kurz. Lass nicht die Schwester reden, ganz kurz. Ich gebe dir keine Plattform, mir Lügen zu erzählen. Und da war keine Plattform für Lügen für auf unsere Bibel. Gib doch Gegenargumente. Ich gebe gleich Gegenargumente, aber lass mich bitte ausreden. Milena, wir machen das so. Wir machen das so, Milena, meine Schwester. Hör zu. Wir lassen unseren Aki Schwitzkasten sein komplettes Statement dazu geben. Dann redest du, Milena, okay? Dankeschön. Okay. Ja, alles gut. Ganz kurz, Flex, Bruder, aber er will jetzt schon wieder, weil er hat jetzt gerade verstanden, wo ich ihn gerade hingebracht habe und jetzt will er ganz schnell da raus aus dieser Ecke. Nein, er kann nicht mehr da raus. Wir werden trotzdem drauf eingehen, er kann da nicht mehr raus. Alles gut. Aki, du kannst Muslim. Alles gut. Guck mal, Stereo, du brauchst dir wirklich keine Sorgen zu machen. Ich bin keiner, der flüchtet. Guck mal, merk dir deine Frage und ich verspreche dir, ich werde nicht hier rausgehen, bis ich sie dir beantwortet habe. Ich werde jetzt meinen Punkt weiter angehen und danach... Genau. Guck mal, ganz wichtig ist, ich kann das nicht leiden, wenn ich mit Argumenten komme und dann jemand kommt mit Propaganda oder sonst irgendwas. So läuft ich habe doch deine Antwort akzeptiert. Gib mir ein Gegenargument. Nein, ich habe deine Antwort akzeptiert. Du hast meine Antwort akzeptiert. Jesus wurde nicht prophezeit, aber ich möchte dann wissen, was für eine Rolle er dann im Islam spielt, weil das ist ja nur Mohammed gemeint. Stell mir die Frage. Das heißt, ich bin jetzt. Das heißt, der Isa. Isa hat ja dann eigentlich nichts damit zu tun. Okay, stay real. Lass ihn ausreden kurz. Okay. Lass ihn kurz ausreden. Guck mal, ich bin sogar so fair, bevor ich meinen Punkt angehe, werde ich jetzt noch mal ganz kurz auf den Punkt von Milena angehen, dass sie gesagt hat, er hat sich nicht an 10 Gebote gehalten. Natürlich, ist ein Argument, kann man natürlich auch anwenden, aber guck mal, auch in Jesaja 42 wird gesagt, und er wird etwas Neues bringen, subhanallah, krasse Sache, oder? So, also, jetzt gehen wir nochmal zu den anderen Punkten. Was hat er Neues gebracht, der Mohammed? Was hat er denn Neues gebracht? Er hat den Koran... Milena, warte kurz, Schwesterherz, warte. Was für eine Frage, der hat den Koran gebracht, was ist das denn für eine Frage? Das kannst du dir doch selbst beantworten, solche Frage, oder? Dankeschön, also... Jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema zurück. Wenn wir doch sagen, ich habe hier ein Argument geliefert, ich habe auch begründet und ich habe auch genau explizit erklärt, warum es Mohammed sallallahu alaihi wasallam ist. Ja? Ortsbeschreibung, er wird etwas Neues bringen. Jesaja 42 ist die exakte Beschreibung für den Propheten Mohammed. Exakt. Jesaja was? Jesaja 42. Okay, bleib dran. Ich hole jetzt meine Bibel. Ganz kurz. Ich bin gleich wieder da. Alles gut. Ich werde noch weiter ausführen. Bruder, das Ding ist, Bruder, er hat gerade einfach nur nochmal wiederholt, das auf Mohammed bezogen. Aber da ist ja auch das Ergebnis. Ich komme gleich. Ganz mit der Ruhe. Ich komme gleich.
Ja, ich weiß. Also das Ergebnis deiner Aussage habe ich akzeptiert. Das heißt, Isa wurde nicht prophezeit. Aber was spielt dann Isa für eine Rolle im Islam? Das frage ich mich. Er wurde nicht prophezeit. Isa a.s. muss nicht prophezeit werden, damit er kommt. Das ist die anderen Propheten. Meinst du, alle Propheten wurden prophezeit? Okay. Nee, alles gut, alles gut. Okay. Also Isa wurde nicht prophezeit, nur Mohammed. Isa a.s. wurde nicht in Jesaja 42 prophezeit. Okay. Also nicht in der Tora. Das weiß ich nicht genau. War Mohammed der Messias oder wie? Ist der Messias oder wie? Oh mein Gott, das ist faszinierend. Sag mal, kannst du Dinge unterscheiden oder kannst du nicht? Habe ich mit einem Argument gesagt. Ich frage dich doch. Warte ganz kurz, ich mach's dir einfacher. Sei doch nicht sauer. Ich bin überhaupt nicht sauer, ich bin mega entspannt. Guck mal, zeig mir doch in Jesaja 42, dass da steht der Messias, bitte. Aber die ganzen Prophezeiungen sind ja auf eine Person bezogen. Ne? Die sind ja nicht auf mehrere. Ich renne nicht weg. Ich gehe auf deine Aussagen ein, auf deine Ergebnisse und Antworten. Du sagst, Mohammed wird prophezeit. Das heißt also, müsste ja Mohammed der Messias sein. Wir gehen nochmal zurück auf das Argument, das du am Anfang gebracht hast. Das war, wurde Mohammed prophezeit? Ich habe dir gesagt, ja, er wurde prophezeit und ich habe dir einen Beweis dazu geliefert, Jesaja 42. Ich habe nicht gesagt, dass Jesus nicht prophezeit wurde. Also lass das bitte sein, dieses Spielchen, mach die mit mir nicht, okay? Also das heißt, die meint mit mehreren Propheten oder wie? Also einmal den einen und dann auch den anderen oder wie soll ich das verstehen jetzt gerade? Geh bitte deine Aussage war sehr oberflächlich gestellt. Kannst du bitte nochmal detaillierter darauf eingehen oder die Aussage detaillierter? Das ist jetzt gerade bei Jesaja 42 ist auf Mohammed bezogen. Das heißt, die anderen Prophezeiungen, ne, auf den Propheten, der kommen wird, ne, müssen dann ja theoretisch auch auf Mohammed bezogen sein. Oder auf wen sind die anderen dann bezogen? Es kommt ja darauf an, welche Beschreibungen. Also wenn okay, ganz kurz, ich muss kurz euch unterbrechen. Ich werde jetzt mal eine blöde Frage stellen. Jesaja ist Jeremiah, right? Jeremiah? Ja, Jeremia. Genau. Das war 42 was? 42. Kannst ja komplett 42 mal. Lies doch mal komplett 42 durch. Nee, ist nicht Jeremia, ist Isaiah. Schau mal nach. Jesaja ist Isaiah mit I. Wenn du es auf Englisch hast, die King James Version. Hast du die Bibel auf Englisch? Ich habe sie auf Deutsch. Ja, das ist Jesaja. Wenn du J nicht findest, dann schau mal I, Isaiah, Jesaja. Ich habe J, Jeremia. Nein. Ich verstehe dich ganz schlecht, was? Hörst du mich jetzt? Jetzt höre ich dich. Jesaja müsste doch drinstehen. Schau mal vorne im Verzeichnis. Stimmt. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Okay, jetzt. Kann ja passieren. Guck mal. Ja, ich hab's gefunden. Alles gut. Ich hab's schon. Ich hab jetzt nur. Das erste Lied vom Gottesgleich. 42, welcher Vers? Warte mal ganz kurz, ich bin im Urlaub, ich habe nicht mal meine Notizen dabei. Ganz kurz. Das ist Jesaja komplett 42. Du kannst aber Jesaja 42 komplett durchlesen eigentlich. Okay, dann lese ich. Das ist ja eine komplette Prophezeiung. Okay. Dann lese ich das mal durch und dann schauen wir mal, ja. Seht, das ist mein Knecht, den ich stütze, das ist mein Erwählter, an ihm finde ich Gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er bringt das Völkern das Recht, er schreit nicht und lärmt nicht, lässt seine Stimme nicht auf der Straße erschallen. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Ja, er bringt wirklich das Recht, er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis er auf Erde das Recht begründet hat. Auf sein Gesetz warten die Inseln. So spricht Gott, der Herr. Aha, die Inseln. Wie bitte? Aha, die Inseln. Was sind denn die Inseln? Ey, lass ihn doch mal zu Ende lesen. Lass mich kurz zu Ende, ja. Die anderen Prophezeiungen treffen null auf Mohammed zu, deswegen lass ihn mal zu Ende. Ganz kurz, das werden wir sowieso gleich... Okay, ich gehe gleich... Eins nach dem anderen.
So spricht Gott, der Herr, der den Himmel erschaffen hat und ausgespannt hat, der die Erde gemacht hat und alles, was auf ihr wächst. Der den Mensch auf der Erde den Atem verleiht. Und allen, die auf ihr leben, den Geist. Ich, der Herr, habe dich aus Gerechtigkeit gerufen. Ich fasse dich an der Hand. Ich habe dich geschaffen und dazu bestimmt, der Bund für mein Volk und das Licht für die Völker zu sein. Blinde Augen zu öffnen, Gefangenen aus den Kerker zu holen. Und alle, die... Okay, das bezieht sich nicht auf Mohammed, mein Bruder. Weiterlesen, bitte. Okay. Blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und alle, die im Dunkeln sitzen, aus ihren Haft zu befreien. Ich bin Yahweh, das ist mein Name. Okay, Bruder, das passt nicht zu Mohammed, sorry. Wer ist Yahweh? Bruder, das ist... Wer spricht hier? Bruder, das ist auf keinen Fall Wer Mohammed. Spricht hier? Bruder, das ist auf keinen Fall Mohammed. Das bestätigt sich doch hier gerade selbst. Weiterlesen und wer spricht hier? Okay. Wer sagt, okay. Ich bin Yahweh? Wer sagt, ich bin Yahweh? 42, Vers 8. Wer sagt, ich bin Yahweh? Wer sagt das? Okay, Moment. Danke. Immer eins am Anfang. Du hast doch gesagt, ich sprich nicht auf Mohammed. Wer hat gesagt, ich bin Yahweh? Warte, gesagt, blinde Augen zu öffnen. Warte, wir lesen diesen Vers mal zu Ende. Moment, eins nach dem anderen. Blinde Augen zu öffnen, Gefangenen aus dem Kerker zu holen. Okay. Und alle, die im Dunkel sitzen, aus ihrer Haft zu befreien. Ich wollte gerade sagen, Bruder. Mohammed hat ja die Menschen in die Kerker gesetzt und nicht da rausgeholt. Schwachsinn. Was für ein Schwachsinn. Das ist so faszinierend, ehrlich. Gibst du mir dann später auch die Zeit zu reden? Weil das ist unglaublich, diese Lügen. Ja. Und okay, Milena, warte, Aki. Immer mit der Ruhe. Milena, also guck mal, ich bin ja der deutschen Sprache wirklich mächtig, wirklich. Also ich verstehe wirklich die Grammatik sehr, sehr gut, okay? Und laut dem, was ich hier lese und laut dem, was ich hier verstehe, ja, das geht jetzt mal kurz an Milena. Milena, hört sich das eher an nach Mohammed oder was sagst du? Also sag mal bitte weiter. Nein, definitiv nicht. Also ja, Milena, und dieses ganze Geplappere, stumm ihn mal, dieses ganze Geplappere, diese ganze Dawa, diese ganzen Lügen, da wird es mir schlecht, da wird es jedem Christen schlecht. In Jesaja selbst, in Jesaja, sei mal bitte ruhig jetzt. In Jesaja, in Jesaja 42 spricht selbst der Prophet Jesaja im Auftrag Gottes. Und wenn angeblich Mohammed hier beschrieben wird, ja, da fehlt auch die Erwähnung Gottes vom Geist, der auf Mohammed, das ist schon mal ein Fehler. Der Fehler, dass Mohammed auf einen Geist gesetzt wurde. Der Mohammed starb, ohne Gerechtigkeit auf Erden zu etablieren. Das ist Fakt. Aber gehen wir mal weiter. Dein Koran selbst kannst du bitte Beweise dazu, ich bringe gerade Argumente. Und hör auf, ständig zu plappern. Das zieht bei mir nicht, deine ganze Plapperei. In Koran 29, hör mir zu. Nee, ich bin nicht respektlos. Nur bei mir zieht eure Dawa nicht. Ich bin straight ahead. Ein klarer Kopf redet klar. Ich rede klar. Ich plapper nicht. Ich komme auf den Punkt. Also hör mir zu. Hör mir zu. Dein Koran selbst sagt, dass die Nachkommen... Lass mich mit der kurz reden, Bruder. Bitte. Wenn man impulsiv mit mir redet. Ich kann das nicht. Nein, sie ist normal. Hör zu. Aki. Bei allem Respekt. Guck mal, du bist hier willkommen. Das ist ja kein Problem. Die Schwester Milena tut die Wahrheit aussprechen. Die Frau lügt nicht. Ich kann dir Brief und Siegel geben, dass diese Frau nicht lügt. Deswegen, guck mal, bei allem Respekt. Lass sie ruhig ausreden, okay? Und wenn sie fertig ist, dann kannst du von mir ausreden. Aber lass die Schwester kurz fertig reden. Wie sie mit mir redet, gefällt mir nicht. Nein, alles gut. Ich habe dich nicht beleidigt. Ich werde nie persönlich. Ich rede klar, weil dein klarer Kopf redet klar. Nee, ich bin nicht so, der erst einmal philosophieren muss. Moment. Nochmal.
Das wird so nicht funktionieren, Leute. Okay? Ich habe gerade ihm was gesagt. Lasst bitte die Schwester Milena reden, Aki, dann kannst du reden. Der Ton, okay? Und die Musik, ich höre gerne zu, aber die Art und Weise. Ja, ja, es ist alles okay. Sie ist nicht böse, sie ist nicht sauer, es ist alles okay. Lasst bitte die Schwester Milena reden. Die Frau ist keine böse Frau, sie klärt nur auf. Alles gut, Schwitzkasten. Ne? Also jetzt Milena, jetzt kannst du reden. Ich danke dir, Flexer. Ich bin überhaupt nicht unverschämt. Ich will nur nicht übertönt werden. Und ich möchte, genauso wie dir Zeit gewährt wurde, möchte ich auch meine Zeit haben. Die Nachkommen der Propheten sind von Isaac und Jakob und nicht von Ishmael. Und das bestätigt sogar dein eigener Koran, wenn du deinen Koran aufschlägst, Sure 29, 27. Und wir schenkten ihm Isaac und Jakob und gaben seinen Nachkommen das Prophetentum und die Schrift. Ein Prophet hat was lachst du? Was lachst du? Bitte, woher also, hast du diese Quelle, das ist erstmal aus deinem Koran. Warte, das schreibt dein Koran. Liest du einen Satz oder liest du auch weiter? Ich verstehe das nicht. Nee, da gibt es keinen Kontext. Oh, da gibt es absolut keinen Kontext. Ihr braucht mir nicht mit Kontext kommen. Oh Gott, also liest deinen Koran, der selber bestätigt, dass die Nachkommen der Propheten. Nee, du brauchst mich gar nicht widerlegen, weil Mohammed hat keines der 10 Gebote gehalten. Das ist schon mal Punkt 1. Kein einziges Gebot. Übertöne mich bitte nicht. Ich habe dich auch nicht unterbrochen, also lass mich bitte auch ausreden. Kein einziges Gebot hat Mohammed eingehalten. Von den ganzen 10 Geboten kein einziges. Und dein Koran sagt selbst in Sure 29, 27, dass die Propheten, die Nachkommen der Propheten von Isaac und Jakob sind. So, und jetzt kommst du und sagst uns angeblich, dass Mohammed in der Bibel prophezeit wurde. Nein, er bringt Gerechtigkeit. Mohammed hat keine Gerechtigkeit gebracht. Er wird für einen Bund, für ein Volk eingesetzt, wird in Jesaja 42 gesagt. Mohammed wurde nie für einen Bund, für ein Volk eingesetzt. Mohammed blendete die Menschen, ja? Und die Erwähnung des Namens Herr, Jahwe, in den Versen, das kommt überhaupt nicht im Islam vor, Jahwe, sondern Allah kommt bei euch vor. Was für Scheiße. So, da brauchst du gar nicht lachen. Da brauchst du überhaupt nicht lachen. Ich finde das traurig, ganz ehrlich, Milena. Nein, das ist überhaupt nicht traurig. Ich falle auf eure islamische Propaganda nicht ein und ich lasse auch nicht zu, dass sie hier lügen über dich. Ganz ehrlich, Milena, wenn du meinst, schau mal, ganz kurz, ich möchte dich wirklich sehr. Ich lese eure Quellen vor aus dem Koran. Ich möchte dich nicht unterbrechen, gell, aber wenn du 20 Aussagen triffst, und ich muss dann jetzt erstmal gucken. Ich habe mir die ganzen Aussagen, die du gerade gesagt hast, nicht mal alle aufgeschrieben. Das heißt, ich muss jetzt erstmal nachziehen, was du alles gesagt hast, damit ich dazu Argumente liefern kann. Es wäre cool, wenn wir vielleicht eine Aussage und dann würde ich ein Argument dazu bringen oder du bringst ein Argument dazu. Aber 50 Dinge aufzumachen, wäre ein bisschen schwer. Das können wir gerne machen. Lass uns das machen. Du hast genauso viel geredet in einer Tour, bla 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 und Jesaja 42, bla bla, die ganze Zeit geredet. Ich widerlege es dir nur aus Quellen aus deinem Koran. Ich bringe dir Quellen. Die erste Quelle ist, keines der 10 Gebote hat Mohammed eingehalten. Und die zweite Quelle ist dein Koran. Okay, du sagst keines. Nein, keines hat er eingehalten. Okay. Kein einziges. Was ist das erste Gebot? Das erste Gebot, das kann ich dir gleich sagen. Er hat kein einziges Gebot eingehalten, okay, der Mohammed. Guck mal, ich brauche nur das erste Gebot und ich werde dir sagen, schon widerlegt dein Argument. Okay. Okay, was ist das erste Gebot? Du sollst keine anderen Götter haben. Du sollst keine anderen Götter haben? Ja. Okay, bitte rezitier das erste Gebot. Mensch. Okay. Das erste Gebot, das ist ein ganz einfacher Satz. Das ist sogar das, was Moses gesagt hat. Das ist das erste Gebot. Also das erste Gebot, sage ich dir, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Okay. Mhm. Okay. Also es gibt nur einen Gott. Richtig. Okay, wie Moses es gesagt hat. Richtig. Okay. Richtig. Kann einer von euch bitte rezitieren, was Moses gesagt hat? Mach doch du. Ihr seid doch die Christen, ihr wird doch wohl wissen, was Moses gesagt hat. Aber warte, die Frage ist, ich muss kurz unterbrechen, die Frage ist, Aki, worauf willst du denn jetzt hinaus? Warum jetzt Moses auf einmal? Warum sollen wir jetzt Moses rezitieren? Ja, das ist ein ganz einfaches Ding. Das ergibt irgendwie gar keinen Sinn, das passt aber nicht zu dem, was wir jetzt gerade eben hatten. Wenn du Moses rezitierst, das, was Moses gesagt hat, ist das erste Gebot, ja? Hört zu, euer Gott ist einer, ja?
Also, was hat Dings gesagt? Was hat Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt? Das erste Gebot. Gott ist einer. Okay, das wissen wir, aber worauf willst du denn hinaus? Da hast du dein erstes von den 10 Geboten, also hat er sich schon mal nicht an gar keine gehalten. Was ist, deswegen lass das bitte. Wer hat sich nicht an die Gebote gehalten? Es wurde gesagt, das Argument, was gerade gegeben wurde, ja, war, dass der Prophet Muhammad, ja, sich nicht an ein einziges Gebot gehalten hat. Hat er auch nicht. Okay, hat er nicht? Was hat er denn? Ein einziges Gebot gehalten. Ich höre mich. Hat er auch nicht. Hallo? Okay, euer Gott ist einer. Noch einmal, euer Gott ist einer. Also ein einziger. Genau. Okay. Das erste Gebot. Was hat Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt? Es gibt nur einen einzigen Gott. Da ist das erste Gebot. Daran hat er sich gehalten. Also verstehe ich nicht, wo ist jetzt dein Argument, Milena? Okay, was hat er denn vor dem Thema? Ich höre dich gerade. Okay, ich muss kurz unterbrechen, weil ich möchte immer noch von diesem Thema nicht, wir wollen von diesem Thema nicht flüchten. Also wenn Mohammed, sagen wir mal, diesen Stellenwert hat, ja, die Frage ist, was für einen Stellenwert hat dann Isa? Habe ich dir gestern erklärt, Flex. Nein. Vorhin die Frage von unserem Bruder, der hat dir eine Frage gestellt. Isa ist der Messias. Okay. Er ist derjenige, der den Antichristen töten wird. Okay. Aber die Frage ist, mir ist aufgefallen, Mohammed wird viel höher gestellt als Isa. Warum? Es gibt keine Höherstellung. Der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam ist der Siegel der Propheten. Er ist derjenige, der das alles vollendet hat. Der Siegel, der Schloss. Verstehst du? Mhm. Und Jesus ist der Messias. Ja. Er hat genauso einen Stellenwert. Er wird kommen und den Antichristen töten. Okay. Ja? Milena, was hast du dazu zu sagen? Ich bin einfach nur geschockt, was da für Geschichten erzählt werden, dass dass Mohammed prophezeit wird. Ja, okay, ganz kurz, Milena. Ja? Tut mir mega leid, wenn ich kurz unterbreche. Ich muss diesen Vers von Jesaja wieder vorlesen, weil wenn du weiterlesen würdest, weil ab dann geht's ja richtig los. Das liebe ich ja. Also bitte lies ab dann weiter, wo du hast ab Dings Kapitel 8 bitte, Vers 8 bitte weitermachen, wenn's geht. Ja, ganz kurz. Dankeschön. Ich muss mal gucken. 10, 28, okay. Aber lass uns das doch bitte so machen, dass wir auf jeden einzelnen Vers angehen. Das ist ja Moment. Ich bin Yahweh, das ist mein Name. Ich überlasse die Ehre, die mir gebührt, keinem anderen. Meinen Ruhm, nicht den Götzen. Okay, wer hat das Götzen Frühere tun? Ist eingetroffen. Moment. Flex. Wir haben gesagt, wir machen Vers für Vers, bitte, damit ich ein Argument dazu bringen kann. Bring doch nicht weiter. Also, wer hatte mit Götzen zu tun? Hatte Jesus mit Götzen zu tun? Hatte Jesus gegen Götzendiener gesprochen? Wer hatte mit Götzen zu tun? Welcher Prophet? Sag's mir. Wir wollen jetzt auf Jesaja eingehen. Ich will das kurz vorlesen. Das ist Jesaja. Geh, bitte renn nicht weg, Flex. Ich mag das nicht. Geh auf den Vers ein. Wer hatte mit Götzen zu tun? Das ist eine Prophezeiung. Das ist nicht irgendein Satz, der hier reingeschlagen wurde. Das ist eine Prophezeiung. Aki. Wer hatte mit Götzen zu tun? Aki. Ich habe meine Antwort, Flex. Alles gut. Wer hatte mit Götzen zu tun? Das war Prophet in Mekka mit den Götzen. Aki. Alles klar, weiter. Machen wir weiter. Bitte nächste Prophezeiung. Aki. Natürlich. Also Jesus hatte nichts mit Götzendienern zu tun, oder was? Wer hatte mit Götzen zu tun gehabt? Okay. Und was hat Mohammed getan, als ein Blinder zu ihm Aki. Kam? Ganz kurz. Aki, du hast gesagt, dass Jesaja... Schreib dir deine Fragen für gleich auf. Aki, Moment, Bruder, Moment. Ich führe doch keine Debatte mit dir. Ich versuche das nur zu verstehen. So, ich lese es nur vor und du hast halt gemeint, Jesaja prophezeit Mohammed. Und ich habe gesagt, okay, das ist doch kein Problem. So, die ersten Vers 1 bis Vers 9 höre ich nichts von Mohammed raus. Ich höre jemand ganz anders raus, der prophezeit wird. Ist auch kein Problem, alles gut. Ich will jetzt nur weiterlesen, um zu gucken, ob das, was du gesagt hast, stimmt. Darf ich weiter vorlesen?
Ja, aber bitte, Vers für Vers. Also ich muss ja, wir müssen ja weiter darauf eingehen. Okay, das ist ja ganz wichtig. Wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt einfach so, dass irgendein Satz reingeschmissen wird und jeder muss sich da was rausfischen, sondern jeder Satz muss okay. detailliert eingegangen werden. Man muss kein Problem. Wer qualifiziert und wer noch qualifiziert ist. Ein ganz einfaches Ding. So läuft eine Prophezeiung. Okay, wir lesen von ganz von vorne, okay? Ganz mit der Ruhe. Alles gut. Alles gut. Okay? So. Jesaja. Seht, das ist mein Knecht, den ich stütze, das ist mein Erwählter, an ihm finde ich Gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er bringt den Völkern das Recht, er schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine Stimme nicht auf der Straße erschallen. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Ja, er bringt wirklich das Recht, er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis er auf der Erde das Recht begründet hat. Auf sein Gesetz warten die Inseln. So spricht Gott, der Herr, der den Inseln. Himmel erschaffen. Was ist mit den Inseln? Was ist mit den Inseln? Welche Inseln? Lass uns doch okay, den Satz zu Ende bringen. Die arabischen Inseln zum Beispiel, die arabischen Halbinseln zum Beispiel. Okay, warum ist das, warte mal. Warum ist das auf die Inseln, arabische Inseln bezogen? Es sind die Inseln bezogen. Sag mal, meinst du einfach, es wurde eine Insel genannt? Okay, welche Insel hat daran Freude gehabt, wo Jesus kam? Bitte erklär's mir. Hatte Jesus warte, darf ich doch zu Ende lesen? Ja, aber hatte Jesus mit Inseln zu tun? Bitte. Aki, bitte, ja, okay, lass mich zu Ende lesen. Mach weiter. Oh, Audubillah, Ui. Okay. So spricht Gott, der Herr, den Himmel erschaffen und ausgespannt, der die Erde gemacht hat und alles, was auf ihr wächst, der den Menschen auf der Erde den Atem verleiht und all die auf ihren Leben den Geist. Ich, der Herr, habe dich aus Gerechtigkeit gerufen. Ich fasse dich an der Hand. Ich habe dich geschaffen und dazu bestimmt, der Bund für mein Volk und das Licht für die Völker zu sein, blinde Augen zu öffnen, Gefangenen aus den Kerker zu. Jesus ist nicht für Völker geschickt worden, sondern für ein Volk. Darf ich zu Ende lesen? Thank you. Und alle, die im Dunkeln sitzen, aus ihren Hafts zu befreien. Ich bin Yahweh, das ist mein Name. Ich überlasse die Ehre, die mir gebührt, keinem anderen, okay. Die Ehre, die mir gebührt, keinem anderen, okay. Mein Ruhm, nicht den Götzen, okay, alright. Seht, das Frühere ist eingetroffen. Neues kündige ich an. Noch ehe es zum Vorschein kommt, mache ich es euch bekannt. Dankeschön, das ist die Bekanntgebung. Also Jesaja ist die Bekanntgebung des Propheten. Also des Propheten Mohammed. Und ich erkläre noch einmal. Bitte lies den Satz nochmal so vor, weil ich habe es wirklich genossen, wie du diesen letzten Satz vorgelesen hast. Siehe. Genossen? Hast du diesen Satz überhaupt komplett verstanden, mein Bruder? Ganz kurz. Was ich früher verkündigt habe, was ich früher verkündigt habe. Hast du den Satz komplett verstanden? Also das ist schon vollendet. So kündige ich euch auch Neues an, ehe denn es sprost, lasse ich's euch hören. Was ist das Neue? Wer ist mit was Neuem gekommen? Ist Jesus mit was Neuem gekommen? Bitte antworte. Kam Jesus mit was Neuem? Natürlich kam Jesus mit was Neuem. Was kam er denn? Wurden die zehn Gebote mit Blut befleckt? Mit was kam Jesus Neues? Also hat Jesus alles mit so stehen und liegen lassen? Neues? Stell mir keine Gegenfrage. Also okay. Ist. Ich lese also, mal weiter. Also, okay, stopp, also stopp. Also, ich lese mal weiter. Gegenfrage. Stell ein Argument. Warum bist du jetzt auf Sturm? Antworte doch. Ganz Moment, weil er mir den Respekt gibt, weil er mich reden lässt. Jesus kam nicht mit dem neuen Bund, als er zu seiner Lebzeit. Hier steht, er wird. Lass mich doch kurz zu Ende lesen. Du beziehst den Jesaja 42 auf Mohammed. Und ich lese hier was ganz anderes. Okay, lies weiter. Wir machen weiter. Es gibt noch genug. Es gibt Moment, noch genug. Moment. Nimm die Worte Aki, dann schon fast ernst. Aki, guck mal, Du bist zu aufbrausend gerade, du musst runterkommen, du musst entspannter sein. Ich bin entspannt, aber ich kann es nicht leiden, wenn man... Und durch meine Menschenkenntnisse, wenn jemand nicht entspannt ist, ist er nervös. Du bist nervös. Nein, ich freue mich gerade. Doch, nein, du bist sehr unentspannt. Schön.
Diese Prophezeiung. Nein, wunderbar. Nein, Adi, du bist sehr unentspannt, weil dieser Satz. Relax, du hast recht, mein Psychiater, ja. Wir machen weiter. Nein, das ist doch nicht böse gemeint, Bruder. Richtig relaxed. Aber du, oh Mann. Guck mal, wie respektvoll ich mit dir bin. Ich bin ja auch respektvoll mit dir, deswegen sage ich dir jetzt, verzeih mir, wenn ich dir reingeredet habe, machen wir okay. Weiter. Okay. Okay, ich lese jetzt weiter, okay? Alles gut. So. Singt dem Herrn ein neues Lied, verkündet sein Ruhm bis ans Ende der Erde. Singt dem Herrn ein neues Lied, verkündet sein Ruhm bis ans Ende der Erde. Es jauchze das Meer und alles, was erfüllt, die Inseln und ihre Bewohner, die Wüste und ihre Städte sollen sich freuen. Die Dörfer, die Kedar bewohnt, die Bewohner von Sella sollen singen vor Freude und jubeln auf den Gipfeln der Berge. Moment, ich bin noch nicht fertig. Die sollen die Herrlichkeit des Herrn verkünden. Also, ich lese es dir vor, nochmal. Die Bewohner von Sella, ich spreche jetzt klares Deutsch mit dir. Die Bewohner von Sella sollen singen vor Freude und jubeln auf den Gipfel der Berge. Okay. So. Lass mich ausreden. Ja, ich verstehe. Sie sollen die Herrlichkeit des Herrn verkünden. So, Aki, Mohammed ist nicht der Herr der Erde. Oh mein Gott. Ey, Flex, ich lese dir den Satz nochmal vor. Lies den Satz bitte nochmal, okay. Sie sollen die Herrlichkeit des Herrn. So, nochmal. Ich lese dir vor. Die Bewohner von Sella. Okay? Wer sind die Bewohner von Sella? Warte doch mal. Die Bewohner von Sella sollen singen vor Freude und jubeln auf dem Gipfel der Berge. Sie sollen die Herrlichkeit des Herrn verkünden. Sie sollen die Herrlichkeit des Herrn verkünden. So. Wer ist der Herr? Sein Ruhm auf den Inseln verbreiten. Sein Ruhm auf den Inseln verbreiten. So. Mhm. Der Herr zieht in den Kampf wie ein Held. Er entfacht seine Leidenschaft wie ein Krieger. Er erhebt den Schlachtruf und schreit. Er zeigt sich als Held gegenüber den Feinden. Ich hatte sehr lange geschwiegen. Ich war still und hielt mich zurück. Wie ein Gebärender will ich nun schreien, ich schnaube und schnaufe. So, jetzt geht's weiter. Was ist mit den ganzen anderen Flex? Was ist das mit dem, was wir ausgemacht haben? Ich bin noch nicht fertig. Lass mich doch lesen. Was ist denn mit dem, was wir ausgemacht haben? Wir reden hier davon, dass es eine Prophezeiung ist. Also lass uns doch Vers für Vers eingehen. Sei doch so fair. Ich weiß nicht, warum du so durchrattern willst. Wir haben hier jetzt Prophezeiungen. Okay, also, jetzt frage ich noch einmal. Du hast vorgelesen, Ruft laut, ihr Wüste ganz kurz, die Städte da samt den Dörfern. Ganz kurz. Du kannst diese Frage gleich stellen. Wo ist Kedar und wo ist die Wüste und die Städte? Wo sind die? Du kannst gleich reden. Versprochen. Alles kein Problem. Du kannst gleich reden. Ich würde gerne eine kleine. Guck mal, meine Geduld ist schon so hoch. Ja, ich. Alles gut. Ne? Ich habe wirklich sehr viel Geduld. Guck mal. Ich habe diesen Satz jetzt vorgelesen, okay? So, Milena, ich würde dich jetzt fragen, was hast du aus dem, was ich jetzt gelesen habe, verstanden, Milena? Ich will ganz kurz, dass Milena was dazu sagt. Also mit Sicherheit nicht, Mohammed, definitiv nicht, absolut nicht. Das wollen uns Muslime immer sehr, sehr gerne weismachen und erzählen. Die Gründe habe ich ja schon aufgezählt, warum das nicht Mohammed sein kann. Ich kann mich immer wieder wiederholen. Und weil eben er sagt, der Aki, wo Sella liegt. Also Sella wird hier im Zusammenhang mit der Wüste und den Städten von Seir erwähnt. Seir war eine Region im antiken Nahen Osten, im Süden von Israels. Liegt das? Im Süden von Israels. Ich guck richtig. Ich weiß nicht, wer dir das gesagt hat. Bitte? Wer dir das gesagt hat. Lass mich jetzt mal weiter ausreden. Aber bitte beweis das, was du gesagt hast. Lass übertönen, also gib mir jetzt auch den Respekt, wir waren jetzt auch still. Na? Also dann gewähr mir auch den Respekt zu reden. In Jesaja wird definitiv Mohammed nicht verkündet, denn er hat nichts Neues gebracht und auch nichts Gutes.
gar nichts Gutes. Definitiv nicht. So, und wenn wir jetzt soweit sind, würdest du bitte deinen Koran mal aufschlagen und Sure 29, 27 lesen. Ich würde gerne Gegenargumente für das hören, was ich gesagt habe. Ich habe die Gegenargumente gebracht. Nein, hast du nicht. Du hast gesagt, das habe ich schon. Klar und deutlich raus, dass er es nicht ist. Bring mir ein Nein. Argument dafür, dass du gesagt hast. Bring mir ein Argument, wo du es nicht raushörst. Bring mir ein Gegenargument. Okay, es wird gesagt, Wüste ist... Ist Jesus für Israel. Die Städten gekommen, für die Berge gekommen, ja, Koran, gekommen das Gegenargument. Warte mal. Ich verstehe nicht. Warum wird hier nur auf die Hälfte eingegangen? Die Hälfte wird einfach weggeschmissen und dann wird ein neues Thema. Öffne doch deinen Koran und sag. Nein, 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 wir sind immer noch bei demselben Thema. Wir reden hier nicht vom Thema weg. Öffne doch deinen Koran bitte. Dein Koran bestätigt es doch, dass es nicht Mohammed eingegangen wird und danach werde ich gerne mein Koran. Dein Koran bestätigt okay. es doch. Nein, wir machen das jetzt so, ja. Aki. Ich würde gerne. Guck mal, du bist jetzt mal, bei mir hier oben, Aki. Hör zu. Aki. Ich weiß, ihr sorgt euch, weil ihr wenige Argumente dafür habt oder dagegen habt. Ist auch alles voll. Aki, du bist sehr nervös, Aki. Du bist sehr nervös. Flex, ich verstehe auch, dass du jetzt sagst, ich bin sehr nervös und dass du das jetzt auf Nervosität schiebst, damit du sagen kannst. Okay, jetzt fängt das schon an. Argument, oh mein Gott. Einfach ein Argument, ich verstehe jetzt nicht. Jetzt willst du auf einmal noch dem Flex was unterstellen. Erstmal hattest du was gegen mich, dass ich unverschämt bin, danach war Milena unverschämt und jetzt auch noch der Flex. Mashallah. Oh Mann. Flex, der eigene ja. Koran bestätigt es doch, dass es nicht Mohammed ist. Er will die Sure 29, 27. Ich kann es immer wieder vorlesen. Und wir schenken ihm Isaac in der Book. Sure 29, Vers 27. Okay, kleinen Moment. Okay, Leute, also, wir können... Mach mal, stay real, kannst du das groß, ich mach dich groß, schlag mal diese Seite bitte auf und dann lesen wir es gemeinsam. Ich kann gerne aufmachen, aber ich sag euch klar und deutlich, mega schade, dass ihr keine einzigen Argumente bringt, außer nein, er ist es nicht. Nein, wir gehen auf Jesaja immer noch ein. Ohne Argumente, aber wie gesagt, ist voll und ganz in Ordnung. Nein, wir gehen auf Jesaja immer noch ein. Wir bleiben beim selben Thema. Nein, man geht nicht auf Jesaja ein, indem man den Koran auf einmal öffnet. Das ist nicht Jesaja. Ja, weil das im Koran bestätigt, dass es gibt kein Kapitel im Koran, es gibt keine Sure im Koran, die heißt Jesaja 42. Nein, wir reden doch nicht davon. Nein, dreh doch nicht das Thema, Mann. Ja, das machen die gerne, Flexa. Dein Koran bestätigt es doch. Milena, du hast nur gesagt, Argumente, du hast nur Aussagen getroffen, ohne Argumente, ohne Beweise, ohne sonstiges. Ich bring dir doch dein Koran, Buch. Ich möchte, wir sind auf Jesaja 42, okay? Die Leute, die über Jesaja 42 geredet haben, ja, vor den 1400 Jahren, haben auch nicht gesagt, öffne doch den Koran, okay? Wie haben sie denn Jesaja 42, haben sie dann den Koran geöffnet vor 1400 Jahren? Ja, wozu kam dann der Koran? Warum kam denn überhaupt der Koran? Ja, weil ihr Jesaja 42 nicht verstanden habt. Ach so. Okay. Das ist jetzt nicht so schlimm. Alles gut. Milena, ganz kurz. Milena, bitte nenn den Sure-Vers, der zu Jesaja natürlich passt, dass das nicht übereinstimmt, dass er diese Person ist und der diese Person ist. Bitte nenn mir die Sure. Stay real, bist du noch da? Sure 29. Mach Sure 29. Ja. Vers 27. Und blende das bitte hier ein. Hast du das gerade am Start, Milena? Weil dann brauche ich das jetzt gerade nicht machen. Ich habe die Sure hier vor mir. Aber also, ich kann jetzt die Kamera nicht anmachen. Ah, okay. Also Sure 29, Vers? 27. Sure 29, Vers 27. Okay, einen Moment. Ja. Ei, oh Leute, wir müssen alle miteinander respektvoll und liebvoll sein. Mann, das ist ja so anstrengend, ey. Das ist ja alles voll und ganz legitim, ist ja auch alles schöne Sache. Es geht einfach nur darum, dass man nicht auf ein Argument angeht oder ein Gegenargument bringt, außer zu sagen,
Ja, Jesus, nee, hier wird nicht von Mohammed gesprochen. Ja, aber warum wird hier nicht von Mohammed gesprochen? Bring doch. Ja, warte, das werden wir dir doch gleich erklären. Moment, das wird gleich erklärt. Wenn man den Koran öffnet, natürlich. Nein, die Prophezeiung war in Jesaja 42. Da braucht man also, den Koran zu öffnen. Ja, Moment, er kommt gleich wieder. Weil das Ding ist, ich habe gesehen, dass ihr mir Anfragen geschickt habt, aber ihr müsst kurz alle warten, weil sonst kommen wir hier komplett durcheinander. Deswegen habe ich bis jetzt niemanden hochgeholt. Kurz warten. Bin rausgeflogen. Aber das ist natürlich ein bisschen scheiße. Dankeschön, Aisa. So, 19, welcher Vers? Milena, welcher Vers war das nochmal? Das war Sure 29, Vers 27. Okay. Vers 27, okay. Ich kann er doch vorlesen. Ja, er kommt gleich. Nee, wir brauchen schon einen Beweis, nicht, dass irgendwas übersprungen wird. Er soll dann wieder hier hochkommen. Dann, worum es da geht. Dann können wir den ja gerne vorlesen. Wenn du magst. Doch, wir gehen gleich auf die Jesaja-Versen gleich ein, aber wir versuchen das zu erklären. Also, das passt schon alles überein. Passt schon alles überein. Alles gut. Flex, darf ich dich um eine Sache bitten? Ja, mein Bruder. Wenn du so fair bist, könntest du vielleicht noch einen Bruder hochholen, weil. Ja, damit das hier kein Durcheinander ist, ja, weil ihr diskutiert ja gerade. Deswegen, Moment. Das bringt mich durcheinander, wenn du den Aram hochholst und sagst die ganze Zeit, ja, damit es hier kein Durcheinander, bringe ich erst keine Leute hoch und dann holst du den Aram hoch. Also bring mir doch bitte noch einen Bruder hoch. Ja, ist okay. Jetzt alles mit der Ruhe. Danke. Mohammed Ramadan, ich möchte nur, dass ihr respektiert, wenn ich euch unterbreche, dann immer Geduld haben. So, ich hole jetzt den Mohammed Ramadan hoch. Immer mit der Ruhe. Ich bin fair genug. Eine Sache bitte ganz kurz, ne? An die Kommentare, Leute, ich sag's noch einmal. Ich schwöre bei Allah, ich hasse Jesus nicht. Im Gegenteil, ich liebe Jesus. Er ist für mich ein Prophet. Genauso wie er auch ein Prophet ist. Ja, ich liebe Jesus, ich hasse ihn nicht. Ja, deswegen diese Argumente von wegen, warum hasst du Jesus oder was weiß ich was, die ziehen bei mir nicht. Ich liebe Jesus, okay? Okay, alles gut. Mohammed Ramadan, mein Bruder, wie geht's dir? Alhamdulillah, mir geht's gut. Und euch? Sehr schön. Ich habe gewartet, weil das Problem ist, ich wollte nicht, dass hier ein Chaos herrscht, weil ich will Ruhe hier drin haben, deswegen immer ganz gemütlich. So. Was geht? So, jetzt können wir es aufschlagen. So, Milena, jetzt kannst du was vorlesen, wenn du möchtest. Also, jetzt genau. Moment. Ja, das steht ja drinnen. Lies mal vor, erst mal vorlesen, er hat es vor sich. Kann ja jeder lesen. Ja, wenn welches 23? Also, Menschen, nee, gerne vorlesen. Ich lasse dir den Vortritt, Milena. Sure 29, also. Vers 27. Und wir schenkten ihm Isaac und Jakob und gaben seinen Nachkommen das Prophetentum und die Schrift. Und wir gaben ihm seinen Lohn im Diesseits und im Jenseits wird er gewiss unter den Rechtschaffenen sein. Also das Prophetentum wird laut Koran bestätigt durch die Propheten Isaac und Jakob. Amen. Amen. Gott segne euch. Wo ist jetzt das Gegenargument für die Argumente, die ich alle gebracht habe? Ich verstehe es nicht. Ja, das hat eigentlich nur bestätigt, was du gesagt hast, Achi. Richtig. Deswegen. Das hat es nur bestätigt. Das hat gar kein Gegenargument für das, was Achi gesagt hat. Im Gegenteil, ganz im Gegenteil, das hat ihn nur 100% bestätigt und euch widerlegt eigentlich. Meiner Meinung nachdem, und ich kenne diesen Vers, hat das den Achi nur bestätigt und euch widerlegt, was ihr gesagt habt. Okay. Mohammed, könntest du bitte Okay, lass mal den Aram kurz reden, bitte. Nee, Milena hat das Argument gebracht um den Vers. Ich würde gerne wollen, dass sie diesen Vers erklärt, damit man hier nicht einfach sagt, ist es ein Argument für mich oder gegen mich. Die Milena soll das gerne erklären. Ganz gut, alles gut. Das wird sie gleich machen, alles gut. Jetzt Aram wollte was sagen. Aram?
Mohammed und Afi, könntet ihr uns das bitte ein bisschen näher erklären, was das hier bitte den Afi zu bestätigen hat mit diesem Vers 27? Und natürlich, wir gehen wieder auf Jesaja 42 ein. Wo sind da die Bestätigungen, dass das Mohammed sein soll? Das wollen wir jetzt nochmal bitte aus euren eigenen Wörtern hören. So, wir wissen, dass Mohammed nicht aus dem Geschlecht von Jakob stammt. Ne? Oder? Oder meint sie, der ist aus dem Geschlecht von Jakob? Oder ist er doch aus dem Geschlecht von Ismael? Also von welchem Geschlecht stammt denn Mohammed jetzt ab? Vom Ismael oder von Jakob? Ishak. Danke, Aram. Danke schön. Bitte schön. Bitte schön. Also kommt bitte, sagt uns das, weil wir verstehen hier wahrscheinlich Jesaja nicht und wir verstehen hier wahrscheinlich eure Sure auch nicht. Ah, ihr seid bei dem Geschlecht, wovon er abstammt. Ich dachte, wir sind... Aki, wo bist du? Aki. Ah, ich bin da, aber ich habe jetzt immer noch kein Gegenargument von Jesaja 42. Moment. Die Frage ist, weil wir wollen ja diese Fragen Jesaja 42 beantworten. Du möchtest die ganze Zeit, dass ich jede Frage von anderen Leuten beantworte. Nein, warte doch, es ist immer noch dieselbe Topic, Bruder. Nein, ich möchte ein Gegenargument und danach beantworte ich eure Fragen. Wo bist du hier überhaupt auf irgendeines dieser Argumente eingegangen? Wo hast du hier irgendetwas auf jedes Argument eingegangen, Aram. Ich weiß nicht, wie lange du zuhörst. Ich kann dir sogar das gegen im Neuen Testament von Jesaja im Neuen Testament auch geben und vorlesen, wenn ihr wollt. Weil wir sind immer noch bei der allerersten Frage, die ich gestellt hatte, ob da Mohammed prophezeit wird oder Jesus. Und du meintest, Mohammed wird prophezeit. Dann war meine Frage, was dann Isa für eine Rolle spielt im Islam. Wenn er ja nicht prophezeit wird, ne? Mysteriöserweise. Das Krasse ist, soweit ich weiß, wird er nicht mit seinem, also mit seinem Namen, den er später bekommen hat, also mit Mohammed, erwähnt. Er wird mit einem anderen Namen erwähnt, den weiß ich gerade nicht. Okay, ich gehe darauf ein. Okay, ich gehe mit dir mit. Von mir aus hast du recht. Achi, chill kurz, du kriegst gleich zwei Rosen, aber halt kurz deinen Mund, bitte. Lass mich kurz reden. Red nicht so respektlos mit mir. Okay, Entschuldigung. Auf jeden Fall, ich bin mitgegangen. Ja, alles gut, Aki. Ich werde jeden zurechtweisen. Aki, stammt jetzt Mohammed von Ismael und der andere war nochmal Aram, wer? Jakob oder Isaac. Genau. Entweder von Ismael oder von Isaac. Ja, Jakob oder Isaac, okay, genau. Ja, genau, Aki, das war die Frage. Aki? Ich müsste nochmal. Achi? Ja, bitteschön. Vielleicht erklärst du das, weil ich bin gerade. Ich habe den Vers gerade nicht. Ich müsste nachgucken. Ich will nur wissen, ob Mohammed von Ismael oder von Jakob stammt. Oder von Isaac. Wir machen es mal ganz einfach. Wer ist der Stammbaum der Araber? Wer ist der Stammvater der Araber? Nee. Es ist ganz einfach. Schau her. Ishak und Ismael sind Brüder, okay? Das sind die beiden Söhne von Abraham. Das wissen wir alle, okay? Jetzt ab. Hier, laut dieser Sure 27, ne? Und wir schenkten ihm Ishak und Jakob und richteten unter seiner Nachkommenschaft das Prophetentum und die Schrift ein und gaben ihm seinen Lohn im Diesseits und im Jenseits gehört er für wahr zu den Rechtschaffenen. So, über wen wird hier jetzt geredet? Also noch einmal. Wer ist der Stammbaum? Wer ist der Stammvater der Araber? Noch einmal. Wie kommt ihr jetzt auf Araber? Machen wir es doch. Ist ja wurscht. Nein. Ich gebe dir auch den Stammvater. Okay, der Stammvater ist Ismael. Was? Ist Ismael. Es ist nicht Abraham. Ismael von ihm.
Von ihm kommen sie. Genauso so wie die Israeliten kommen von Ishaq. Nein, Ishaq ist der Stammvater sozusagen. Okay? Also tu es nicht. Nein, nein, das ist nicht falsch. Wenn wir zurückgehen. Was? Natürlich ist Abraham der Stammvater von sehr vielen. Okay? Lassen wir das mal. Also, Israeliten sind von Ishaq. Wer ist der Stammvater der Araber? Ich frage dich das jetzt. Das interessiert nicht. Das ist irrelevant. Das ist genau dieses Argument. Also ja, aber Aki, Moment, bevor wir auf anderes Thema springen. Wir möchten Jesaja kurz beenden und alles drum und dran und dann kommen wir drauf. Aber eins am anderen. Jetzt lass mal den Aram kurz reden. Ihr seid 80.000 Schritte von Jesaja abgehauen. Bitte, kommen wir nicht damit. Wir sind schon wieder. Nein, sind wir nicht. Wir sind immer noch da. Natürlich sind wir das. Bitte. Nein. Wir sind immer noch drinne. So, warum wird hier in deinem Koran nicht Ismail genannt? Ich sag's doch, dass der Mohammed Prophet ist. Also warum wird dann in Sure 27, wir schenken ihm Ishaq und Jakob und richteten unter seiner Nachkommenschaft das Prophetentum und die Schrift ein? Also, wenn schon hier im Koran das steht, wo steht, also warum ist dann nicht Mohammed aus dieser Nachkommenschaft, bitte? Von Ishaq und Jakob. Soll ich jetzt noch einmal argumentieren? Soll ich jetzt noch einmal die Frage stellen, damit du sie verstehst? Ah, also das heißt, du musst auf Teufel komm heraus auch diese Sure widerlegen. Also, dann bin ich ganz Ohr. Aram. Jetzt, bitte. Ja, darf ich das? Aram, darf ich dich bitte was schön, fragen? Bitte schön, wir stummen uns. Keiner redet. Aram, mach nicht. Keiner redet, okay? Ich habe dir jetzt eine Frage gestellt. Na? Warum nicht Mohammed, der Nachkomme von Ishaq und Jakob ist? Warte. Aram, Laut dieser Sure sind die Nachkommenschaft des Prophetentum und die Schrift ein von Ishaq und Jakob. Aram. Und du sagst doch, dein Mohammed ist ein Prophet. Also dann erklär uns diese Sure bitte. Meinst du, ich bin hier vor Gericht? Nein, Aki, bitte. Sprechen, Flex, das ist die ganze Zeit. Lass mich doch mal bitte zu Ende sprechen. Ich komme mir vor, als wäre ich vor Gericht und ich bin auf dem Stuhl der Angeklagte und ich muss alles beantworten. Aber wenn ich Fragen stelle, werden nicht beantwortet, sondern werden immer nur Gegenfragen gestellt. Welche Frage willst du denn beantwortet haben? Dann frag sie mal. Aram, was mischst du dich überhaupt ein? Du bist nicht mal die ganze Zeit seit Anfang an hier drinne. Wir sind bei Dings gewesen. Wir sind bei Jesaja 42 gewesen. Jetzt sind wir wieder beim Propheten Mohammed aus dem Stammbaum. Jetzt sind wir wieder bei Ishmael. Ich habe es mitverfolgt. Was machen wir hier für ein Problem? Das eine bestätigt das andere. Überhaupt nicht. Alles widerspricht deinen Aussagen. Überhaupt nicht. Überhaupt okay, nicht. Okay, ganz kurz, ich unterbreche. Dann erklär uns bitte diese Sure. Ich frage dich noch einmal, wer ist der Stammbaum der Araber? Stammesvater, wer ist das? Abraham. Das willst du hören? Okay. Richtig. Abraham ja oder nein? Wie habt ihr gesagt? Abraham. Okay? Also? Okay. Was ist Mohammed sallallahu alaihi wasallam für eine Abstammung? Moment. Warte mal. Wo sind wir jetzt, Flex? Jetzt warte. Achi. Abraham ist der Stammvater von den Arabern, richtig? Nochmal? Abraham ist der Stammvater von den Arabern. Ist das richtig oder falsch? Ist Abraham auch der Stammvater der Israeliten, ja oder nein? Der Stammvater der Israeliten? Ja. Das weiß ich gerade nicht. Also, wenn ich jetzt was Falsches sagen würde. Aha, okay. Also, ich sag dir, auch Abraham ist auch der Stammvater der Israeliten. Weißt du warum? Argument Zimmer. Okay, schau her. Ishaq ist auch der Sohn von Abraham. Okay. Und Jakob, hier wo es hier benannt wird in Sure 27, Jakob ist der Sohn von Ishaq. Und von Jakob sind die 12 Stämme Israels. So, jetzt hast du deine Antwort. Jetzt ist der Abraham der Stammvater von sowohl auch, von beiden. Okay? Jetzt kannst du weiter argumentieren, bitte. Ich habe die Frage beantwortet. Okay, ganz kurz. Wollen wir jetzt nochmal auf Jesaja 42 zurück, damit wir das Thema endlich beenden oder nicht? Gerne. Aber bevor wir auf Jesaja 42 nochmal gehen, will ich die Leuten hier unten im Chat was sagen. Leute, hört auf, mich anzugreifen. Ich bin hier komplett neutral, Leute. Hört mir mal bitte ganz gut zu, Leute. Ich bin so neutral. Wenn jetzt Aram was Falsches sagt, beleidigt, dann stoppe ich den Aram sofort. Wenn unser Bruder Stay Real Aki angreift,
verteidige ich Aki. Deswegen, Leute, hört auf zu sagen, dass ich nicht neutral bin, Leute. Hört auf damit. Ich bin neutral. Ich versuche nur auf dieses Thema zu gehen und dass wir nicht wegspringen von diesem Thema. Deswegen greife ich Aki an und sage, hey, halt, wir wollen immer noch hier bleiben bei dem Thema. Wir sind nicht von dem Thema abgesprungen, ja, und nicht ich rede über dieses Thema, ich lese es vor und wir versuchen, diese Situation zu verstehen, okay, was steht denn da drinne? Ne? Also wenn ich etwas vorlese, heißt es doch nicht, dass ich nicht neutral bin. Leute, hört auf, Mann, kommt schon. Also das ist echt nicht richtig von euch, Mann. Das ist echt gemein. Also ich hätte mich auch zurücklehnen können und einfach nur zuhören können, Leute. Aber ich lese vor. Also sagt jetzt nicht, ich wäre jetzt nicht neutral. Ich lese vor und verstehe das, was ich lese. Und sag es dem Aki. Und wenn er recht hat, dann gebe ich den Aki recht und sage, hey Aki, weißt du was, du hast recht, das, was ich hier drinnen lese, das bestätigt den Mohammed, Mohammed bestätigt, dass er kommt, dass er hier prophezeit wird. Aber ich habe nichts davon gelesen oder verstanden. Okay, also Leute, nochmal. Aram, wer von euch redet, Aram oder Aki? Ich habe ihm seine Frage beantwortet. Der geht jetzt nicht darauf ein, ich weiß nicht warum. Es ist ja klipp und klar laut dem Koran schon bestätigt, dass der Mohammed nicht von dem Prophetentum der Schrift, von dieser Nachkommenschaft abstammt. Fertig, weil der Mohammed von hier wird von, über Lot gesprochen. Was hat das damit zu tun? Von Ishmael abstammt. Und hier wird bestätigt, die Nachkommenschaft des Prophetentums. Du kannst nicht einfach einen Vers aus dem Koran nehmen. Aber jetzt erläutere uns bitte noch einmal, Jesaja 42, Achi. Habe ich dir tausendmal erklärt. Bitte, weißt du was, wir machen es jetzt ganz einfach. Wir machen es ganz einfach, okay? Wir spielen jetzt das Spiel, damit das ganz einfach läuft, so wie eben gerade. Qualifikation und Disqualifikation, okay? Bitte, Flex, tu mir den Gefallen, damit wir das Ding hier ganz locker durchhaben, okay? Flex, ich habe gerade hier die Seite offen. Ich habe gegoogelt, aus welchem Stammbaum der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist. Warum gibst du denn jetzt diese Antwort? Einfach, damit wir das Thema... Das machen wir. Aber ich will erstmal zurück auf Jesaja, Bruder. Ich bin doch kein Hund, nein, der die ganze Zeit auf alles antwortet. Aber warte mal, aber seit wann werden Google-Antworten hier akzeptiert? Ist doch normalerweise alles gelogen, was über den Islam steht in Google. Ey, das stimmt, das habe ich auch sehr oft gehört. Ist doch alles da gelogen? Ja. Also, wenn's für euch passt, dann stimmen die Antworten bei Google. Wenn es nicht passt, dann wird es nicht akzeptiert. Aram, ich habe Mohammed, wir schlagen hier den Koran auf und wir schlagen die Bibel auf. Was willst du jetzt da und dorthin Weil springen? Ich weiß, ist er ein Nachfahre von Abraham, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, fertig. Er ist der Nachfahre von Abraham, der ebenfalls ein... Ich auch gesagt, er ist der Stammesvater der Araber. Deswegen genau. Mohammed, haben wir das verleugnet? Moment, Achi, sei mal bitte ein bisschen leise, okay? Mohammed, haben wir das verleugnet? Nein, haben wir nicht. Wir haben doch gerade selber das gesagt. Ja. Wir haben gesagt, festgehalten, Abraham ist der Stammvater der Araber, sowohl auch von den Israeliten. Und die Israeliten stammen von Jakob ab. Das ist nun mal ein Fakt. So, und faktisch gesehen stammen die Araber von Ishmael ab. So, und jetzt haben wir da was Falsches gesagt? Okay, aber wo ist jetzt euer Gegenargument? Ismael, soweit ich weiß. Mohammed, lass mich weiterreden, bitte. Mohammed, jetzt schau mal hier. Und jetzt hier laut dem Koran, Sure 29, Vers 27, ne? Und wir schenkten ihm Ishaq und Jakob und richteten unter seinen Nachkommenschaft das Prophetentum und die Schrift ein und gaben ihm seinen Lohn in Israel. Wer ist Ishmael? Ismael, glaube ich. Ismael. Okay, Ismael. Woher kommt Ismael? Ismael ist der Bruder von Ishaq. Ist der Bruder von Ishaq? Mhm. Okay. Wer ist der Vater von ihm? Hey, Junge. Schau mal her, noch einmal. Abraham. Also hier, warte mal, ich hab's gefunden. Ismael ist ebenfalls ein Nachfahre von Abraham. Er ist der Sohn
Ismael, biblisch Ismael, Vater, Stammvater der Araber. Richtig. Na, so, also er ist ebenfalls, wie Mohammed sallallahu alaihi wasallam, aus der Blutlinie von Abraham. Ja, aber eins verstehe ich nicht, liebe Jungs. Ich meine, schaut mal her, ich rede ja mit euch nicht Arabisch. Oder irgendein Kauderwelsch. Wir verstehen doch alle die deutsche Sprache. Wir sind doch der deutschen Sprache. Wenn ich Arabisch spreche, würde ich es trotzdem verstehen. Aber ja, weiter, ja. Jetzt pass auf. Hör zu. Wir sagen doch, Abraham hat zwei Söhne gehabt. Einer hieß Ismail und einer hieß Ishaq. Okay? Ja, richtig. Und Ismail, hier laut Ismail. Sure 29, Vers 27, das hat doch der Bruder hier eingeblendet, ist das Prophetentum von Jakob, von Ishaq. Okay? Nicht von Ismail. Und Mohammed kommt von Ismail. Also, ich meine, was gibt es da bitte noch zu verstehen? Okay? Nicht von Ismail. Mohammed, bitte, also was haben wir hier Falsches gesagt? Boah, ich bin gerade miteinander, weil seitdem dein Bruder Mohammed gekommen ist, der konnte dir keinen Schritt weiterhelfen irgendwie. Ist der real? Weißt du, was lustig vielleicht, ist? Vielleicht willst du dir noch andere Hilfe dazu holen. Du bist wie so ein Bettbezug. Du bist einfach nur hier, damit es besser aussieht, Digga. Bitte sei mal kurz leise, Digga. Wenn du keine Argumente bringst, außer das zu bestätigen, was deine Leute sagen. Nee, aber ich wollte jetzt vielleicht... Ach, ich will es kassen, bitte. Ach, ganz kurz, mein Bruder. Warte, Aram, warte. Rein zu klatschen, ohne irgendwas dazu beizutragen, das ist faszinierend. Okay, Achi. Guck mal, ich stummt euch mal kurz alle. Ich möchte, dass ihr euch kurz alle stummt. Ne, bei allen Respekt. Ich bin immer fair. Aram, stumm dich nur ganz kurz, bitte. Guck mal, Achi, ich beobachte dieses Gespräch schon seit 2 Stunden. Und in diesen 2 Stunden ist mir eine Sache bei dir aufgefallen. Ich werde es aber nicht erwähnen. Ich behalte das erstmal für mich. Achi. Mir sind ein paar Sachen aufgefallen bei dir. Und du, das ist keine Beleidigung, Achi, aber du bist gerade sehr unruhig. Und das schon seit knapp einer Stunde. Du bist sehr, sehr unruhig. Okay? Nichtsdestotrotz, ich sag's nochmal, Achi. Ja? Wir lieben unsere muslimischen Brüder, okay? Aber du bist sehr unentspannt gerade. Warum auch immer, ich weiß nicht. Aram ist reingekommen, du hast angefangen, sehr unentspannt zu sein. Aram tut ja nichts. Aram fragt ganz normal. Bleib ganz entspannt und alles ist okay. Das wie kein Mensch greift dich an. Flex, darf ich jetzt auch was dazu sagen? Ja, natürlich. Schön. Guck mal, weißt du, ich bin überhaupt nicht unentspannt. Aber weißt du, es ist, weißt du, was Fremdscham ist? Weißt, wissen wir bestimmt alle, ne? Fremdscham ist für mich, und ich habe mega viel Fremdscham hier drin, dass jedes Mal, wenn ich ein Argument bringe, immer irgendwelche anderen Themen geöffnet werden. Aber ihr besteht immer wieder darauf, nein, antworte doch jetzt, nein, mach doch jetzt und was weiß ich was. Ich kann das nicht leiden. Entweder ist etwas fair und ich bringe ein Argument und man bringt ein Gegenargument und sagt nicht einfach, nö, stimmt nicht. Wenn ich sage, etwas stimmt nicht, dann bringe ich ein Gegenargument mit Beweisen und nicht einfach, nö, stimmt nicht und dann lassen wir es jetzt einfach im Raum stehen. Nein, so funktioniert das nicht. Und Flex, das weißt du ganz genau. Und wenn du sagst, dass du jemand bist, der fair ist, okay, dann bist du auch jemand, der zu deinen christlichen Brüdern sagt, nee, warte mal ganz kurz, der Achi Schwitzkasten hat gerade eine Frage gestellt oder hat gerade ein Argument gebracht, ja, und wenn ihr sagt, nein, das stimmt nicht, dann bringt doch ein Gegenargument, weil so läuft das. Vor Gericht läuft das auch so. Beweis und Gegenbeweis, okay? Mhm. Dann wird geguckt, was stimmt und was nicht. Es wird nicht einfach, ich bringe einen Beweis, zum Beispiel ein Videomaterial oder ein Dokument, ja? Und dann wird gesagt... Darf ich was sagen? Aber ja, ich bin Und dann wird auf einmal gesagt, okay, hier ist der Beweis, okay, wir gucken uns den Beweis an, okay, klar und deutlich, man sieht, die Tatwaffe ist bei dem Mörder, bei dem Angeklagten, und dann kommt auf einmal jemand aus dem Publikum und sagt, nein, stimmt nicht, okay, stimmt nicht, der hat gesagt, stimmt nicht, gut, Beweis ist weg. Okay, Achi, eine ganz andere Sache. Wenn ihr debattieren wollt, wenn ihr Argumente bringt, dann bringt ihr Argumente, das ist ein ganz einfaches Ding. Achi. Du hast doch deine Antworten bekommen. Warum sollen wir dir noch weitere 1000 Antworten geben? Überhaupt nicht. Deswegen machen wir das jetzt noch einmal. Flex, bitte. Ich bitte dich jetzt, okay? Als Host.
Okay? Damit wir das Ding ganz einfach machen. Und ich möchte bitte, dass wenn man Argumente, wenn ich ein Argument bringe, nicht einfach gesagt wird, nee, nee, man liest hier klar und deutlich, dass es nicht Mohammed ist. Nein, bringt mir ein Argument, warum es nicht er sein kann. Okay? Also, machen wir das jetzt noch einmal von neu. Übrigens, cooles Bandana. Flex, danke. Bruder, ich möchte noch kurz was dazu sagen. Flex, hör zu. Flex, hör zu. Lass uns bitte Jesaja 42 Vers für Vers bitte eingehen. Ich bringe ein Argument für jedes Vers und ihr könnt mir ein Gegenargument bringen. Okay, so machen wir das. Also, Leute, ihr habt gehört, wir lesen jetzt Jesaja, wir gehen auf das ein, was Aki gesagt hat. Okay, Leute, damit die Leute verstehen, ich bin hier komplett neutral. Ich will nur die Sache hier klären, okay? So, Aram, mein Bruder, bitte schlag Jesaja den ersten Vers bitte auf. Bruder Flex, ihr könnt vorlesen, wenn ich euch sage, okay, wenn ich euch sage, okay, also, wer liest vor? Flex, du? Nein, nein. Ich lese. Aram liest vor, aber bevor Aram lesen tut, ganz kurz. Bruder Mohammed, was hast du zu sagen? Zum Beispiel, wo wir gerade bei der Abstammung waren, Abraham, der Ismael stammt ebenfalls von Abraham ab. Richtig. Das heißt, Ismael ist nicht ein eigener Stammvater, falsch. Er ist der Nachfahre von Abraham. Richtig. Und wer ist der, ist der Nachfahre von ihm, Mohammed? Genau, von ihm, Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Das kannst du nachgoogeln, das kannst du nachrecherchieren, das stimmt, was so, der Achim gesagt hat. Wir kommen zu dem gleich wieder zurück. Wir wollen aber bitte auf Aki seine Frage eingehen, okay? Wir wollen respektvoll miteinander sein. Das hört sich so lustig sagen. Was ich gerade selber recherchiert habe. Ja, also, meine Brüder und Geschwister. Milena, bist du auch da? Ja, ja. Okay, Stay Real, bist du auch da? Ja, ich bin da, Bruder. Okay, sehr schön, alle sind da. Aram, bist du da? Ja. Gut, okay, dann lesen wir Jesaja. Aram, ich gebe dir das Go, du darfst lesen. Danke. Seht, das ist mein Knecht, den ich stütze. Das ist mein Erwählter, an ihm finde ich Gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er bringt den Völkern das Recht. Er schreit nicht und lernt nicht und lässt seine Stimme nicht auf der Straße erschallen. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Ja, er bringt wirklich das Recht. Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis er auf der Erde das Recht begründet hat. Auf sein Gesetz warten die Inseln. So spricht Gott, der Herr, der den Himmel erschaffen und ausgespannt hat, der die Erde gemacht hat und alles, was auf ihr wächst. Okay, danke schön. Der den Menschen auf der Erde den Atem verleiht. Ganz kurz. Lass den Aram lesen. Ja, wir haben doch gesagt, wir gehen auf den Vers ein. Okay, gut. Okay. Darf ich kurz was dazu sagen? Aram, lass mal den Aki, er hat gesagt, er stellt dir Vers zu Vers dann eine Frage und darauf gehen wir ein. Ich möchte, dass wir auf Aki seine Sache eingehen. Deswegen, jetzt Aki, jetzt kannst du. Wenn ich was Falsches sage oder sonst irgendwas, dann tut mir bitte den Gefallen, okay? Ich kann nur Argumente bringen und ihr bringt mir Gegenargumente. Wenn ich sage, okay, akzeptiere ich, nehme ich an, so sind alle noch qualifiziert. Wir nehmen jetzt Jesus und Mohammed, okay? Das sind die zwei, die in der Qualifikation noch drin sind, okay? Die beiden sind drin. Jetzt gucken wir, wer disqualifiziert ist und wer qualifiziert ist, okay? Okay, okay. Ich hör mir das Ganze ja an, weil ich bin komplett neutral hier, wie gesagt. Okay, gut. Bruder, Achi. Ja, Bruder. Da heißt es ja, der nicht liest und der nicht schreibt. Wer konnte es von den Propheten nicht lesen und nicht schreiben? Ach ja, stimmt, Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Aber darauf gehen wir jetzt langsam, Darauf gehen wir genau, das ist okay. Das ja. Na, also, die Prophezeiungen, okay? Man kann nehmen, jeder Vers von davon ist eine Prophezeiung, eine Charaktereigenschaft, eine Stammeigenschaft, oder eine Ortsgebung in Jesaja 42. Okay? So, Jesaja 42 ist ja eine Prophezeiung. So. Hier wird gesprochen über den nächsten Prophet, der kommt. So. Also. Es wurde gesagt, die Inseln. Okay? Wer
war für ganz die Inseln zuständig. Ich muss ihn kurz unterbrechen. Weil er hat sich gerade selber widerlegt. Er meinte, der nächste Prophet, der kommen wird, das heißt, seitdem kam ja kein anderer Prophet. Was spielt dann jetzt wieder Isa für eine Rolle? Oh. Ich krieg gleich so einen scheiß Kopfschmerzen. Das ist so faszinierend. Diese Frage habe ich hier fünfmal beantwortet. Ich bin nur Nummer zu hoch, Jungs. Sorry. Ja, ist der real, Digga. Ich hab mir in die Hosen geschissen, Digga. Ich schwör's dir. Mit deinen Argumenten, das ist so faszinierend. Stell nicht jedes Mal eine Gegenfrage, Digga. Und vor allem nicht so eine Frage, die noch nicht mal... Weißt du, deine Frage ist nur Luft. Ich habe sie dir fünfmal beantwortet. Okay, Aki, mach weiter, Aki. Alles gut, ja, aber alles gut. Warum stellt ihr mir eine Frage 50 Mal, die ich ihm wieder beantwortet habe? Vorhin habe ich... Stay real. Hör auf. Der nächste Prophet, das heißt ja, Isa war ja kein Prophet. Der Prophet, der dort gegeben wird, meine Fresse, ey. Ehrlich, anstrengend mit dir, Stay, bitte. Aki, wenn du willst, dann kann ich das kurz erklären. Guck mal, ganz einfach. Isa, der Sohn der Maria, ja, war ein Prophet. Und Allah hat ihn emporgehoben und nach ihm kam Sallallahu alaihi wasallam. Bruder, bitte, ich habe ihm 50 Mal erklärt vorhin. Ja, er weiß das auch. Ja, ich weiß, aber lass mich kurz ausreden. Hier reinzubringen. Bruder, lass mich kurz ausreden. So, Isa wurde von Allah emporgehoben und er wird in der Endzeit wiederkehren. Dann kommt einer, der heißt Ad-Dajjal, der Antichrist. Der wird sehr viel Unheil machen, das habe ich gestern auch hier gesagt, als wir alle live waren. Und der wird ihn machen. Ihr versteht schon, was ich meine. Flex weiß, was ich meine. Und dann wird er mit den Muslimen zusammenleben. Mit den Muslimen, weil jeder Prophet ein Muslim war. Keiner von denen war Christ, keiner von denen war Jude. Sowas gibt es nicht, das kam erst nach den Propheten. Dass die Menschen sie dann daraus gemacht haben, weil sie die Bücher umgeschrieben haben. Die Tora, die Bibel. So, bis auf den Koran, denn Allah hat bei keinen der beiden Bücher gesagt, dass er sie beschützt, erste Sache. Zweite Sache, nur beim Koran hat er auf seine Macht und seine Ehre geschworen, dass es niemand schaffen wird, dieses zu verändern. Und bis heute konnte man den Koran weder widerlegen noch verfälschen. So, das würde ich dazu sagen und damit habe ich deine Argumente alle zerlegt. Fertig. Okay. Kommt die Frage jetzt nochmal stay real oder dann bereite ich mich drauf vor? Bruder, ich hab dir gerade seine ganzen Fragen mit einem einzigen... Ganz ja, ruhig. Nein, lass mich doch mal aussprechen. Er hatte eben gesagt, der nächste Prophet, der kommen wird, hat er das zitiert oder war das aus seinem Mund? Der Prophet, der können wir wieder auf Jesaja kommen, weil wir sind die Sprünge komplett weg. Ja, nett, weil der war ja eben, glaube ich, am Lesen, oder? Oder hat er das eben aus seinem Kopf gesprochen? Das ist ein entscheidender Punkt, Bruder. Das ist ein sehr entscheidender Punkt. Aram, du hast mich falsch verstanden. Isa war, bevor Mohammed geboren wurde, der Prophet. Mein Gott. Und als er, wenn er zurückkommt, ist er kein Prophet mehr, dann ist er der Messias, der Ad-Dajjal. Er ist ja auch im Christentum als der Messias wegen dieser Aktion. Genau. Aber ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Lass uns weitermachen. Also, egal, du hast das eben gehört, Flexer also selber. Du hast das eben ganz gehört. Ganz ehrlich, Mohammed, ihr bringt hier so viel Schmarrn durcheinander, das kann man sich eigentlich gar nicht anhören. Ihr geht auf nichts ein, ihr antwortet nichts. Ihr sucht natürlich nach dem Namen Mohammed in der Bibel, natürlich mit so vielen Buchstaben, wenn wir sie zusammenfügen, Buchstabe für Buchstabe können wir sehr, 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 sehr viele Namen zusammenfügen. Aram, das machen wir jetzt, kein Problem. Bring doch Gegenargumente jetzt. Wir machen das jetzt und dann zeige mir da bitte deine Gegenargumente, okay? Jetzt schau mal her, gut. Okay, ganz einfach. Jetzt hier. Lass mal ganz kurz vorlesen, dann gehen wir. Wir lesen vor. Richtig, okay. Also, okay, Inseln. Was ist mit Inseln? Lasst uns das doch lesen, mit der Ruhe, Bruder. Ja, ich gebe dir gleich auch die Antwort. Inseln sind nicht nur die arabischen Halbinseln, das sind sogar Halbinseln, sind nicht einmal Inseln. Okay? Arabien ist eine Halbinsel, nicht einmal eine richtige Insel, dass du das weißt. Und Inseln sind überall auf der Welt. Das ist nicht nur Arabien. Wie gesagt, Arabien ist eine Halbinsel, okay? Also jetzt hast du, glaube ich, deine Antwort. Okay, ich habe vergessen. Aber Dings... ja, aber das ist nun mal so. Okay, ich habe vergessen. Ja, Israel ist komplett Insel, gell? Hast du recht, Israel ist komplett Insel. Wir reden hier nicht über Israel. Okay, wir reden Israel. Hier okay, über die Prophezeiung. Wo war Jesus? Okay?
Wir reden aber über die Prophezeiung. Genau. Wir reden über die Prophezeiung. Da ist doch Insel genannt. Wir reden hier, schau mal hier, es ist hier eine Prophezeiung über eine bestimmte Person. Okay, weißt du was? Ich schenke dir dieses diese, Argument. Ich schenke es dir. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Und über diese Person, werden hier viele Eigenschaften benannt. So, wir schauen, auf welche Person diese Eigenschaften zustimmen. Deswegen sage ich doch, stimmst du mir dazu oder nicht? Das ist ein ganz einfaches Ding. Jetzt warte, stimmst du mir hier zu oder nicht? Nochmal bitte, Argumente, bitte nochmal. Hier ist eine Prophezeiung über eine bestimmte Person. Richtig. Na? Und in dieser Prophezeiung sind ja einige Punkte über eine bestimmte Person prophezeit worden. Hier bei Jesaja 42. Es ist ja nicht nur ein, sagen wir mal, einmal über diese Person beschrieben, sondern mehrfach, mehrere Eigenschaften sind hier benannt worden. Eigenschaften, Ortsangaben. Richtig, ja. Sind über diese Person benannt worden, oder? Ja. Es ist ja nicht nur eine einzige Sache, sondern mehrere Eigenschaften. Richtig, über diese Person, die ganz kurz, ich muss euch kurz unterbrechen. Also ich gehe jetzt mal auf Jesaja ein. Ich tue ja nebenbei, während ihr euch hier streitet, tue ich ein bisschen lesen. Und ich bin ganz ehrlich, hier geht es um Jesus. Aber okay, ihr könnt weiterreden. Alles okay, gut. Weißt du was, Flex, damit wir es dir einfach machen. Das ist ein schönes Argument, das du gerade genannt hast. Dann bitte bring mir die Argumente dazu. Bring mir bitte Moment, ich will, dass ihr erst zu Ende redet. Redet weiter. Schau mal hier, das mit der Halbinsel ist geklärt, also bitte weiter. Okay, ich wie gesagt, ich schenke dir das mit der Halbinsel. Okay. Lesen wir weiter. Dann 5, oder? So spricht Gott der Herr, der Richtig. Den Himmel erschaffen und ausgespannt hat, der die Erde gemacht hat und alles, was auf ihr wächst, der den Menschen auf der Erde den Atem verleiht und allen, die auf ihr leben den Geist. Ich, der Herr, habe dich aus Gerechtigkeit gerufen. Ich fasse dich an der Hand. Ich habe dich geschaffen und dazu bestimmt, der Bund für mein Volk und das Licht für die Völker zu sein. Blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und alle, die im Dunkel sitzen, aus ihrer Haft zu befreien. Soll ich weiterlesen? Okay, wer hat Gefangene befreit? Jetzt pass auf, okay, wir gehen da drauf ein. Jetzt pass auf. Mhm. Blinde Augen zu öffnen, ne? Gefangene Richtig. Aus dem Kerker zu holen. Richtig? Richtig. Okay, jetzt pass auf. Jetzt kommst du mit, wer hat Blinde geheilt? Verstehe ich, würde ich auch sagen, Jesus, hast du recht. Aha. Okay, blinde Augen geöffnet. Ja? Steht auch im Koran, blinde Augen geöffnet ist den richtigen Weg gewiesen. Ja? Also, beide noch qualifiziert. Machen wir weiter. Okay. Jetzt kommen wir zu. Ganz kurz, ich muss kurz unterbrechen. Sorry. Hat Mohammed Blinde schon mal also geheilt, also Augen geheilt? Eine wichtige Frage. Nein, hat er nicht. Das war nicht seine Aufgabe. Das ist ja das von Jesus. Das ist Nein, ja er hat ihn Jesus ausgelacht, gewesen. Als ein Blinder zu ihm kam. Gottes Segen an alle. Gott segne dich, Bro. Der Einzige, der Blinde heilt konnte. Moment, Jungs, Moment. Achi und Mohammed. Also dieses Argument, dass er, sagen wir mal, das Gesetz gebracht hat, quasi den Menschen die Augen geöffnet hat, ist irrelevant. Wir gehen aber weiter, okay? Das ist kein Argument für mich, dass du sagst, es ist irrelevant. Wenn es für dich eine Irrelevanz, Schaut mal her. Blinde Augen zu öffnen heißt blinde Menschen zu heilen. Das ist deine Interpretation. Das ist deine Interpretation. Und das andere, pass auf, das andere ist deine Interpretation. Stopp, ganz kurz. Jetzt fahren wir weiter. Ganz einfach. Pass auf. Nein. Lass dich nicht zu. Flex. Achi, du sagst, das ist deine Interpretation. Und das andere ist aber deine Interpretation. Ja, jetzt gehen wir wieder weiter. Warte. Aram und Aki, ganz kurz. Lass mich doch mal dieses. Nein. Ich will kurz was sagen. Moment. Das ist anstrengend, wenn man jedes Mal eine Zwischengrätsche kriegt, gell? Ja, warte doch kurz. Also, wer die deutsche Sprache versteht, hat den Vers eigentlich verstanden, was es heißt, Blinde den Augen zu öffnen. Das versteht jeder. Da müssen wir keine verdrehen das Wort. Das steht hier klipp und klar, was damit gemeint ist. Wer Deutsch versteht, richtig. Jetzt bringe ich dir mal ein Argument, okay?
jeder von uns kennt das Gefühl wahrscheinlich. Man war in einer falschen Beziehung, dann ist dein bester Freund zu dir gekommen und hat zu dir gesagt, ey, das hat nichts mit falschen Beziehungen zu tun, geh zum Augenöffner, Bruder. Dann kommt er zu dir und sagt zu dir, nee, das ist falsch und was weiß ich was. Irgendwann fällst du auf die Fresse und sagst am Ende trotzdem zu deinem besten Freund, ey, Digga, ich war so blind vor Liebe, du hast mir die Augen geöffnet. Hör auf mit dem Scheiß. Ich sag, jeder hat seine eigene Interpretation. Lass uns auf den nächsten Vers eingehen. Okay, I'm done. Auf den nächsten Interpretation. Wer Deutsch versteht, kennt auch Sprichwörter. Bruder, bitte nimm's nicht falsch. Bruder, versteh das nicht falsch. Aber ich verstehe Deutsch sehr. Okay, Punisher. Okay, ich gebe dir, weißt du was, ich gebe dir dieses Argument. Ich sag dir noch einmal, wenn jemand zu dir kommt und du sagst, boah, Bruder, Digga, du hast mir die Augen geöffnet, weil du gerade dabei warst, in eine falsche Richtung zu gehen. Du hast mir die Augen geöffnet, ich habe vergessen, du warst blind. Du bist bestimmt in einem Blindenstock rumgelaufen. Alles klar, ist in Ordnung, wir gehen weiter. Ich versuche es doch nur zu erklären. Flex, bitte, ganz kurz. Ja, also wir halten hier fest jetzt, das ist eine Prophezeiung über eine bestimmte Person, wo einige Eigenschaften über ihn beschrieben werden. Das halten wir doch fest. Das ist ja auch richtig, oder? Einige Eigenschaften, ja, oder einige Dinge, die er vollbracht hat oder vollbringen wird, ja. Richtig. Amen. Ja. So. Ich bin Yahweh, das ist mein Name. Ich überlasse die Ehre, die mir gebührt, keinem anderen, meinen Ruhm nicht den Götzen. So. Was sagst du dazu? Ja, wer ist Yahweh? Wer ist Yahweh? Das ist Gott. Ja, okay, also spricht hier Gott. Mhm. Okay, weiter. Nein, jetzt warte. Ich meine, das ist doch auch eine Eigenschaft, wo über diese Person eigentlich zusagen muss, oder? Ja. Er überlässt, schau mal her, er sagt, ich überlasse die Ehre, die mir gebührt, keinem anderen, oder? Ja, keinem anderen Gott. Jetzt pass auf. Oder keinem anderen sozusagen, wie wenn man sagt, jetzt lesen wir in Johannes 5. Lass mal Johannes. Wir kontrollieren hier. Wir wollen doch wissen, wieso diese Eigenschaften zu dieser Person passen müssen. Jetzt pass auf. Wir lesen jetzt hier in Johannes 5, Vers 23. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Weißt du, was das heißt? Sag's nochmal bitte. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Das ist das Gleiche. Okay, weißt du was? Du hast recht. Aram, du hast recht. Das ist das Gleiche wie im Koran. Ja? Wer den Propheten Mohammed nicht ehrt, ehrt auch Allah nicht. Wo steht es? Gesandt hat. Das ist genau das Gleiche, bitte. Ja, wo steht es? Wo steht es im Koran? Hol ich dir gleich raus, wenn du willst. Ich bin gerade auf dem Balkon. Okay, weiter. Ja, hol mal bitte. Wir machen weiter, bitte. Lies doch den nächsten Satz. Der ist doch auch wichtig. Der gehört doch nicht. Der Vers ist das. Ich habe euch gerade unterbrochen. Während er das holt. Ich habe nur eine Frage, Leute. Wieso habt ihr gerade meinen Namen erwähnt? Ja, fit. Wieso hast du mich erwähnt, wenn du mit denen redest? Ja, fit. Hör auf damit! Achi, ich geh wieder runter, ich höre euch zu. Gib mir den Vers und die Seite, ich habe den Koran gerade hier. Warte, gib mir eine Sekunde. Okay, Dings, ich hol's jetzt raus, ich such's raus, macht so lange weiter. Nächster, Dings, geht direkt auf den nächsten Vers, der gehört ja auch dazu. Seht, das Frühere ist eingetroffen, Neues kündige ich an. Noch ehe es zum Vorschein kommt, das mache ich... Das Frühere ist eingetroffen. Was ist gemeint mit das Frühere? Ja, klär uns auf, Achi. Ich meine, wir sind hier ein bisschen... Die früheren Verzeihungen, okay. die 10 Gebote und. Also all das, was früher war. Okay? So, jetzt bringt er was Neues. Wer hat was Neues gebracht? Hä? Wer hat was Neues gebracht? Unser Prophet. Jesus hat das Evangelium gebracht. Wann hat er ein Buch gebracht? Hat er ein Buch gebracht? Ja, das okay. Injil. Oder ist es kein Buch? Aram.
Ist Injil ein neues Buch? Aram, oder? Aram, ich frage dich noch einmal, wer hat was Neues gebracht? Hat Jesus irgendwelche neuen Gesetze gebracht? Ja. Welche neuen Gesetze? Du sollst deinen Feind lieben. Das, das ist ein Gesetz. Gehört das wie zu den 10 Geboten? Die 10 Gebote sind schon im Alten Testament. Hat Mohammed neue Gebote gebracht? Oder was willst du jetzt damit bezwecken? Die 10 Gebote sind doch schon im Alten Testament etabliert. Okay, wer hat was Neues gebracht? Ich frage noch einmal. Hat Mohammed sallallahu alaihi wasallam nichts Neues gebracht? Den Koran zum Beispiel? Nein. Nichts Neues. Der Koran, pass auf, mein Lieber, der Koran hat sehr viele Abschriften aus der Bibel und aus dem Testament und aus dem Talmud. Also ist es nichts Neues. Wow, wie witzig, Digga. Liegt vielleicht daran, dass Allah genau sagt, dass der auch die Bibel gebracht hat. Dass er auch genau die Gesetze gebracht hat für Moses. Dass auch alle anderen Propheten von Gott geschickt wurden. Also bitte, natürlich bringt er auch dann genau das Gleiche. Du, was für ein Argument zu sagen, das liegt daran, viele Dinge stehen auch in der Bibel. Achi, ganz kurz. Warte mal, alle beide. Ganz kurz, Jungs. Ich möchte kurz was dazu sagen. Also du, Mohammed, ganz kurz. Ihr sagt hier, seht, das Frühere ist eingetroffen, Neues kündige ich an. Jetzt pass auf. Also dein Mohammed hat tatsächlich etwas Neues gebracht. Ich kann dir auch sagen, was. Der hat die 10 Gebote gebrochen, somit zunichte gemacht. So, jetzt kommst du. Ist ja was Neues. Dass er die 10 Gebote abgeschaffen hat. Es ist was Neues. Es ist doch prophezeit, meine Fresse. Aber der hat die 10 Gebote abgeschaffen. Das ist etwas Neues, wo eigentlich im Widerspruch steht gegenüber Gott. Warum? Weil die 10 Gebote Gott etabliert hat und eingesetzt hat als Rechtleitung für die Menschen. Okay, haltet ihr euch alle an die 10 Gebote? Oder sind die irrelevant? Nein, die sind nicht irrelevant. Wir sollen uns da an die halten. Okay. Und Mohammed hat sie alle gebrochen. Okay, ganz kurz. Mohammed hat sie alle gebrochen. Ja. Okay, haltet ihr euch an alle 10 Gebote? Wir sollen uns an denen halten. Es gibt nicht viele Menschen, die halten sich. Pass auf, es gibt Menschen tatsächlich im Christentum, das sind die Heiligen, die haben sich daran gehalten, ja. Okay, du bist doch ein Christ, Aram. Wir sind alle Sünder. Wir sind alle Sünder vor Gott. Es gibt keinen perfekten Menschen. Richtig, wollte ich gerade sagen. Kein Mensch ist perfekt. Richtig, habt ihr auch natürlich recht. Ist auch natürlich richtig so. Jetzt schweifen wir wieder ab mit diesem, wir sind nicht aber perfekt. Aber die Propheten, du versuchst einfach den arabischen Messi zu machen. Das sagen die heiligen Menschen. Aber ganz kurz. Aber Aki, warum wirst du jetzt persönlich? Das verstehe ich gerade nicht. Ich werde nicht persönlich. Wir machen das ganz einfach. Ich hole die 10 Gebote raus. Nein, du wirst persönlich, Bruder. Nein, ich werde nicht persönlich. Okay. So, erstes Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht andere Götter haben neben mir. So, jawohl. Das ist das erste Gebot, daran haltet ihr euch natürlich, ja? Ja. Okay, ist ja auch voll und ganz legitim, das glaube ich euch auch. So, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. So, du sollst den Feiertag heiligen, okay? So, du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, ja, wider deinen Nächsten, ja? Okay, so, lass dich nicht gelüsten deine nächsten Weibes, ja? Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, Hof, Vieh und alles, was sein ist, ja? Okay. Das ist das, was er gebracht hat, ja? Das ist das, was Moses gebracht hat. Eigentlich heißt es, du sollst nicht morden, aber macht ja nichts. Das kommt ja auch, das ist auch okay. Nicht töten. Das passt schon. Du sollst nicht morden oder nicht töten, ist doch das Gleiche. Nein, eben nicht. Okay, jetzt machen wir Erbsenzählen. Alles klar, kein Problem. Also wenn du aber ist ja wurscht. Wir können es ja auch so stehen lassen. Tötest, hast du nicht Mord begangen. Bitte? Also wenn du jemanden tötest, hast du nicht Mord begangen, Aram. Es kommt drauf an eben. Das kann man unterscheiden. Was? Das ist das ein und dasselbe, wenn jemand gemordet. Nein, Mohammed, schau mein Lieber, schau mal her. Mord ist, wenn man Morden heißt, aus eigenen Lust, aus eigenen Trieben, irgendjemanden tatsächlich aus Lust und Laune Morden. Zu töten. Das ist Morden. Und pass auf, aber wenn ich jemanden töte, durch einen Unfall oder durch Selbstverteidigung, dann ist das kein Mord.
Dankeschön, das hat er sehr gut erklärt gerade. Der Justiz ist das Böse, Digga. Fangen wir doch gar nicht an, Erbsen abzählen. Ja, bitte. Ob du jemanden getötet hast wie heißt das? Aus Selbstverteidigung. Du hast trotzdem getötet. Das ist aber kein Mord. Du hast, Aki, du hast nicht verstanden, worauf Aram hinaus möchte. Okay, töten und morden sind zwei verschiedene Sachen. Warum? Wenn jemand jemanden aus Versehen tötet oder ihn überfährt, er hat ihn getötet. Morden ist einer, der das aus Gier, aus Lust es tut. Deswegen tut er morden. Verstehst du das jetzt? Ja, verstehe ich. Alles gut. Gebe ich euch. Okay. Okay. Ich möchte noch kurz was sagen, Achi. Zum Beispiel, wir waren ja bei den Büchern. Wisst ihr eigentlich, Allah sagt im Koran, er hat die Bibel und die Tora mit in den Koran reingenommen. Das heißt, das Originaltestament, die Bibel, bevor diese beiden Bücher von den Menschen... Zeig mir die Sure, bitte. Zeig mir die Sure im Koran. Oh, ich müsste dich raussuchen, ich weiß sie nicht aus dem Kopf. Das steht nicht so drin. Es steht im Koran tatsächlich drin, dass diese Schriften nicht verfälscht werden können. Nein, Aram, das stimmt nicht. Falsch. Der Koran kann nicht verfälscht werden. Achi, ich will das erklären. Das ist nichts falsch, Aram. Guck mal, Allah sagte im Koran, ja, ich habe nie geschworen, die Bibel oder die Tora zu beschützen. Aber... Als er den Koran Wo steht das im Koran? Lass mich ausreden. Dann akzeptiere ich das. Warte, ich müsste den Vers raussuchen, aber hör mir erstmal zu, bitte unterbrich mich nicht. Er hat gesagt, er hat weder die Bibel noch die Tora beschützt. Er hat nie versprochen, sie zu beschützen. Aber als er den Koran herabgesandt hat, hat er geschworen auf seine Macht und seine Ehre, dass es niemand jemals schaffen würde, den Koran zu verfälschen. Und jetzt sage ich dir mal was Interessantes. Hunderte Leute, tausende Leute haben schon versucht, den Koran zu widerlegen, sind gescheitert. Haben versucht, den Koran zu verfälschen und sie sind bis heute gescheitert. Ach, habe ich recht oder habe ich recht? Okay, und jetzt Allah damit Kraft, die Bibel zu bewahren und musste den Koran schicken? Weil er nie geschworen hatte, sie zu beschützen. Das waren die Menschen, nicht er. Er hat damit doch nichts zu tun, wenn die Menschen sein Wort einfach verändern. Ganz war die Menschen als Allah? Konnte Allah seine Schriften vorher nicht bewahren? Er wollte sie nicht bewahren, weil das eine Prüfung vorher war für die Menschen. Diese Bücher waren eine Prüfung. Erstens wurden sie gesandt wie der Koran als eine Rechtleitung und eine Anleitung für die Menschen. Erste Sache. Zweite Sache, er hat nie geschworen, sie zu beschützen. Das ist das Wichtigste. Warum sollte er die beschützen? Er hat alles schon vorherbestimmt. Er wusste das alles schon. Aber dieses Leben ist eine... Du hast recht, Bruder. Ganz kurz. Wir schweifen aber wieder ab, sonst kommen wir wieder auf 50 Themen. Ganz kurz. Ja. Wir kommen jetzt nochmal zurück zu den anderen Dingen, die ja wichtig sind. Ne? Zum Beispiel, was ist mit dem Sabbat? Haltet ihr den Sabbat? Bleiben jetzt bei einem Thema. Spring nicht immer von Vers zu Vers, bitte. Wir sind doch gerade von diesem Thema abgeschweift. Das ist doch der Punkt. Ich war doch gerade bei dem Thema. Milena, ja, wir waren aber nicht beim Sabbat, aber okay, egal. Sag. Wir waren bei neuen Dingen bringen, da waren wir gerade. Wir sind immer noch bei Jesaja 42 und ich habe keinen Bock, jedes Mal woanders hinzuspringen. 42, genau da waren wir. Es wird ja gesagt, etwas Neues bringen. Haltet ihr euch an den Sabbat? Wir bleiben nicht beim Sabbat, Entschuldigung. Wir bleiben jetzt bei Jesaja, wie du sagtest. Ich habe Fragen gestellt. Ich weiß nicht, Milena, warum du jedes Mal... Wir halten uns tatsächlich an den Sabbat, ja. Ihr haltet den Sabbat? Ja. Okay, wieso höre ich von jedem Christen, nein, der Sabbat gilt nicht für uns, wir haben den neuen Bund? Richtig, weil Jesus ihn statt Samstag auf den Sonntag gemacht hat. Weil er am Sonntag auferstanden ist, wurde dann der Sabbat bei uns auf Sonntag. Von Jesus oder von den Menschen? Von Jesus durch seine Heiligen, ja. Jesus hat gesagt, der Sabbat ist am Sonntag, weil ich auferstanden bin am Sonntag. Seine Heiligen haben das entschieden, das ist sein Wille, ja. Okay. Deswegen gehen wir sonntags zur Kirche. Es ist der Sabbat halten. Das ist Sabbat halten, ja. Das ist Sabbat halten. Ja. Okay, gehen wir nicht weiter drauf ein, alles klar. Ihr habt ja. Sehr, sehr viel Ahnung. Aber schau mal, Achi, da du das ja so wirklich klar genau nehmen willst, warum habt ihr dann den Sabbat am Freitag anstelle von Samstag so gesehen?
Was ist das für ein Ding? Er wird was für Neues bringen. Jetzt hast du wieder deine Antwort. Haltet ihr euch nicht an den Sabbat, weil wir haben eine Erklärung, weil Jesus am Sonntag auferstanden ist. Okay, deswegen ist wurde, voll und ganz in Ordnung. Wurde der Sabbat auf Sonntag übertragen. Fertig. Hast du recht? Nehme ich an. Ganz kurz, Brian, stumm mal den Chat, bis wir 40.000 Likes haben, Brian. Weil die Leute liken gar nicht mehr. Die sollen liken und dann passt es. Stumm mal den Chat. Die ganze Zeit im Chat. Also du hast mir jetzt gerade eine Erklärung gegeben, die nehme ich auch an. Die nehme ich wirklich an. Wirklich. Und ich respektiere diese Erklärung. Wenn du sagst, dass das so ist, hinterfrage ich nicht. So, ich sage dir aber, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat etwas Neues gebracht. Und das ist ein Argument für Muhammad. Darf ich ganz kurz auf etwas anderes kurz eingehen? Darf ich das einblenden? Geht ja, das ja na klar. Das sind 2 Minuten. Nimmst du das an, was ich dir gesagt habe? Das sind 2 Minuten. Ja, er nimmt es an. Er nimmt es an. Pass auf. Jetzt, wie mache ich die Kamera an? Das habe ich total vergessen, du. Du musst kurz auf dein Bild und dann links oben ist die Kamera. Pass nur auf, dass die Kamera nicht in deine Richtung geht. Links oben? Links oben, glaube ich, soweit ich weiß. Warte mal. Ja, links oben. Und dann kannst du die daneben, neben der Kamera, kannst du die auch drehen. Wenn du auf dein Bild klickst. Und dann gehst du auf Speichern. Ah, okay. Super, danke, Jungs. Kein Problem. Ganz kurz. Schaut mal her, Jungs. Das ist Sure 3 Al-Imran, Ayah 78. Wir gehen zum Tafsir gleich rüber, dann machen wir es kürzer. Okay? Das ist dann Ibn Kathir. Ich glaube, den akzeptiert ihr, oder? Ibn Kathir, Bruder, was sagst du? Ja, Ibn Kathir. Ja, er ist einer der größten Gelehrten, soweit ich weiß. Okay, gut. Jetzt pass auf. Der sagt zu dieser Sure und Ayah, das ist der Tafsir. Und tatsächlich gibt es unter ihnen eine Partei, die das Buch mit ihren Zungen verfälscht, so dass ihr denken könnt, es sei aus dem Buch, aber es ist nicht aus dem Buch. Und sie sagen, es ist von Gott, aber das ist nicht der Fall aus dem Buch. Er ruft Gott an und sie lügen gegen Gott, obwohl sie es wissen. Gott, der Allmächtige, erzählt uns von den Juden. Möge Gottes Fluch auf ihnen liegen, dass es unter ihnen eine Gruppe gibt, die Worte von ihrem richtigen Platz verdreht und das Wort Gottes verändert und es von dem entfernt, was damit gemeint ist, um etwas zu machen. Die Unwissenden glauben, dass es im Buch Gottes als solchem steht und schreiben es Gott zu, was eine Lüge gegen Gott ist. Und sie wissen aus sich selbst, dass sie gelogen und verleumdet haben. In all dem, und deshalb sagte er, und sie lügen über Gott, obwohl sie es wissen. Also, und Mujahid al-Subhi, al-Hassan, Qatada und al-Rabi bin Anas sagten, sie verfälschen das Buch mit ihren Zungen und verfälschen es, so überlieferte al-Bukhari mit der Autorität von Ibn Abbas, sie verfälschen und lügen und fügen hinzu und niemand in der Schöpfung Gottes entfernt den Wortlaut eines Buches aus den Büchern Gottes. So, wir halten hier fest. Weiter lesen. Ja, wir lesen gleich weiter. Und niemand in der Schöpfung Gottes entfernt den Wortlaut eines Buches aus den Büchern Gottes, sondern sie verfälschen ihn, sie interpretieren. Hä, was war jetzt? Vielleicht bist du falsch draufgekommen, keine Ahnung. Ups, ich war aus Versehen, das war mein Fehler jetzt. Oh. Flexer. Mach ihn nochmal raus. Oh mein Gott, was habe ich denn gedrückt? Das war jetzt mein Fehler. Jetzt. Ich möchte kurz was darauf eingehen. Warum? Ganz warte, wo bin ich jetzt? Warum sieht man mich nicht? Man sieht dich jetzt, aber du hängst gerade. Muss nochmal neu anmachen. Okay. Ja. Jetzt. Okay. Flex, du bringst mich ja in Verlegenheit. Alles gut, nichts passiert. Hast du das mit Absicht gemacht? Willst du mich irgendwie diskreditieren oder aus dem Konzept bringen? Nein, einfach nichts. Sie verfälschen und fügen hinzu und niemand in der Schöpfung Gottes entfernt den Wortlaut eines Buches aus den Büchern Gottes, sondern sie verfälschen ihn, sie interpretieren ihn auf eine andere Weise als seine.
Deutung Wah bin Munabih sagte, die Tora und das Evangelium, wie Gott sie offenbarte, wurde nicht ein einziges Wort davon geändert, sondern sie geraten durch Verzerrung und Interpretation in die Irre und es sind Bücher, die sie aus eigenem Antrieb geschrieben haben. Und sie sagen, es ist von Gott, aber es ist nicht von Gott. Was die Bücher Gottes betrifft, so bleiben sie erhalten und können nicht verändert werden. Also hier wird jetzt dreimal absolut darauf hingewiesen, kein Mensch kann das Wort Gottes verändern. Ne? Es wurde von Ibn Abi Hatim überliefert, wenn Wahb bedeutete, was sie davon hatten, dann besteht kein Zweifel daran, dass es Ersetzungen, Verzerrungen, Hinzufügungen und Entfernungen beinhaltete. Was die Arabisierung dieser Szenen auf Arabisch betrifft, so enthält sie einen großen Fehler, viele Additionen und Subtraktionen und eine obszöne Täuschung. Es geht darum, die arabisierte Bedeutung zu interpretieren und das Verständnis vieler von ihnen, der meisten von ihnen und sogar alle von ihnen ist korrupt. Wenn aber die Bücher Gottes meinte, die seine Bücher von ihm sind, dann sind sie, wie er sagte, erhalten und nichts ist in sie gelangt. So, das ist Ibn Kathir über Sure 3, Vers 78, der Tafsir. So, meine Lieben, jetzt wissen wir hier laut Ibn Kathir, dass die Tora und das Injil niemand hat verfälschen können und sind nicht verfälscht. Okay. Eine schöne Sache. Ja. Jetzt können wir weiter fortfahren, liebe. Okay, jetzt kommen wir jetzt immer noch zurück auf das Thema mit dem Neugebracht. Also wie gesagt, du hast mich gerade gefragt, Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam hat das auf Freitag. Wir gehen freitags in die Moschee und alles. Ja, ist richtig, genau. Also alles gebracht. Er hat auch den Koran gebracht. Das ist ein neues Buch. Ja. Und nicht die Tora. Okay, weiter. Wir gehen weiter. Also so. Zu dem hast du jetzt nichts zu sagen, Bruder Aki? Das ist wieder über die Verfälschungen der Bücher können wir ist wieder ein anderes Thema, aber wir machen hier weiter. Okay. Seht, das Frühere ist eingetroffen, Neues kündige ich an. Noch ehe es zum Vorschein kommt, mache ich es euch bekannt. Richtig, also sozusagen bevor es passiert, ist hier die Prophezeiung in Jesaja 42. Mhm. Okay. Die Bewohner von Sela sollen singen vor Freude und jubeln auf den Gipfeln der Berge. Dankeschön. Wo ist Sela? Ganz ehrlich. Sela? Moment, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Okay, gucken wir nach. Schauen wir nach. Hast du einen Laptop bei dir, Flex, oder kannst du das irgendwie nachschauen? Nee, in einem anderen Raum, aber da schlafen alle, deswegen ich will da jetzt niemanden stören. Moment, Sela, kümmer, ich habe ja ein zweites Handy. Moment. Ja. Okay. Wo lag die Stadt Sela im Alten Testament? Aber eigentlich steht es hier, Moment. Während Aram sucht, möchte ich noch was hinzufügen. Mohammed wird ja auch im Koran in Sure 157 heißt ja, die dem Gesandten, den schriftkundigen Propheten folgen, den sie bei sich in der Tora und im Evangelium geschrieben haben. Und Mohammed behauptet ja auch von sich selbst in der Sahih al-Bukhari 2.1.2.5, dass er in der Tora erwähnt wird. Jetzt ist meine Frage, ist denn überhaupt Jesaja die Tora? Steht Jesaja in der Tora drinnen oder nicht? Meine Frage, ist Jesaja in der Tora oder nicht? Okay, bitte. Sag bitte den Satz nochmal, den du eben gesagt hast. Also nicht die Frage, sondern wiederhol nochmal, wo er geschrieben wird, wo er gesagt hat oder wo er von sich behauptet wird. Sure 7. Nee, ich weiß, was du meinst, ich weiß, aber wo hat er behauptet, also was hat er behauptet, wo er drin steht? Er macht Takir, versucht zu dribbeln gerade. Ich versuche überhaupt nichts zu dribbeln. Bitte lass so dumme Argumente jedes Mal. Flex, bitte versteh mich nicht falsch, aber wenn der Real die ganze Zeit irgendwelche dummen Kommentare reinhaut und nichts bringt, was dem hier irgendwie bringt, dann bringt das hier gar nichts. Es ist jedes Mal bei Steril die ganze Zeit. Ich war die ganze Zeit still. Hör auf, mir irgendwelche Vorwürfe zu machen. Ich war die ganze Zeit still. Sie hat eine kurze und knappe Frage gestellt und du sagst auf einmal, du hast sie nicht verstanden. Richtig. Nee, also, ich habe nicht gesagt, dass ich sie nicht verstanden habe. Leg mir nicht Worte in den Mund, die ich nicht gegeben habe. Lass das sein. Was willst du dann von mir genau wissen? Ich möchte wissen, was hat doch mal der Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt, wo er drinnen steht?
Er hat das gesagt in Sahih al-Bukhari 2.1.2.5, behauptet Mohammed, dass er in der Tora erwähnt wird. Steht da nur Tora? Richtig. Hier steht nur Tora. Richtig. Und jetzt ist meine Frage, ist Jesaja in der Tora oder nicht? Genau, im Koran 757 wird von Tora gesprochen, dass er da erwähnt wird, der Prophet. Jetzt ist meine Frage, Jesaja in der Tora? Halt dies nochmal. Ich hab's, Bruder. Ari, 125. Sura 7, Vers 157, war das? Ja. Okay, blende das mal hier ein, dass wir das auch sehen. Ich, Mohammed, ich habe dich groß gemacht. Dunkel, das ist das Problem. Mach Licht an. Warte. Weil wir wollen auch mitlesen. Weil wenn ganz kurz, während der Bruder das gerade macht, Aram. Ja. Hast du herausgefunden, wo Sela ist? Es sind viele Sachen hier, aber es heißt eigentlich in Jordanien. Richtig, südlich von Israel soll das sein. Ja, in Edom. Sura 7, Vers 157. 57, ja. Zu Sela kommen wir auch gleich, kleinen Moment. Ja. Okay, hier kann man das lesen. Die dem Gesandten, dem schrifterkundigen Propheten folgen, die sie bei sich in der Tora und im Evangelium. Dankeschön. Deswegen mag ich das nicht, wenn man halbe Sachen vorliest. Dankeschön. Das heißt, er wird im Evangelium und in Dankeschön. Der Tora erwähnt. Das heißt, in beiden, so wie der Bruder gesagt hat. Okay, hat deswegen habe ich ja gesagt, bitte nochmal den Satz vorlesen. Ganz kurz, Bruder, ganz kurz. Milena, guck mal. Ich habe dich explizit nochmal gefragt, wo er noch außerhalb der Tora. Und du hast gesagt, die Tora. Dann habe ich gesagt, nur in der Tora, hast du gesagt, ja. Jetzt steht hier Evangelium. Also frage ich dich, warum du nur halbe Sachen wieder hinzufügst. Ja. Jetzt mit meiner Frage. Okay, lassen wir es auch beim Evangelium. Ihr könnt es ja lesen. Ich habe ja den. Frag dich, warum du nur halbe Sachen jetzt hinzufügst. Ja, du hast. Eins nach dem anderen, Leute. Eins nach dem anderen. Absichtlich hast du das gemacht. Ich habe dich absichtlich gerade gefragt. Nein, ja, ich weiß. Deswegen sage ich, Stil, hör auf dumme Sachen hinzuzufügen. Vom nicht beleidigen, langsam, Leute, einfach, wenn Milena kommt nicht mal zu Wort. Er hat einen dummen Satz gesagt. Ich möchte kurz was dazu sagen. So. Dankeschön, Bruder. Ich brauche gar nichts sagen. Warte mal, Milena. Du hast gesagt, er wird nur in der Tora erwähnt. So, dann hat der Achim gesagt, ich soll das nachschlagen. Ich habe es nachgeschlagen. Hier steht, dass er in der Tora und im Evangelium aufgeschrieben zu finden ist. Ja, Was ändert das mit der Fragestellung? Wenn ich frage, ist Jesaja in der Tora? Jesaja in der Tora? Das ist meine Frage. Ob jetzt Evangelium da steht oder nicht. Ich beziehe mich explizit auf die Tora. Milena, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es auch in der Tora. Ich kenne die Prophezeiung von dir. Hier steht auf jeden Fall, dass er in der Tora und im Evangelium. Richtig, deswegen bringe ich euch das extra aus dem Evangelium. Es ist egal. Okay, ganz kurz, stopp, Leute, stopp. Milena, deine Verbindung ist richtig schlecht. Kannst du, hast du Kopfhörer oder so, Milena? Nein, hörst du mich jetzt? Jetzt hören wir dich besser, ja. Okay, es ändert ja nichts an meiner Frage. Meine Frage, steht Jesaja, wo angeblich Mohammed prophezeit wird, in Jesaja 42, steht Jesaja in der Tora, ja oder nein? Ob jetzt im Koran Evangelium noch dabei steht, spielt ja bei meiner Frage keine Rolle. Absolut nicht, ich beziehe mich nur auf die Tora. Richtig. Eben, also ist Jesaja in der Tora, ja oder nein? Aber im Evangelium, jetzt hast du deine Antwort, meine Fresse. Nein, ich möchte wissen von dir. Stell das nicht so hin, als wäre dieses Akku. Nein, du brauchst mir nicht die Worte. Ich frage dich einfach nur ja oder nein. Nein. Ist Jesaja in der Tora? Nein, es ist im Evangelium, meine Fresse. Tu nicht so, als hätte man explizit nur Tora gesagt. Okay, ich tue jetzt kurz mal unterbrechen, alle ganz kurz unterbrechen, weil so funktioniert es nicht. Also Leute,
die Aki, Milena hat ganz normal gefragt, ob das in der Tora steht, okay? Sie will nur eine Antwort, mehr nicht, okay? Und bitte Leute, respektiert das. Jetzt haben wir die 40.000 ich Likes. Ich habe eine Antwort gegeben. Die Antwort ist, sie tut gerade so, als wäre das ein VIP-Status, als hätte er gesagt, nur in der Tora, okay? Er hat aber auch gesagt im Evangelium, es ist irrelevant, ob Jesaja in der Tora oder im Evangelium steht. Ich bin noch nicht fertig, Milena, bitte ganz kurz. Also noch einmal. Aram, deine Kamera ist an, ne? Wir haben ihn schon gesehen. Aram, Achtung, deine Kamera ist an. Aber was ich sagen will, ja, dass die Jesaja sind aus dem Alten Testament. Aus dem Alten Testament. Moment, ja. Ich frage, wenn wir schon alles richtig machen wollen. Frage, nein, du ignorierst meine Frage nicht, denn Jesaja steht nicht in der Tora. Also hat der Koran, was Falsches gesagt. Mach mal ganz kurz. Jesaja steht im Evangelium, aber ich bin nicht in der Tora. Alle beide kurz stummen, weil so funktioniert das nicht. Dieses ganze, die ganze Zeit dazwischen reden und so. Jesaja steht nicht in der Tora und das gar nicht, also zumindest das, was ich laut meinem Wissensstand, steht ja nicht in der Tora drin. Aber okay, wir gehen trotzdem ein bisschen. Aber dafür im Evangelium. Ihr könnt es nehmen, wie ihr wollt. Hört auf, sag mal, wo genau im Evangelium Mohammed steht. Wo steht im Evangelium Mohammed? Im Injil. Zeigt es uns. Gesprochen wird. Was verstehst du daran nicht? Wo über ihn gesprochen wird? Wo über ihn gesprochen wird? Wo er prophezeit? Wo denn? Zeig es doch mal im Injil. Wir reden doch gerade über Jesaja 42. Jetzt warte doch mal. Richtig, aber Jesaja 42 ist nicht in der Tora. Mein Gott, du bist wirklich und anstrengend. Mohammed, nein, ich bin nicht anstrengend. Aber im Mohammed, aber ja, wo im Evangelium? Wo denn? In Jesaja 42. Da steht in Jesaja 42 ist doch nicht Evangelium. Oh mein Gott. Bitte, das ist nicht die Tora, auch nicht. Deswegen frage ich dich, was steht in der Tora? Welche Bücher sind in der Tora? Was ist das Evangelium? Okay, jetzt eine andere Frage. Ganz kurz, liebe Leute, schaut mal her. Sela ist eine Felsenstadt, wurde im Alten Testament eine Stadt in Edom, Jordanien. Edom ist auch Israel gewesen, dass wir das festhalten. Okay, liebe Leute, also hier ist die Stadt da bezeichnet, okay? Gut, okay, Aki. Aber Aki hat gesagt, es wäre in Arabien Insel. Nein, wir machen weiter. Ich habe nicht gesagt, dass es eine Insel ist. Das habe ich nicht gesagt. Aki! Ich habe nicht gesagt, dass es eine Insel ist. Hör auf. Du sagst nichts. Dass du sagst, dass ich gesagt hätte auf einer Insel. Das mit der Insel, das hatten wir Verse davor gehabt. Nimm's mir nicht übel, Aki, aber du hast gesagt, das ist eine. Egal, ich sage jetzt gar nichts. Okay, nein, Aki. Der nächste Vers davor, bevor wir das Thema jetzt wieder geöffnet haben mit Jesaja. Okay? Also gut, da weiter. Da habe ich gesagt Insel. Aber wir kommen jetzt darauf. Der nächste Vers, da habe ich gesagt. In Medina, okay? Okay, alles jetzt gut. Jetzt machen wir weiter. Die Bewohner von Sela sollen singen vor Freude und jubeln auf den Gipfeln der Berge. Sie sollen die Herrlichkeit des Herrn verkünden, seinen Ruhm auf den Inseln verbreiten. Der Herr zieht in den Kampf wie ein Held. Er entfacht seine Leidenschaft wie ein Krieger. Er erhebt den Schlachtruf und schreit. Er zeigt sich als Held gegenüber den Feinden. Ich hatte sehr lange geschwiegen, ich war still und hielt mich zurück. Wie eine Gebärende will ich nun schreien, ich schnaube und schnaufe. Die Berge und Hügel dörre ich aus und lasse ihr Gras völlig vertrocknen. Flüsse mache ich zu festem Boden und Teiche lege ich trocken. Blinde führe ich auf den Wegen, die sie nicht kennen. Auf unbekannten Pfaden lasse ich sie wandern. Die Finsternis vor ihren Augen mache ich zu Licht. Was krumm ist, mache ich gerade. Das sind die Taten, die ich vollbrachte, und ich lasse davon nicht mehr ab. Alle müssen weichen und werden beschämt, die auf Götzenbilder vertrauen, die zu gegossenen Bildern sagen, ihr seid unsere Götter. Hm. Weißt du, was zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam passiert ist? Sie hatten überall in der Kaaba Götzen. Und wer hat sie zerstört? Ach ja, stimmt, unser Prophet war das, der sie alle zerstört hat, die ganzen Götzen. Und daraufhin hat er gesagt, diese können sich nicht mal selber beschützen. Wie wollen sie dann euch beschützen?
Okay, ganz kurz. Und zwar begrüßen wir erstmal Sonnenbank Flavor und Christ. Ich hoffe, euch geht's super gut. Gottes Segen. Ja, und Gottes Segen euch auch. Gottes Segen. Sonnenbank Flavor, was hast du zu sagen, mein Bruder? Weil wenn die Neuen reinkommen, lasse ich die Neuen reden. Ansonsten kommen die Neuen nie zu Wort. Jetzt. Ja, ich wollte nur mal kurz aufklären, was Tora und Evangelium sind. Weil Tora sind die 5 Bücher Mose. Und das Evangelium ist halt das Neue Testament. Da gehört das Buch Jesaja nicht dazu. Jesaja ist halt ein prophetisches Buch. Genau, und das wollte ich auch sagen, ja. Kedar und Sela sind Städte in Israel und in Jordanien. Das hat auch nichts mit Saudi-Arabien zu tun. Was, nochmal? Kedar und Sela. Die Städte, Kedar. Die da sind. Genau. Okay, gehen wir gleich drauf ein. Die Städte sind in Israel und in Jordanien. Gehen wir gleich drauf ein, wie gesagt. Und das fängt schon an in, was ist das nochmal, Moment. 42,1, der Geist von Gott wurde auf ihn gelegt, das passt ja auch nicht auf Mohammed. Doch, natürlich. Also ich bin ganz ehrlich, ich werde jetzt mal nochmal über dieses Thema reden. Okay, ganz als kurz. Der Herr, ganz kurz, ich bin noch nicht fertig. Moment, als er hier gesagt hat, ich bin Yahweh, da hat es schon bei mir aufgehört. Deswegen... das bezieht sich auf jeden Fall nicht auf Mohammed. Ich habe den Satz ganz klipp und klar, aber egal, wir können trotzdem weiter diskutieren. Ist ja okay. Yahweh ist Jesus. Oh mein Gott. Nein. Sag Yahweh ist Jesus. Nein, ist er nicht. Okay, warte mal, die Frage ist, wer ist Yahweh dann? Jesus. Warte, eine Frage, meine Brüder. Wer ist Yahweh? Okay, warte mal ganz kurz. Haben die Juden damals, bevor Jesus gekommen ist? Nein, Moment, wir springen nicht vom Thema ab. Moment, wer ist Yahweh? Ich will jetzt wissen, wer Yahweh ist. Das ist Gott. Die Juden haben damals Yahweh gesagt. Bevor Jesus. Okay, und wer ist Yahweh? Und wer ist Yahweh? Jesus, oh mein Gott, Christus. Habe ich irgendwie Japanisch gesprochen oder so? Nein, Aki, warte. Wer ist Yahweh? Nochmal, wir fangen von vorne an. Und Leute, bitte nicht dazwischen reden. Wer ist Yahweh? Jesus ist Yahweh. Nein, Christ, bitte ganz kurz ruhig sein. Ich möchte, dass Aki diese Frage beantwortet. Aki, wer ist Yahweh? Bevor Jesus gekommen ist, schon gesagt zu Gott Yahweh. Aki, eins nach dem anderen. Ganz kurz, Bruder, ganz kurz, bitte. Wer ist Yahweh? Die Juden nannten Gott Yahweh. Was ist das Problem? Was ist daran? Okay, Gott ist Yahweh. Und wer ist Gott? Also Yahweh ist Gott. Und wer ist Yahweh? Yahweh ist Gott. Jetzt fragst du mich, und wer ist Gott? Yahweh. Du hast es immer... oh, du Bille. okay, egal. Vergessen wir das. Stell doch deine Frage richtig. So habe ich das verstanden. Stell doch nochmal die Frage. Also, alles du sagst gerade. Das ist grad. Jesus Christus, Mann. Alles gut. Vergessen wir das. Nächste Frage. Was ist denn so lustig, Mann? Egal, alles gut. Jeder, der gläubig ist, weiß ganz genau, dass Yahweh Jesus ist. Aber egal, vergessen wir es. Amen. Okay, deswegen haben die Juden damals, bevor Jesus gekommen ist, gesagt Yahweh. Alles klar, hast du recht. Und Bruder Aki, ich will dir sagen, Isa ist auch nicht Jesus, weil Isa hat nicht den Stammbaum von den Herrn Jesus. Der Herr Jesus war Jude. Natürlich war Isa Jude. Oh mein Gott, Digga. Isa und Jesus sind dieselbe Person. Isa ist nur der arabische Name. Also wurde er gekreuzigt bei euch auch? Nein, bei uns wurde er nicht gekreuzigt. Er wurde nicht gekreuzigt. Ich schien ihnen so, verstehst du das nicht? Aber Yahweh wurde gekreuzigt. Christ, schick mir ein Foto, wenn du Beweis dafür hast. Bitte, hör auf, so Argumente zu bringen. Lass das bitte sein. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Okay, alles gut, Leute. Wir wollen ja respektvoll sein. Okay, ganz kurz, der Sheikh Rosina hat doch gerade gesagt, Kedar ist... Wo? Wo hast du gesagt, was ist Kedar? Kedar ist Edom, das ist in Jordanien und in Israel. Israel, sagst du. Okay, warte mal ganz kurz. Ich mach mein Laptop ist gerade ausgegangen, weil ich keinen Akku habe. Okay, mach dein Bildschirm an, damit wir das alle sehen, Bruder. Ganz kurz.
Boah, jetzt wird's spannend. Bruder, jetzt wird's lustig, Digga. Ja, aber jetzt wird's richtig eine Sache. Lustig. Das wird jetzt alles widerlegen, was sie gesagt haben. Weil Peter, jetzt gucken wir mal, ob Jesus noch qualifiziert ist. Warte mal. Ola, ja. Ola, ich liebe dich, Bruder. Ich schwör. Man lämmert euch nicht. Ja, Jesus. Prophezeiung geht man nicht einfach so, als wäre das nichts. Eine Prophezeiung ist ja sehr wichtig, weil das sind detaillierte. Vor allem das Wichtige ist ja, dass die Frage ist, Aram, ich hätte mal eine Frage an dich. Wer ist Yahweh? Yahweh ist Jesus. Das ist übersetzt sogar genau das Gleiche. Amen. Okay. Jetzt bin ich gespannt, Aki. Wie gesagt, ich bin hier nicht wissend, aber Aki, dann leg mal los. Ich will das auch wissen. Okay, warte mal, bei welchem Vers waren wir gerade? So, ich will die Nein, Yahweh. Wir wollen wissen, wer Yahweh ist. Yahweh haben die Juden damals, bevor Jesus gesagt hat. Ja, schlag das auf. Du wolltest gerade das aufschlagen. Schlag das bitte auf. Was wollte ich aufschlagen, bitte? Du wolltest uns doch sagen jetzt, wer Yahweh ist. Habe ich gesagt, ich mache meinen Laptop auf und zeige euch jetzt, wer Yahweh ist. Nein, er hat gesagt, dass er zeigt, wo der Berg ist. Wäre schon wichtig, mir zuzuhören, Flex. Dann würdest du auch merken, dass ich nicht die ganze Zeit etwas anderes... Dann habe ich es übersprungen. Sorry, tut mir leid. Ist doch alles okay, Bruder. Das alles ist gut. Das vierte Mal oder so, wo du das machst, wo du irgendwas sagst, was ich nicht gesagt habe. Bruder, wir sind Menschen. Respektiert es doch. Wir sind Menschen, Mann. Ja, chill doch mal. Aber dass ich hier ausgelacht werde, das ist das Erste, das ist, wo du mich... Nein, ich habe gelacht wegen den Yahweh. Ich habe gelacht wegen den Yahweh, weil du... Egal. Alles gut, Bruder. Okay, ich lache nicht dich aus, Mann. Ich liebe die Kommentare. Ich finde das so geil, wenn man eine große Klappe in den Kommentaren hat und schreibt, dass ich jetzt ein Clown bin. Wir gucken jetzt, wo Kedar ist. Okay? Achi, beruhig dich doch. Ist doch alles okay, Mann. Nein, ich finde das gut, weil mich pusht das. Umso geiler sind die Fressen, die danach auf dem Boden liegen. Nein. Bruder, warum redest du so? Schau mal, beleidigt dich jemand? Nein. Das ist wie wenn ich sagen würde, dass die Kinnlake auf dem Boden hängen würde. Das meine ich damit. In den Kommentaren, aber hier oben. Beleidigt ihn hier oben irgendjemand gerade? Jetzt geht diese Mitleidsschiene wieder los. Okay, alles gut, Christ. Bruder, komm, zeig das und wir okay. Sehen das erstmal alle. Sonnenbank. Sonnenbank-Flavor. Dein Argument bitte nochmal. Der Name ist so legendär. Okay, dein Argument bitte nochmal, was Kedar ist. Er ist, glaube ich, nicht da gerade. Vielleicht eingeschlafen. Weil es jetzt wirklich widerlich für ihn wird. Scheiße. Sonnenbank-Flavor. Ja. Er hat dir eine Frage gestellt, Bruder. Jetzt. Hast du gefunden, Bruder? Siehst du das, Flex? Ja, ich weiß, dass Yahweh Jesus ist, Bruder. Ich weiß okay. Das. Also, das ist ganz klar. Schau mal, wo Kedar liegt. Wo liegt Kedar? Also, das mit Yahweh, da sind wir uns einig, dass Jesaja 42 von Yahweh redet und Yahweh ist Jesus. Das wissen wir ganz klar. Ich hab's hier. Mach mich bitte groß. Ja, mach mal den Achi groß. Der hat es gefunden, endlich. Was hat er gefunden? Okay. Kedar? Was ist Kedar, okay? Nomaden aus der syrischen, arabischen Wüste, die mit Pfeil und Bogen kämpften. Ja. Was war nochmal mit Israel? Jetzt seid ihr widerlegt. So, was war jetzt nochmal mit Israel? Ganz kurz. Achi? Bitteschön. Eine kurze Frage. Natürlich. Das ist sehr, sehr wichtig, dass ich das erwähne. Du darfst es aber auch nicht böse nehmen. Wenn man jetzt Moment, ich bin noch nicht fertig. Wenn man jetzt etwas aus dem, sagen wir mal, Google nimmt, dann sagen die meisten immer, nein, das ist falsch, Google lügt. Aber so, jetzt hast du gegoogelt, das heißt also, für dich ist Google jetzt die Wahrheit dann, wenn du nach etwas suchst. Richtig oder liege ich falsch? Moment, das macht ja nichts. Okay. Das ist ja auch ein schwaches Argument, Flex, wirklich. Ich versuche zu erklären. Moment, aber trotzdem ist es Israel. Trotz alledem ist es Israel. Okay, Syrien ist Israel, ja? Ja, das frag ich mich gerade auch, das stimmt gar nicht. Was redest du da gerade, Aram? Israel ist doch nicht Syrien, hä?
Und vor allem steht da noch Arabische Halbinsel. Okay, eben. Arabische Halbinsel ist Israel, ja? Seit wann wo liegen denn die arabischen Halbinseln? Wo sind sie denn? Sind sie jetzt über, sagen wir mal, Richtung Syrien über Israel oder unter Israel? Kurz. So. Wo liegen die arabischen Halbinseln? Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin mit Geografie nicht gut. Syrien, Israel und Jordanien, die grenzen aneinander. Nein, Syrien und Jordanien wissen wir, aber die arabischen Halbinseln, wo sind sie denn? Nein, das ist ja ganz anders. Wenn es im heutigen Israel. Schaut, was sie in den Kommentaren schreiben, das stimmt. Oben links ist Kedar. Grenzt direkt mit dem heutigen Israel. Ich werde nachher mal gucken und recherchieren. Ganz genau recherchieren sogar. Das interessiert mich jetzt wirklich extrem. Da juckt mich schon. Apologet schreibt, oben links ist Kedar, grenzt direkt mit dem heutigen Israel. Früher war Israel aber größer, das stimmt auch, das wissen wir. Ja, das ist richtig. Also ich denke, also die Grenzen von heute sind ja auch nicht die Grenzen von damals. Das darf man schau mal, Afi, wenn das jetzt so sein sollte, Kedar ist halt eine Stadt, das wird halt benannt, aber was hat das jetzt mit der Prophezeiung über Mohammed zu tun? Wir machen weiter, dann habt ihr eure Kombination. Mhm. Ja, da bin ich gespannt. So, wo waren wir jetzt? Aber Aki, was für eine Kombination willst du denn rausholen? Ich meine. Problem, siehst du, einfach nur zuhören. Aki, eine Frage, Aki. Guck mal. Wer redet vielleicht denn überhaupt? Ein, zwei Punkte, die treffen sollten, gell? Aber die könnten auf alles Mögliche treffen. Da könnte ein Scientology-Typ sagen, guck mal, das trifft auch mich so, ich wurde da prophezeit. Entweder trifft alles. Oder gar nichts. Es trifft alles. Und kannst du es nicht mit irgendwelchen Quellen belegen? Das ist doch okay, ich sag dir, guck mal, ich sag dir, Kedar, arabische Halbinsel ist auch Saudi-Arabien. Okay? Nein, das ist Saudi-Arabien. Das ist Saudi-Arabien, was laberst du? Was laberst du? Das ist Saudi-Arabien, Jani. Oh mein Gott, Digga, wie kenn ich mal die Landkarte, ich kann mir das nicht mehr anhören, wirklich. Guck mal, entweder weißt du es und du weißt es und dann sagst du, okay, dann ist es nicht. Oder du sagst, du weißt es nicht, dann weißt du es nicht. Aber lass dieses, ist es nicht. Ja, ach so, ja, das ist doch gerade gezeigt, dass es Saudi-Arabien ist. Die arabische Halbinsel. Oder was meinst du? Was ist die arabische Halbinsel? Saudi-Arabien, aber ich meine, du meinst du gerade Kedar, Saudi-Arabien oder was? Ist Saudi-Arabien die arabische Halbinsel? Oh, ja. Okay, dann sag bitte nicht nein. Ich habe verstanden, Kedar ist Saudi-Arabien. Ich habe gesagt, Saudi-Arabien. So, Aram, jetzt machen wir bei Aram mal groß. Wir wollen die Wahrheit. Jetzt, was haben wir denn jetzt? Ich habe das jetzt gerade gegoogelt, Jungs. Nicht, dass ihr meint, ich habe irgendetwas gesucht. Die arabischen Halbinseln sind wahrscheinlich jetzt die hier, oder? Gehen wir auf Mekka? Mekka ist Saudi-Arabien. Ja, aber wo genau da? Oben links. Ganz kurz, Jungs, ganz kurz. Oben links. Da gehen wir auf eine andere rein. Vielleicht ist es dann besser beschrieben. Aber ich weiß nicht überhaupt, was das überhaupt zu bedeuten haben sollte. Redda. Auch. Wo ist, hier ist Medina. Und wo ist Mekka? Riyadh, Kuwait. Mekka ist links. Ja, links, Mekka. Da wo ja. Das Tor der Meer ist. Ja. Richtig. Und oben drüber ist Medina. Ja. Okay, wie weit weg das ist von der Grenze? Genau, da sind sie. Und wo ist jetzt Kedar? Kedar ist da. Guck mal, geh mal hoch. Warte. Nee, mehr geht's nicht. Ich bin gespannt, ob du das findest, Flex. Ich muss auf einer anderen. Vielleicht Karte, aber das hat ja nicht viel zu bedeuten. Ich meine, Kedar ist ja auch nicht nach Ismail benannt oder was weiß ich, oder nach dem Propheten. Also von dem her, ich meine, okay, wenn du sagst, das ist eine das Kombination. Das ist im Westjordanland in Israel. Ja. Also von dem her, ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat, lieber Achi, keine Ahnung. Aber fahre fort, ich bin wirklich ganz Ohr. Ich bin definitiv gespannt, wo wir da rauskommen. Achi. Ja, würde mich auch interessieren. Ja, wir wollen ja auch was lernen. Guck mal, Vers 1 und 2.
Die schließen doch direkt schon Mohammed aus. Oh, Leute, das ist... Machen wir weiter, oder? Okay, machen wir weiter. Wenn man nicht mal Basic-Geografie versteht, Mello, ja, du hast Geografie studiert, ich hab's schon gemerkt. Du gehörst bestimmt auch zu diesen, die sagen, Saudi-Arabische, die halb in, arabischen Halbinseln sind bestimmt irgendwo in Asien, oder? Das ist bestimmt also, auch bei Japan oder jetzt, so. Achi, wo sind wir stehen geblieben? Die sind stehen geblieben bei Kedar. Warte, ich muss gerade nochmal den Vers suchen. So. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Bei welchem Vers? Eigentlich habe ich bis Vers 18 gelesen gehabt. Warte ganz kurz. In Ruhm der Götzen sind in frühen Kontinenten. So, ganz kurz. Tu mir mal bitte den Gefallen, lies mal ab Vers 10 nochmal. Okay, machen wir. Weil das mit den Götzen hatten wir ja gehabt. Nee, lies du bitte vor. Okay. Ab 10 hast du gesagt, oder? Genau, ab 10. Singt dem Herrn ein neues Lied, verkündet seinen Ruhm bis ans Ende der Erde. Er jauchze das Meer und alles, was erfüllt die Inseln und ihre Bewohner. Die Wüste und ihre Städte sollen sich freuen. Okay, die Dörfer. Danke. Okay. Genau, okay. Also, jetzt will ich euch mal ganz kurz was erklären. So, was haben wir hier in diesem Vers stehen? Ruft ganz kurz. Laut. Ganz kurz, Bruder. Ganz kurz. Du kannst gleich weiterreden. Um das nochmal klarzustellen, ja, ich bin die ganze Zeit silent und sag nichts, aber das ist arabische Halbinsel, ist eigentlich Vorderasien. Aber okay, jetzt kannst du weiterreden, Aki. Vorderasien, nicht in Asien. Wir machen weiter, okay? Also. Vorderasien, ja. Okay, ruft laut ihr Wüsten, ja, und die Städte, darin samt den Dörfern, wo Kedar wohnt. Also, was haben wir hier? Wir haben hier Kedar, ist hier kein Ort, sondern was ist Kedar? Okay? Kedar sind syrische, beziehungsweise im Arabischen syrische, ich zeige es euch nochmal, Nomaden. Okay? Nomaden aus syrisch-arabische Wüste, die mit Pfeil und Bogen kämpften. Okay? Also, das ist hier keine Stadt. Sondern das sind die Bewohner Kedar. Die Bewohner heißen Kedar. Die Wüstenbewohner in den arabischen Wüsten. Ja? Bruder, ich hab Kedar gefunden. Hier steht aber, dass es in West-Jerusalem, West-Jordanland ist. Ja, Bruder, ganz kurz. Es geht hier, guck mal, wir nehmen den Vers, wie er steht. Wo Kadar wohnt. Nicht wo Kadar ist, sondern wo Kadar wohnt. Kadar ist das Wort für arabische Wüstenbewohner. Ja? Ist in der Wüste. Kadar ist in der Wüste. Ja, okay? Ich hab's gerade gesagt. Also eine Prophezeiung muss zu 100% eintreffen. Und wenn die Prophezeiung ein komplettes nicht zu einem passt, dann ist es nicht die Prophezeiung für diese Person. Das ist einfach Fakt und Punkt. Leute, wir diskutieren wegen etwas, was total sinnlos ist gerade. Ja, Flex, gut, ganz kurz. Dann ist aber Jesus auch raus. Na. Jetzt haben wir ein Problem, Flex. Jetzt, laut deinem Argumentation ist Jesus auch raus. Er ist disqualifiziert, Jesus. Nein, ist er nicht. Okay, da steht Yahweh. Da steht. Oh Mann. Es spricht hier Jesus. Gott. Bitte, Flex. Es spricht Gott. Gott spricht aber hier, okay? Nicht Yahweh wird er heißen, der kommen wird, sondern Gott spricht hier. Er jauchze das Meer und alles, was es erfüllt, die Inseln und ihre Bewohner, die Wüste und ihre Städte sollen sich freuen. Okay, die Wüste Dörfer, und ihre Städte, was ist Wüste und ihre Städte? Die Bewohner, warte, das geht ja weiter, die Bewohner von Sela sollen singen vor Freude und jubeln auf den Gipfeln der Berge. Sie sollen die Herrlichkeit des Herrn verkünden, seinen Ruhm auf den Inseln verbreiten. Das heißt, pass auf, Achim. Schau mal hier, mein Lieber. Das heißt eigentlich im Großen und Ganzen, das Wort des Herrn soll überall verkündigt werden. Es geht ja nicht nur um die Kedarer sozusagen oder um die Stadt Kedar. Es geht ja allgemein um Kedar wohnt. Nein, wo Kedar wohnt. Ruft laut,
ihr Wüsten und die Städte darin, samt den Dörfern, wo Kedar Achi, das haben wir verstanden. Okay, von mir aus kann es die Stadt sein, von mir aus können es auch dieses Volk sein, die Kedara. Das ist ja wurscht, das hat ja damit nichts zu tun, dass das jetzt darauf prophezeit wurde, dass das jetzt der Mohammed sein soll. Nein, es geht nur darum, das Wort Gottes soll verkündigt werden überall. Das geht doch nicht jetzt. Okay. Schenke ich dir. Machen wir. Schenke ich dir. Und dann, dass du das sowieso nicht annimmst, ist ja auch voll und ganz in Ordnung. Dass du das nicht annimmst. Wir lesen hier auf Deutsch. Das ist ja nicht übersetzt von irgendeiner Sprache, wo wir das nicht verstehen. Sing dem Herrn ein neues Lied, du hast gesagt, ab 10 weiterlesen, sing dem Herrn ein neues Lied, verkündet seinen Ruhm bis ans Ende der Erde. Ne? Es jauchze das Meer und alles, was es erfüllt, die Inseln und ihre Bewohner, die Wüste und ihre Städte sollen sich freuen, die Dörfer, die Kedar bewohnt, die Bewohner von Sela sollen singen vor Freude und jubeln auf den Gipfeln der Berge. Sie sollen die Herrlichkeit des Herrn verkünden, seinen Ruhm auf den Inseln verbreiten. Der Herr zieht in den Kampf wie ein Held, er entfacht seine Leidenschaft wie ein Krieger, er erhebt den Schlachtruf und schreit, er zeigt sich als Held gegenüber der Feinden. Ich hatte sehr lange geschwiegen, ich war still und hielt mich zurück. Wie eine Gebärende will ich nun schreien, ich schnaube und schnaufe. Die Berge und Hügel dürre ich aus und lasse ihr Gras völlig vertrocknen. Flüsse mache ich zu festem Boden und Teiche lege ich trocken. Blinde führe ich auf Wegen, die sie nicht kennen. Auf unbekannten Pfaden lasse ich sie wandern. Die Finsternis vor ihren Augen mache ich zu Licht. Was krumm ist, mache ich gerade. Das sind die Taten, die ich vollbrachte und ich lasse davon nicht mehr ab. Alle müssen weichen und werden beschämt, die auf Götzenbilder vertrauen, die zu gegossenen Bildern sagen, ihr seid unsere Götter. Und dann lesen wir weiter, mein Lieber. Gut, jetzt frage ich noch einmal, wer wurde zu den Götzen geschickt? Schau mal her, mein Lieber. Damals, wo Jesus gekommen ist, der hat ja eben diese Götzen alle verurteilt. Er hat gezeigt, dass er der einzig wahre Weg ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit. Und nur durch mich kommst du zum Herrn. Also ich weiß nicht, was du jetzt damit bezwecken willst. Natürlich gab es immer noch Heiden und Götzendiener immer noch, aber das Christentum hat sich ja schon verbreitet gehabt, um die frohe Botschaft zu verkündigen. Und jeder, der wo das angenommen hat, hat das Götzendienst abgelegt. Fertig. Was hat das jetzt mit dem Mohammed zu tun, bitte, dass er jetzt noch zusätzlich zu den Götzen nach Mekka? Sogar Mohammed war ein Götzendiener. Also bitte, das können wir auch aus dem Scheiß. Laber bitte. Lass mich weiterreden. Wir können mal widerlegt dieses Argument. Ich kann's nicht mehr. Wir können das auch aus dem Koran rausholen. Nein, können wir nicht, Digga. Das ist Schwachsinn, nur weil da steht, du warst auf dem Irreweg. Lass den Scheiß sein. Ich habe ihn dir tausendmal erklärt. Kennst du die Geschichte, wo sein Onkel ihn mit den Götzen auf den Markt schicken wollte und Mohammed gesagt hat, nein, ich werde nicht dorthin gehen. Weißt du, was das Krasseste ist, Bruder? Sie sagen, der war ein Götzendiener und was weiß ich was. Zu der Zeit, wo sie alle in Mekka, ja, die Götzen angebetet haben, wo Mohammed s.a.w. die erste Offenbarung bekommen hat, wo war er? Alleine in der Höhle, Digga. Alleine in der Höhle, weil er nicht mit den Götzendienern war. Sie haben aber vorher schon diese Steine geküsst und das ist die Wahrheit. Ja, Chris, du küsst doch auch dein Kreuz, Mann. Ich küsse mein Kreuz nicht. Okay, du bist Götzendiener, du küsst Kreuz. Ich hab doch gesagt, ich küsse dieses Kreuz nicht. Lass dieses Argument sein, bitte. Nein, ich küsse schon meinen Kreuz, also von dem her. Du akzeptierst also die Wahrheit nicht. Kann von euch jemand Arabisch? Nein, eine andere spezielle Frage, die ich stellen will. Aki, wie alt bist du, wenn ich fragen darf, Bruder? Ich bin über 20. Wie alt bist du? Ich sag mein Alter nicht, ich gebe nichts von mir. Okay, also wenn ich deine Stimme höre, du bist so zwischen 20, 23. Okay. Dankeschön. Okay, da ja leider von euch keiner Arabisch kann und ihr vehement behauptet, dass Mohammed keine Götzen hatte, empfehle ich euch Sahih al-Bukhari 3826, den arabischen Text. Da wird erstmal bestätigt, wo Said sagt, ich esse nichts, was
ihr im Namen eurer steinernen Götzen schlachtet. Aber der beste, Sahih Hadith, Sunan Abi Dawud, 4158. Mohammed hatte Statuen vor dem Haus und in seinem Haus. Deswegen kam Engel Jibril nicht in sein Haus, weil er Statuen vor dem Haus hatte, im Haus warum? Hatte. Ja, das stimmt. Hat er alleine gelebt? Er hat nicht. Nein, er war mit Aisha zusammen, weil ein toter Hund unterm Bett auch war, ein Hund. Und da war er mit Aisha schon zusammen und hatte seine Prophezeiungen. Lese es bitte nach. Sunan Abi Dawud 4158. Die arabische Übersetzung, ich kann es gerne, ich habe einen arabischen Bekannten, er hat mir das übersetzt. Und da wird berichtet, Engel Jibril wollte nicht ins Haus kommen. Dankeschön, ich kann selbst Arabisch. Shukran. Sie gibt euch Quellen. Sie gibt euch Quellen. Dann lest es bitte. Dann Sunan Abi Dawud 4158. Schreib es mir auf. Sunan Abi Dawud 4158. Und er war in dieser Zeit schon mit Aisha zusammen. Nur die englische Übersetzung ist falsch, wurde verfälscht. Die arabische Übersetzung steht explizit und ganz genau drinnen. Gabriel kam zu mir gestern und wollte nicht ins Haus eintreten, weil vor meinem Haus Statuen waren und im Haus Vorhänge mit Statuen und im Haus war ein Hund. Und es gibt noch eine Sahih Hadith, die Sahih von Riyad As-Salim. Da war auch, wird beschrieben, dass Aisha sagt, warum kommt Jibril nicht? Ja, weil ein Hund auch drin war. Also erzählt mir nicht, okay, Milena, dass Mohammed... Milena. Nein. Was hast du gerade gesagt, was war im Haus? Ein Hund. Was war im Haus? Lies bitte Sunan Abi Dawud. Milena, was da steht da? Was war im Haus? Ein Hund. Was noch? Und Statuen. Nein, was stand noch? Vorhänge? Ja, richtig. Es steht doch in deinem. Ich lese nur die Hadith. Lies doch nach. Da steht da Vorhänge mit Statuen drauf, oder? Mit Bildern. Vorhängen mit Bildern. Dankeschön. Steht da Statuen waren in seinem Haus? Ich frage dich jetzt. Ja, in Sunan Abi Dawud 4158. Da steht da Statuen. Richtig. In der arabischen Übersetzung. Okay. Ich lese es jetzt selber auf Arabisch. Ja, mach es bitte. Aber bitte laut vorlesen und zeig es uns. Auf Arabisch. Einer muss bitte den Vers selber aufmachen, damit alles auch übereinstimmt. Ja. Aram? Ja. Aram. Kannst du mal Sunan Abi Dawud 4158 aufmachen? Denn wir wollen fair bleiben, ne? Richtig. Und unten die arabische Übersetzung. Da steht das drinnen. Ja. Die englische ist nämlich, haben sie verfälscht. Ja, das weißt du am besten. Natürlich. Mhm. Wollen wir Ahmad Ex-Muslim reinholen, der perfekt Arabisch kann? Ex-Muslim, der nichts weiß. Der nichts weiß? Kannst du Arabisch? Mohammed, kannst du Arabisch? Was interessiert dich das? Geht dich gar nichts an. Leute, bleibt respektvoll miteinander. Leute, kommt schon alle beide. Sein, wenn sie nicht respektvoll ist, selber schon. Schau mal, wir sind respektlos. Mohammed, die Milena ist nicht respektlos. Sie sagt dir die Quellen. Sie fragt dich, ob du Arabisch kannst. Und dann tust du eigentlich respektlos ihr gegenüber antworten. Also von dem her nicht gleich als Opfer sich darstellen, obwohl man der Täter ist. Das ist nicht richtig, Mohammed. Das macht man nicht. Sie hat nichts Falsches gesagt und sie hat dich nicht beleidigt. Und sie war nicht respektlos. Und das ist keiner von uns hier oben. Dankeschön. Nein, weil du also diesen arabischen Text übersetzen. Wenn Aki Schwitzkasten Arabisch hat, soll er es bitte aber ehrlich übersetzen. Ja, das macht unser Bruder gleich. Alles also, gut. Aki Schwitzkasten, kannst du vorlesen so? Ich kann nicht perfekt Arabisch lesen. Ich kann Arabisch verstehen. Du kannst sprechen, du kannst es nicht lesen, das ist normal. Wo ist denn der Judy? Ich würde den gerne hier Arabi, oder? Nein, ich kann das nicht, weißt du? Und das, was ich nicht kann. Bantiot ist immer noch. Hä? Wie kann es sein, dass Bantiot gebannt ist? Wie geht denn das denn? Aram, eine Schrift, das klingt Arabi mit Geist. Geist kann aber nicht lesen, weißt du? Ich sag, bis klingt Arabi und so. Der Geist kann Arabisch. Ja, ich kann. Ich kann Arabi mit Geist, oder? Geist kann.
Nee, ich habe gesagt, du hast mal, wenn ich mich nicht irre, hast du sogar mal Arabisch mit Geist gesprochen, oder? Aramäisch. Nein, Arabisch. Nein, Aramäisch, Aramäisch. Aha, okay. Weil das hört sich auch an wie Arabisch, voll krass. Ja, natürlich, das Arabisch kommt vom Arabisch. Jesus kommt auch Arabisch. Andersrum. Andersrum. Das ist Arabisch. Das kommt aus dem Arabischen. Flex, der wahre Glaube. Ich glaube, der ist da. Hol ihn mal hoch. Der wahre Glaube spricht Arabisch. Er kann das übersetzen. Der ist Maschine, ich weiß. Der ist Maschine, ja. Ja, sehr gut, ja, sehr gut. Hallo, der wahre Glaube. Aber ganz kurz, Leute. Bitte respektvoll miteinander sein. Ich bleibe gegenüber meinen muslimischen Brüdern auch treu. Auch gegenüber meinen christlichen Brüdern bleibe ich treu. Deswegen, Leute, ich bin total neutral hier. Deswegen, wenn ich euch unterbreche, bitte, bitte respektiert das. Und bleibt alle miteinander, wie gesagt, ich sag's nochmal, respektvoll. Und bitte, Leute, alle gemeinsam liken, weil ich tue gleich den Chat stummen, Leute. Alle gemeinsam, bitte, 50k Likes schaffen wir. Guten Abend. Habibi Flex. Yesu al-Masih ibarakak, Habibi al-Aziz. Kannst du der wahre Glaube, kannst du auf Arabisch das bitte übersetzen? Sunan Abidawud. Aram, Bruder, kannst du kurz zeigen, die Text? Danke dir. Wenn du dahinter zum Beispiel das liest, was steht da? وكان في الباب كان على الباب تمثال وكان في البيت. Also es war draußen Götzen, Temsal, und drinnen im Haus waren Götzen drinnen, Statuen. Ja, Statuen, ja, stimmt. Ja, doch. Okay, also hat sie die Wahrheit gesagt. Nein, die Schwester ist eine Bombe, die ist ein Christ, sie wird nicht lügen. Sie ist eine Löwin im Jesus Christus. Amen. 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 Also, lieber Achi. Ganz kurz, ich lese mir das selber. Lese mal selber, Habibi. Auf Arabisch steht klar und deutlich drinnen. Wir lügen dich nicht an, aber steht drinnen. Hier, ja. Das ist an der Tür. Statuen gab und es im Haus ein Haus auch drinnen. Eben genauso. In ein Dorf gab, in dem es ein Hund gab. Ja, es war auch ein Hund drinne. Und Jibril geht nicht in ein Haus rein, wo ein Hund ist. Richtig, aber keine Götzen in der Wohnung. Aber Götze doch. Verkana fi al-bab wa kana fi al-bayt drinne. Ukana fi al-bayt. Ukana fi al-bayt. Weiterlesen. Ha? Fi al-bayt. Was? Arama al-satar fiha temsal. Temsal. Okay. Was war in der Wohnung? Habibi. Götzen, Statuen, Hund. Bil-Arabi, was steht? Ja, Temsal. Temsal, schu? Schu Temsal, das vorige Wort. Wakana fi al-Bayt kalb, famarra beras al-Temsal, al-Temsal al-Lazi fi al-Bayt yaqta, fasira ka'iha al-Shajara. Das waren die Bäume, auch die angebetet werden. Ein Vorhang steht da, warum lügst du? Da steht kein Vorhang. Let kizib, ya bil-Shaytan. Let al-Shaytan. Ich hatte gestern eine Frage gestellt, jetzt komme ich hier hin, ich werde dich jetzt. Du bist nicht schlecht. Ey, beleidige meine Schwester nicht. Du Hab ich nicht. Wokke. Meine Schwester nicht, du ehrenloser Hund. Sei nicht. Was habe ich gesagt? Hey, sei mal respektvoll, was ist los? Nein, ich habe seine Mutter, ich habe seine Schwester nicht, beleidigt, wirklich nicht. Lüg dich, Hamkelem Arab hinter ihr. Du hast sie gerade beleidigt. Nein, aber was bedeutet, hast du keinen Stolz oder was? Habibi, nein, ist wirklich, das ist ganz, ganz, ich wollte gestern dir was zeigen und deswegen habe ich dir dieses Wort gesagt. Beleidige meine Schwester nicht, ich warne dich. Habe ich nicht, was bedeutet das Wort? Was übersetze das auf Deutsch? Es steht Vorhang, warum hab ich nicht, guck mal, Habibi, da steht kein Vorhang, guck mal. Ein Vorhang, es steht. Ja, ja, guck mal. Mit Statuen. Fi al-Bayt, qara'a satar fiha Temsal. Hinter dem Vorhang war Temsal. Auf dem Vorhang. Vor, Habibi, hinter dem Vorhang waren Temsal, waren Götzen. Okay. Lügner, da steht, dass auf dem Vorhang was war. Guck mal. Faqala, guck mal, Habibi. Fi al-Bayt. قرام السطر في فيها تمثال وكان في البيت كلب ذو فمر برأس التمثال الذي في البيت. Leute, seid doch ehrlich, er kann doch Arabisch. Er ist ein Lügner. Wir beide können auch ebenfalls Arabisch. Dein Vater ist ein Lügner.
Ey, warum gehst du immer auf Serbien? Hast du keinen Stolz? Ey, flex ganz ehrlich, Digga, warte, warum nicht hinter mir als Lügner? Leute, ich muss kurz unterbrechen, ganz kurz. Bitte stummt euch mal alle. Flex, du hast den gestern schon beleidigen lassen. Ich hab dich gestern schon beleidigt. Ich habe dich beleidigt. Ich hab gesagt, du bist Lügner. Ich hab gesagt, euer Vater ist ein Lügner. Der Teufel. Der Vater Kahba hat die Klappe. Leute. Ja, ganz kurz. Der wahre Glaube. Hallo. Habibi. Hier sind wir nicht zum Beleidigen. Pass auf. Achi Schwitzkasten, du kannst nicht lesen auf Arabisch und der Mohammed. Ich kann nicht Ramadan lesen auf Arabisch. Ich habe gesagt, ich kann nicht perfekt lesen. Wir lesen weiter. Jetzt, mach mal. Ja, aber okay, jetzt pass auf. Warte. Der wahre Weg. Lies mal bitte weiter. Mann, in jedem Punkt wird... Du kommst nicht weiter mit deinen Argumenten. Schau mal. Ich habe dir gestern eine Aussage gesagt. Warte mal. Ich habe dir gestern eine Aussage gesagt. Du hast ja gesagt, du lügst. Wer ist Al-Nabi Al-Balgham? Steht das im Koran? Ich frage dich nochmal. Ich habe dir gesagt, es gibt eine Suche und Tafsir dazu. Aber eine Sache, warte, Aki, eine Sache versuche ich gerade... Das Arabische eigentlich. Aki, Bruder, der wahre Glaube, bitte, Bruder, nicht beleidigen. Nein, ich habe ihn gesagt, Moment, Bruder. Moment, Bruder. Du hast gerade deine Schwester beleidigt. Was bedeutet das? Warte. Ja. Guck mal, Aki, du kannst Arabisch, so wie ich verstanden habe, hast du ja gesagt, du kannst Arabisch nicht perfekt lesen, aber du versuchst es zu erklären. Warum eigentlich? Was versuche ich zu erklären? Oh. Flex, ich habe das Gefühl, du hörst mir kurz. Wir haben gleich zusammen den Beweis. Aram, kopiere den arabischen Text bitte und gib ihn in Google Translator ein. Gib ihn nur in Google Translator ein, Arabisch-Deutsch. Mach das. Kannst du so wenig ich weiß, und dann, wie ich das kopieren soll. Wir lassen uns hier nicht in die Irre führen von niemandem. Der Bruder, der wahre Glaube, spricht sehr gut Arabisch. Genau, kopiere den Text, kopieren. Und dann in Google Translator. Auch wenn es schlecht übersetzt wird, auf Google Translator werden Statuen erwähnt und Jibril verlangt von einer Statue, dass der Kopf abgeschlagen genau wird. Genau, das ist das. Richtig. Und ob jetzt die Statue hinter dem Vorhang war, wie jetzt hier Wortklauberei und Wortakrobatik betrieben wird, spielt keine Rolle. Es waren bei Mohammed Statuen, Götzen vor genau. Und in seinem Haus. So. Und der wahre Glaube ist... Sehr. Er ist absolute Maschine, was das angeht. Schwester, ich habe ihm gestern gesagt, wer ist der eine Prophet ganz bei euch, Balram, bis heute? Aber ich habe ihm gestern gesagt, bis heute haben die mir keine Antwort gegeben. Wie soll ich das übersetzen? Sie geben keine an. Aber sie wollen Mohammed in Jesaja 42 finden. Also da können sie stundenlang philosophieren. Aber wenn es hier um eindeutige Beweise geht und du bist der arabische Herzlich. Also dann wieder, dann Aram, widersprichst du, dann sage ich Bukhari. Er hat ja Kadar gesagt. Aram, gib mal Jeremia 49, 28 über Kadar. Was Gott gesagt hat, was mit Kadar gemacht werden soll. Jeremia? Ja, 49, 28. Jeremia 49. 28. Was hat Gott gegen Kadar gesagt? Was hat er gesagt? Was soll man mit Kadar machen? Schau mal, was der Herr gesagt. Hat. 49:28 war das, gell? Ja. Über Kedar und die Reiche von Hazor, die Nebukadnezar, der König von Babel, erobert hat, auf, zieht gegen Kedar, bezwingt die Söhne des Ostens, so spricht der Herr. Man raubt ihre Zelte und Herden, ihre Decken und ihr ganzes Gerät. Auch ihre Kamele nimmt man mit und man ruft über sie, Grauen ringsum. Flieht, macht euch eilends davon, tief unten versteckt euch, ihr Bewohner von Hazor, Spruch des Herrn. Denn Nebukadnezar, der König von Babel, hat gegen euch einen Beschluss gefasst und einen Plan gegen euch ersonnen. Auf, zieht gegen das sorglose Volk, das in Sicherheit lebt. Spruch des Herrn, das keine Tore und Riegel hat, man haust ja einsam für sich. Ihre Kamele werden erbeutet, ihre vielen Herden geraubt, in alle Winde zerstreue ich sie, die Leute mit gestutzten Also es geht ja darum, der Herr sagt, Jeremia 49, 28, was sagt er? Der Herr macht euch auf, zieht ihn auf, sagt der Herr, gegen Kadir und zerstört die Kinder des Ostens. Das war's. Gott hat Gericht über die Kadir gebracht.
nichts Gutes über die Kader. So, aber meine Frage ist, warum kennt der den Propheten Balram nicht? Was hat der Prophet Balram gemacht, dass er gestern so schlecht über die biblische Personen, die Propheten, geredet hat? Es gibt keinen Prophet Kader. Was laberst du? Was Kader? Balram, ich habe diesen Prophet Kader. Balram. Das ja. Nicht. Balram? Kein Prophet Balram. Man huwa al-Nabi al-Balam, Habib al-Haziz. Und das habe ich euch gestern gesagt, macht euch schlau darüber. Und ich will euch nicht fertig machen. Aber es geht darum, dass ihr nicht über Bibel und die Person in der Bibel so schlecht redet. Ja, das waren Menschen, genau wie wir. Aber diese Menschen, schau mal, aber diese Menschen waren nicht schlimmer. Diese Menschen waren genauso wie du mit Fehlern. Okay. Aber euer Gelehrten sind so pervers, die sagen, du kannst deine eigene Tochter heiraten und Sex machen. Lüg doch kein Scheiß, Digga. Wie kann man so viel Bullshit? Okay, ganz kurz. Ich muss kurz was klarstellen. Ja. Ganz kurz. Alle kurz stummen. Ich habe in meinem Freundeskreis tatsächlich eine Familie, die ich kenne, höchstpersönlich. Und die haben also den Bruder mit der Cousine, genau, das war die Cousine, hat sich da mit dem Bruder, also in derselben Familie haben die sich verheiratet. Was ist denn das? Ist das nicht das? Einer der Großen, der Gelehrten, er sagt, er Schafi'i, Al-Maliki gibt es, zum Beispiel Al-Hanbali, und jenes das. Zum Beispiel Al-Shafi'i sagt, du kannst deine Tochter, die du durch Unzucht entstanden ist, du kannst mit dir Sex haben, weil sie aus Unzucht mein Gott, ist. Was für ein Lügner. Sie ist nicht deine Tochter. Oh Gott, was für ein Schwachsinn. Ich habe wirklich viel Kacke mal, gehört, Bruder, aber was aus deinem Mund kommt, ist faszinierend, Digga. Ich habe gerade alle... Soll ich dir zeigen? Bruder, Mohammed, gleich holt er mir ein Gelehrten. Soll ich dir zeigen? Warte, gleich. Warte mal, jetzt auf Mohammed. Okay, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Aber Leute, ihr dürft euch nicht... Soll ich euch zeigen oder nicht? Lass mich doch mal kurz reden, Mann. Ali, zeig. Zeig, Ali. Gleich holst du mir einen Gelehrten. Zeig, Ali. Alkohol ist erlaubt. Ali, zeig. Was, welcher Gelehrte? Gleich holst du mir einen Gelehrten, der sagt, Alkohol ist erlaubt, yalla. Der sagt Al-Shafi'i. Ja, Digga, du hast einen Schuss, Digga, ich schwör's dir. Es gibt einen Fatwa sogar darauf. Ich hab viel Kacke gehört, aber das, was du aus deinem Mund lässt, ist faszinierend. Ja, aber Habibi, du läufst ja nicht. Das ist wirklich faszinierend, Digga. Ali, zeig, Ali. Ich zeig ihm erstmal seinen Gelehrten. Ich zeig ihm erstmal seinen Gelehrten, damit er nicht lügt. Er kann ja ein bisschen Arabisch, warte mal. Ach je. Genau, nicht beleidigen, Leute. Wenn wir, Ali, wenn wir was behaupten, dann müssen wir zeigen aus den Quellen. Genau, wir müssen, wenn dann schon beweisen, weil ohne Beweise kann ich das auch nicht glauben. Ganz kurz, Achi, mein Lieber, wenn es in euren Quellen stehen sollte, dann muss man es akzeptieren. Nein, ich kenne das nicht. Muss ich nicht. Aber was ist, wenn es in euren Quellen steht? Wenn es drin stehen sollte, in euren Büchern, ihr müsst es nicht akzeptieren, aber dann müsst ihr akzeptieren. Du verstehst nicht, es wird alles abgelehnt, was gegen den Koran spricht, okay? Der Koran ist das Maßstab und nicht die Gelehrte. Ja, warte, Al-Shafi'i ist ein großer Gelehrter. Warte, so. Jetzt geht er zum Koran, jetzt wird der Koranit. Schau mal, er kann ja ein bisschen Arabisch. Guck mal, was sagt dieser Digga? Er sagt, ich werde Koranit. Guck mal, ich sage. Warte, lass doch Habibi Yasumu. Lass ihn nur ganz kurz ausgehen. Yasumu, Sachen über mich zu stellen. So Schwitzi? Warte, Habibi. So, höre dir deinen Gelehrten an, was die sagen. Ich sag dir sogar auch die Texte. الاحترام الذي يؤدي إلى زيادة حسناتهم ما أنا لما أجي أنا أقول للناس إياكم وقول الشافعي في المسألة دي الشافعي مثلا ينسب له مسألة جواز نكاح البنت من الزنا الله لماذا بالشافعي رضي الله عنه هو يرى أن ماء الزنا لا يحرم لا يحرم ماء الزنا لا يحرم Eine Frau, eine Tochter, die aus Unzucht entstanden, das macht sie nicht unrein. Du kannst sie nicht bomben machen. Mach ja, wir gehen weiter. Tu ein bisschen weg, wenn es gesperrt werden. Der wahre Glaube, er kann gesperrt werden. Ali, tu das aus der Kamera ein bisschen. Weg und dann wieder zurück.
Verstehst du? Sonst wird der Stream gesperrt. Lügner. Oder was für ein Schwachsinn. Guck mal, was das ist. Ja, aber. Nein, mach das weg, mach das weg, mach das weg. Mach das weg, mach das weg. Nicht aus der Kamera, aus der Kamera. Was? Warte. Ali, machst du ohne Bild. Ohne Bild. Drehst du das Handy um, dann hören wir den. Weg, nicht zeigen, nicht zeigen. Ich weiß gar nicht, warum wir uns so einen Scheiß geben können. Also klar und deutlich, Al-Shafi'i und die Gelehrten sind einig, Al-Shafi'i sagt, du kannst deine Tochter heiraten. Ein Hadith dazu und kein Video. Bullshit. Alles Lügen. Bullshit, Digga. Nicht weiter. So ein Bullshit, Digga. Aber das ist doch ein Großgelehrter. Ganz kurz, wisst ihr, was mich wundert an euch? Ihr fabuliert über eine Stunde, fabuliert und schwadroniert ihr über Jesaja 42, wollt auf Biegen und Brechen Mohammed darin finden. Wir zeigen euch islamische Quellen. Ich habe euch die Sahih-Hadith gezeigt mit den Götzen. Aus dem Koran habe ich euch gezeigt, dass Prophetentum nur von Jakob und Isaac ist. Das lehnt ihr alles ab. Ihr geht nicht drauf ein, sagt so ein Blödsinn, aber ihr schafft es, eine Stunde krampfhaft ich hab dich widerlegt mit dem Prophet. 42 Jesus zu finden. Nein, Melina, ich kenne eure Taktiken. Melina. Nein, ich kenne eure. Lass mich bitte ausreden. Ich kenne eure Taktiken. Ich habe dich dreimal gefragt, ob da Evangelium, ob da nur Tora steht. Du hast gesagt, ja, steht nur Tora. Ja. Dann hat der Bruder einmal geöffnet. Nein. Das Evangelium. Hör auf, du. Euer Mohammed. Euer Mohammed weiß nicht, was die Tora ist. Denn Jesaja ist nicht in der Tora. Ja, okay. Die Tora sind die fünf Bücher Mose. Auch in der Tora ist er. Nein, Jesaja ist nicht in der Tora. Ihr versucht krampfhaft, du brauchst mich nicht übertönen, krampfhaft versucht ihr Mohammed zu finden, der keines der Gebote eingehalten hat. Ihr versucht uns mit euren Taktiken und Übertönen ständig irgendwas zu suchen. Aber auf die Quellen, auf eure islamischen Quellen geht ihr nicht ein. Du brauchst überhaupt nicht fragen, was sagst du denn? Was sagst du denn zu deiner Sache mit Götzen, dass Mohammed Götzendienst machte? Was sagst du denn dazu? Okay. Was sagst du denn dazu? Aber in Jesaja 42 wollt ihr Mohammed finden, wo mit keinem Wort Mohammed erwähnt wird. Da wollt ihr uns davon überzeugen, dass Mohammed drin ist. Aber wenn wir euch islamische Quellen zeigen, schwarz auf weiß, alles gelogen. Wieso müssen wir uns das geben? Alter, ey. Er ist ja Koranit geworden, auf einmal. Ja, es ist unglaublich. Also, ganz kurz, tut euch mal kurz alle stummen. Und zwar habe ich mir die ganze Konversation jetzt hier angehört. Ich nehme auch keinen Christen hier in Schutz. Aber Aki, you're lost in the sauce here. Dürfte ich noch ganz kurz etwas aus Jesaja lesen, meine lieben Freunde? Ganz, das ist wirklich nicht lang. Geht das? Ganz kurz, Aram, hörst du mich? Ja. Ich will nur den Aki sagen, bei allem Respekt, ne, und ich nehme die Christen hier auch nicht in Schutz, ja, auch wenn ich selber einer bin, ich nehme hier keinen Christen in den Schutz, aber was Milena gesagt hat, ja, wir wollen ja auch die Wahrheit aussprechen, wir wollen ja jetzt auch nicht lügen, ja, und ich will auch nicht lügen, auch wenn ich jetzt im schlechten Licht stehe, ich nehme das im Kauf, ne, Milena sagt einfach die Wahrheit, das ist fertig, Punkt aus. Überhaupt nicht. Nicht mit einem. Ja, warte, ganz kurz. Wir haben die Quellen, warum liegt dagegen euer Quellen? Eine andere Sache. Der wahre Weg. Ali hat einen Höchstgelernten gerade gezeigt, was er gesagt hat. Ali ist da warst du ruhig. Warte mal.
Ich kann dir zeigen, dass du mit Tieren Sex haben kannst und deine Hajj wird nicht abgebrochen. Du hast einen kompletten Schuss, Digga. Du bist so geisteskrank, ja. Digga. Wer ist Al-Imam Al-Nawawi? Wer ist das? Wer ist als Imam? Wer ist der Imam Al-Nawawi? Ja, Kelb. Zeig mal einen. Warum sagst du Kelb zu mir, Digga? Warum beleidigst du jetzt einfach? Ey, Flex. Nicht beleidigen. Sex mit Tieren. Ich hab's gestern gesagt. Al-Imam Al-Nanawi, Kitab Al-Majmun. Lies mal. So. Sex mit Tieren zu haben. Warte, mach ihn stumm, Flex, der hat Angst. Mach ich stumm. Das ist doch Al-Kitab hier. Moment, ich habe den Kitab. Ich bin raus. Ich habe den Kitab. Ich habe die ganze Quelle. Ich habe meine Familie und alles, Digga. Und du lässt den rein. Vorhin hast du einen muslimischen Bruder von mir geschmissen, weil er immer beleidigt hat. Er hat meine ganze Familie beleidigt, Digga. Und du machst. Nein, mach ihn stumm. Flex, mach ihn bitte stumm. Er läuft weg. Halt deine Fresse, Digga. Die Hase darf nicht von dir weglaufen. Moment, Ali, Mohammed. Seid doch mal Mohammed. Wallah, nein. Ich lasse das jetzt zu, dass ihr meint, uns beleidigen zu können. Aber wir mal unser Mohammed beleidigen zurück. Mohammed, Flex, mach ihn stumm, mach Mohammed stumm. Ganz kurz, Mohammed. Wenn wir was behaupten, müssen wir es zeigen. Du hast mit den Quellen. Habe ich seine gut. Familie beleidigt. Mohammed, ganz kurz. Und keiner, Ali, du auch nicht, ich auch nicht, keiner von uns wird den anderen beleidigen. Das macht keinen Spaß. Die ganze Zeit. Okay? Schön. Das ist die größte Lüge. Ach, ist die ganze Zeit passiert. Nein. Ganz einfach. Ali, bitte auch nicht beleidigen. Wenn wir etwas vorweisen können, mit den Quellen lassen wir die sprechen. Ob die das dann annehmen oder nicht, das bleibt an denen überlassen. Ali, يوم القيامة بشوفك. اليوم القيامة بشوفك. Macht nichts, Jungs. Yalla, Habibi. يوم القيامة wird definitiv eintreffen. Wann das wird, das wissen wir nicht. Aber wie gesagt, wenn wir etwas behaupten, dann müssen wir es auch beweisen. Ali, bitte nicht beleidigen. Achi, du auch nicht. Mohammed, du auch nicht. Ich auch nicht. Keiner von uns. Ich hab nicht keiner beleidigt. Von uns, ja, keiner von uns darf den anderen beleidigen und fertig, okay? Ganz ich hab fertig. Nicht beleidigt. Ganz einfach. So, ganz Ali, einfach. Zeig es noch. Also, danke, Jungs. Ja, danke, Jungs. Ali, ja, ich hab Ali, kannst du es bitte mit den Schriften belegen? Am Tag des jüngsten Gerichts werden wir uns sehen. Das nein, ich sehe dich nicht. Ich bin ein Gottes Kind. Jesus Christus hat mich gerettet. Halleluja. 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 Gelobt sei mein König Jesus Christus. Und das ist egal, okay? Ali, kannst du es beweisen, bitte? Wenn und so weiter. Yalla, Habibi, ich warte. Yalla. Sadaqallahu al-Azim. So, jetzt zeigen, bitte. Also, die Quelle kannst du selber. Max Streamshot. Also, mach mal ein Foto, Habibi, und dann gehst du zu deinem Gelehrten und sagst, dieser Ali, der Kafir, der Kurde, hat gesagt, man darf Sex mit Tieren haben. Yalla, Habibi. Das auch, das kannst du Foto machen, das ist authentisch, Habibi. Yalla, kannst du weiterlesen danach? So, Sex mit Tieren zu haben, bricht deine Hajj nicht. Bezüglich Analverkehr gibt es zwei Überlieferungen an. Und Dawud sagte, Sex mit einem Tier oder einem Mann, der Sex mit einem anderen Mann hat, bricht deine Hajj nicht. Sadaqallahu al-Azim. Walla, was für eine Lüge. Jalla. Weißt du, Jungs, Mohammed, pass auf, mein Lieber. Der hat dir jetzt die Quellen gezeigt. Pass auf. Authentische Quellen. Mohammed. Fertig. Ja, und Janem, Mohammed, du kannst doch nachforschen, oder? Männer, weißt du, was mit denen passiert? Die werden in der Hölle landen. Das ist nämlich eine der größten. Schau mal her, wenn der Mohammed gelogen haben sollte, dann hast du definitiv recht. Hey, Dings. Ganz einfach. Ali, hör mal zu.
Hör mal zu, du hast hier nichts bewiesen. Du sagst, es ist erlaubt. Da steht nicht, dass es erlaubt ist, sondern dass wenn du eine Sünde begehst, deine Hajj, deine, dass du Buße tust, dass du Tauba machst, dass sie nicht, dass du sie nicht abbrechen musst, du unwissender Jahil. Wenn du Sex, er sagt Sex mit Männern und Tieren zu haben, das bricht deine, in deine den Hajj nicht. Keine Beleidigung, keine Beleidigung, oder? Afi, mein Lieber, schau her, das, unwissender, schau mal her, der hat es auf Deutsch, der hat es auf Deutsch gelesen. Pass auf, der hat es auf Deutsch gelesen. Er hat euch die Quellen auch im Arabischen gegeben. Such doch oder frag doch jemanden, wenn du das nicht hast, dann mach mal dies, das auf, ob das sahih ist, ob das sagt, ob das. Yalla, Habibi, lüg nicht. Ob das akzeptabel ist im Islam, okay, im Islam, okay, und dann, kurz, und dann kommst du kurz, wieder. Wenn ihr Unrecht haben solltet. Sehr, sehr, sehr große Sünde, was er sein getan Argument, hat. Was war sein Argument? Was war sein Argument? Dass es erlaubt wäre, oder? Hat er gesagt? Ja. Wo steht da drin, dass also ich bin ehrlich, also ich bin ehrlich, sollte das wirklich drinne stehen, dann ist das widerlich. Das stimmt nicht, guck mal. Widerlich, das ist die größte Sünde, was ein Mensch begehen kann. Oh mein Gott. Flex, die größte Flex, Sünde, ein Mensch Flex, bitte. Warte, sag mal los, bitte. Flex, Habibi, du darfst sogar ein kleines Kind, ein Säugling, sogar, der sagt, Imam al-Sarkasi, al-Mabsut al-Sarkasi, er sagt, du kannst einen Sex mit kleinen Kindern, ein Säugling haben, es ist halal. Oh mein Gott, der kommt mit Schia, das ist so krass, der Tisch. Nein, es ist Sünder, soll ich dir zeigen? Schreib mal, Kitab al-Mabsut al-Sarkasi, er ist eine große Sünder gelernt. Wir lassen unsere muslimischen Brüder reden, ganz kurz, wir lassen unsere muslimischen Brüder reden. Mohammed, mein Bruder, sag du. Erste Sache ist, dass Geschlechtsverkehr mit Gleichgeschlechtlichen eine der schlimmsten Sünden im Islam ist. Erste Sache. So, widerleg deine These, was du da gelabert hast. Der ganze Volk wurde ausgelöscht, Digga. Genau. Prophet Lot, der auch in eurer Bibel ist, ja, liest selber nach. Was hat er gemacht? Er wurde zu einem Volk gesandt, der die Sex mit Gleichgeschlechtigen hat, Männer mit Männern. Was hat Lot gesagt? Hört auf. Er hat über 900 Jahre mit denen geredet, bis Allah dieses Volk ausgelöscht hat. Warum? Weil sie damit nicht aufgehört hat. Und alle Propheten. Warte mal, aber Lot ist nicht. Ja, okay, rede weiter. Bruder Flex. Ja, Bruder. Wir sollen beide Wahrheit bleiben. Ich zeige die beiden erstmal den Namen der Schreiber. Nein, du ziehst jetzt eine Nummer und wartest, bis wir fertig geredet haben. Nein, der das geschrieben hat. Flex, ich bin raus. Flex, ich bin raus, Digga. Ja, warte, lauf nicht, du Hase. Hase, lauf nicht weg, Habibi. So. Der das geschrieben hat, Flex, ist Imam al-Nawawi. Wer ist das? Jetzt gehen wir da drauf. Die sagen, du lügst, guck mal. Der Typ ist geil, Digga, der zeigt irgendwie Al-Nawawi, Al-Nawawi, Al-Nawawi war ein sunnitischer Rechts- oder Traditiongelehrter. Gib mir die schafiitischer Richtung. Gib mir Yalla, Habibi, lüg nicht, laufe nicht weg, ja, Mohammed. Lügner, was für ein Gib Lügner. Mir den Hadith, du Unwissender, gib mir den Hadith, Lachmann. Okay, er will Hadith. Gib uns den Hadith. Oder geh mit deinen Lügen weg. Er zeigt mir eine Notiz, Digga, wo geschrieben ist, Digga, ohne Hadith-Nummer und sagt, hier, guck, stimmt. Was für ein Bullshit, Digga. Gib uns den Hadith oder sei ruhig, weil ohne Beweise rede nicht. Er sagt, schreib bei dir auf. Ja, ich zeig jetzt auch Notiz. Yalla, Habibi, das ist das Buch. Besorgt euch das Buch. Yalla. Und das hier ist der Text auf Arabisch. Hadith. Das ist das ganze Buch, du Lügengeist, das ist doch von Imam al-Nawawi. Hadith und ein großer Gelehrter der Sunniten. Werd nicht so aggressiv, du kleines Kind. Gib mir ein Bild. Du Satans Kind. Guck mal, er beleidigt schon wieder, Digga. Dein Mohammed ist. Sollen wir über Mohammed, wo er vergewaltigt von Jinn reden, oder was siehst du denn? Digga, babbel keinen Scheiß, du Dummschwätzer. Nicht beleidigen, Leute. Oh mein Gott, Leute. Wallah, beleidige nicht. Flex, er beleidigt. Ich beleidige dich, das ist der Hadith. Lügner. Das ist ein authentischer Hadith. Wallah, du bist Mohammed wurde von ganzen Dämonen vergewaltigt. Stimmt nicht. Eine Frage, ist dieser, okay, ich frage jetzt mal die Fragen. Ist dieser Gelehrter sehr authentisch oder ist es ein Lügner?
ehrlich gesagt, wenn er solche Aussagen macht, wo die anderen, die Mehrheit der Gelehrten, sagt, das stimmt nicht, dann ist er ein Lügner. Aber Dennis ist ja kein Gelehrter. Soweit ich weiß, es gibt verschiedene Meinungen zwischen den Gelehrten, ja? Erste aber Sache. Bruder, ganz kurz, denn es ist aber Irrlehre. Flex, er soll dir Gelehrten bringen, nicht reden. Ich brauche Beweise. Warte mal, wo seid ihr hin? Hallo? Was ist denn gegangen? Komisch, wenn man mit der Wahrheit kommt. Flex, nein, wisst ihr, was ich habe? Schau mal, die haben gesagt, das ist ein Schiite. Warte mal, warum sind die beide jetzt weg? Weil die Angst haben von der Wahrheit. Das ist das. Ganze Tage schon, zwei Tage lügen die Wahrheit. Ja, das ist die Wahrheit. Die haben Angst von der Wahrheit, von Jesus Christus haben sie Angst. Schau mal, Flex. Ja, gestern habe ich ihn eingesagt und heute habe ich auch gesagt, wer ist der Prophet Balaam? Bis heute konnte ich beide mir nicht sagen, weil die sind ja beide Sunniten. Die müssen wissen und weißt du, was dieser Prophet gemacht hat? Er hat seinen Esel gebumst. Schau dir, was ich sage. Ja, und kommen die zu mir und sagen, du lügst. Ali, schau, mein Lieber. Wir wissen das. Schau mal her. Das alles weiß ich schon vor 30 Jahren. Aber pass auf, mein Lieber. Wir dürfen nicht so rangehen an die Sache. Wir müssen das Punkt für Punkt denen zeigen, damit sie das wirklich verstehen. Ich meine, das ist deren gewinnen. Das ist doch authentisch, Bruder. Was soll ich sagen? Verstehst du, was ich meine? Das dürfen wir nicht so angehen, weil, schau mal hier, ich wollte hier langsam Punkt für Punkt das zeigen, damit sie dann ein bisschen was verstehen. Der Achi ist jung, Ja, der jetzt hat er auf den Punkt. Der will natürlich auf Teufel komm heraus verteidigen. Das kennen wir, das ist der Geist. Das ist dieser böse Geist in denen. Das ist normal. Deswegen müssen wir schauen, wie wir diesen Geist einigermaßen vertreiben. Und dann können wir vielleicht... Die haben sich selber vertrieben. Nein, ich meine das echt ernsthaft. Ich verstehe die Jungs auch. Ich verstehe die. Wirklich. Weil, Ali, du kennst dich doch auch ein bisschen damit, was heißt ein bisschen, sehr gut damit aus. Weißt du, im Kindsalter werden denen Formeln in die Ohren reingesagt. Und die bleiben. Ja, Aram, ich verstehe dich, mein Lieber. Schau her, die bleiben im Unterbewusstsein. Ja, Aram. Diese, seit aber eine andere Frage, warum werden Esel gebumst? Das verstehe ich nicht. Ja, aber schau mal, Flex. Sorry, TikTok sportlich. Ja. Die stehen halt da drauf, keine Ahnung, Mann. Sein Esel, es war so sauer auf ihn, er sagt, nachts bumst du mich und am Tag reitest du mich. Das ist also Hadith. Das ist Tafsir ibn Kassir, al-Tabari. Ali, mein Lieber, schau mal her. Eben solche Sachen, weißt du, das ist beschämend, überhaupt das zu erwähnen schon. Aber trotzdem, wir müssen das ein bisschen anders rangehen, weil, wie gesagt, schau mal her, die Tradition kommt dann dazu. Aber Aaron, es ist doch die Wahrheit. Kommt dann noch dazu, die Indoktrination, das ganze Leben, dann wird man natürlich sagen, als sehr verhärtet in dieser Hinsicht. Viele wissen es, aber aus Tradition, aus Respekt zu der Familie, sogar auch Angst natürlich viele, können nicht sagen, dass das so ist. Versteht sie? Und deswegen müssen wir das ein bisschen anders rangehen. Das ist wichtig. Aber man kann die Wahrheit nicht verdrehen. Man kann nur die Lüge verdrehen. Nein, das ist richtig. Nein. Ich sag ja nicht, dass wir nicht die Wahrheit sagen sollen, aber das müssen wir. Der Ton macht meistens die Musik. Liebe Leute, schaut mal, ich erkläre euch ein bisschen etwas, damit wir das ein bisschen mehr verstehen. Stellt euch vor, ein Schüler, ein 8-9-Jähriger geht in die Schule und seine Mutter ist eine Prostituierte, das weiß er. Und alle anderen Kinder, Mitschüler wissen das. Ne? Und dann tun sie ihn damit mobben. Was macht dieses Kind? Der wird auf Teufel komm heraus seine Mutter verteidigen und sagen, dass das eine Lüge ist, obwohl er weiß, dass das auch richtig ist. So können wir das eigentlich beschreiben. Ja. Versteht ihr? Hey, aber eine Sache muss ich trotzdem erwähnen. Ich will das mit dem Esel, den armen Esel erfahren. Warum? Ja. Flex, bitte auf damit. Ja, zeig es bitte. Bitte zeig es mal. Oh mein Gott. Aram, ganz kurz nur.
ich gebe dir recht, wenn wir die Sache langsam angehen. Aber ja, ich kenne die Taktik der Muslime. Er hat uns eine Stunde, weil wir eben so lieb waren und so nett und zurückhaltend, eine Stunde lang hat er uns vollgelabert mit Jesaja und bla bla bla. Wenn aber Ali reinkommt, der härter redet und knallhart Fakten und sich überhaupt nicht beirren lässt, ja, meine Mutter, dann rennen die weg. Meine Schwester beleidigt. Ja, 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 genau. Aber härter damit reden. Haben wir nicht viel gewonnen. Härter reden damit wir, ja. Damit haben wir na, also man muss, also darf man darf auch nicht zu. Härter reden, richtig. Nein, nein, natürlich, Milena, schau mal her. Familie beleidigen, mich beleidigen und du sagst... Ich habe nicht beleidigt, Habibi, Schwitzkatzki. Du bist doch Christ und bei euch ist es auch verboten. Ich habe nicht beleidigt, ich habe nicht beleidigt. Schau mal, ich wollte dich auf etwas hinweisen. Indem du meine Schwester beleidigst. Sauer. Guck mal, indem du meine Schwester beleidigst. Was bedeutet dieses Wort? Bitte sag mir auf Arabisch. Okay, was? Sag doch, wiederhol doch, was du gerade gesagt hast. Wiederhol doch, was du gesagt hast. Ich sage ein Lana. Zum Beispiel, ich sage ein Beispiel, wenn ich zu dir sage, entschuldige mich, sage, vergib mir, dass ich jetzt so ausspreche, die Anka Uchtak, was bedeutet das? Hast du nicht gesagt, was ein Lügner, Digga? Nein, nein, wenn ich meine ein Beispiel. Ja, Kazab, ja, ja. Ja, ja Habibi, guck mal, wenn du anders verstanden hast, vergib mir, wenn du anders verstanden hast. Habibi, Habibi, Schwitzkatze. Ja, Habibi, Khalik Adam, ja, bin mit A. Khalik Adam, Wallah al-Azim, ya Kazab. Aber was bedeutet dieses Wort Habibi Schwitzkastin? Ja, aber du kannst doch übersetzen, das Wort, was ich gesagt habe. Ich habe nicht gegen deine Schwester und ich meine nicht deine Schwester. Wenn ich zum Beispiel dieses Wort zu dir sage, was bedeutet das? Übersetzt auf Deutsch. Tamam. Ich werde das ganz sicher nicht auf Deutsch übersetzen. Warum? Okay, nochmal auf den Punkt zurück. Ja. Ich sag dir, guck mal. Ich will kurz mit Flex reden. Ich will gerade genug. Nein, ich will ja die. Wer ist der Prophet Balram? Die ganze Familie beleidigt hat. Ich habe deine Familie nicht beleidigt. Ich sag dir ein Beispiel. Okay, tamam. Lass dein Beispiel woanders. Okay, ganz kurz. Egal, was ihr jetzt gerade bespricht, ich will das mit diesem Esel trotzdem erfahren. Das ist der größte Bullshit, Digga. Das ist der größte Bullshit. Flex, Soll ich zeigen? Zeig, Hadi. Mach, was ihr wollt. Ich will noch ganz kurz mit Flex reden. Flex. Okay, red mal mit Flex, ich zeige gleich. Okay, Flex. Ganz kurz. Aki will mit mir reden jetzt, Leute. Flex. Bitte alle kurz still, bitte. Und wenn er raus ist, dann zeige ich. Danke erstmal, dass du mich vorhin hochgenommen hast. Ja, Bruder. Danke dafür. Danke auch für gestern. Ich habe dir gestern gesagt, dass er mich beleidigt hat und meine Familie beleidigt hat. Du hast es heute wieder zugelassen, obwohl wir dich alle gewarnt haben. Nein, ich beleidige. Ja, aber ihr habt euch gegenseitig beleidigt, nein, Leute. Nein, wir haben nicht gegenseitig beleidigt. Guck mal, ich sag dir was. Du hast gesagt, du bist fair. Ich sage dir, du bist nicht fair. Er hat meine ganze Familie beleidigt. Ich beleidige deine Familie. Ich liebe deine Familie. Von oben bis unten meine ganze Familie beleidigt. Wie oft? Der andere oft Bruder hat dich okay, gesagt, Moment, Familie Moment. Beleidigt. Okay. Und du wie oft hat dein Freund eben mich hier beleidigt? Und du unterstützt auch das auch noch. Nein, wie oft hast du mich eben beleidigt? Ich habe meinen Mund gehalten. Und wie oft hast du gesagt, dass mir gelogen hat? Wie oft hast du das gesagt? Das ist eine Beleidigung. Ist das eine Beleidigung? Also Lüge meines Erachtens nach ist Lügen eine sehr, sehr, sehr große Beleidigung, wenn es nicht der Wahrheit entspricht. Oh mein Gott. Sehr gut. Weil oh Lüge, Gott. Lüge, pass auf, Lüge, bei Allah, ihr Lüge seid so entstammt, hast Lüge du entstammt, so scheinheilig. Lüge entstammt, Lüge entstammt vom Satan. Lüge entstammt vom Satan. Wie scheinheilig. Flex, ich bin raus. Das ist Aki, so hast du dich entschuldigt bei Milena? Ich brauche mich nicht zu entschuldigen. Ich habe eine Klarstellung gemacht. Ich habe klar und deutlich gesagt. Okay, ganz kurz, hört ihr mich, Leute? Lass mich kurz aussprechen. Ja, man hört dich. Also, ich habe vorhin 3 bis 4 Mal gefragt, Milena, was steht da? Steht da nur Tora? Steht da nur Tora? Steht da das nur Tora? Ist richtig. Und sie hat 3-mal das Ja ist gesagt. Richtig, du hast es gefragt. Richtig. Okay, und sie hat 3-mal Ja gesagt. Ich habe absichtlich gefragt, damit ich ihr nochmal die Chance gebe, sich zu korrigieren. Sie hat 3-mal absichtlich Ja gesagt. Und ich habe dann daraufhin gesagt, der Bruder soll das nochmal vorlesen und da stand klar und deutlich Tora und Evangelium. Aber das mit Jesaja. Aber was hat das mit der Frage zu tun gehabt? Aber Jesaja kommt da doch gar nicht vor. Ich verstehe dich nicht, Herr Schwitzgast. Ich bin scheinheilig von euch. Oh mein Gott, kann man so scheinheilig sein?
Also ihr hängt euch da an Sachen auf, die überhaupt nichts mit meiner Frage zu tun hatten. Also die Bibel, die Tora sind nur fünf Bücher Moses, die andere ist ja Tanach. Und dann kommt das frohe Botschaft des Evangeliums, was im Neuen Testament betrifft. Okay, also er ist ja jetzt rausgegangen. Okay, ich verstehe ihn ja. Aber ich will trotzdem das mit dem Esel erfahren. Allah, ja, Chef Flex. Chef Flex hat recht. Also Chef Flex muss jetzt bestätigen, dieses Punkt. Chef Flex, Habibi Chef Flex. Okay. Ja, Bruder. Aber mit Hadithen, wo authentisch sind. Das ist nicht nur Hadith. Zeig mal bitte den Esel. Ich will das mit diesem Esel sehen. Ich will Beweis mit Esel. Guck mal, das ist Tafsir von Sure Al-Ahraf 100. Ja. Und dann die Aya 176. Und dann gehst du auf die Nummer 128. Und dann gehst du hier und dann redet. Guck mal, und ich sag euch, wer dieser Balran ist, damit ihr wisst, was auf Arabisch bedeutet. Und wenn wir auf hier lesen, was sagt er zum Beispiel? Der Esel sagt: Du bummst mich am Nacht und am Tag bereitest du mich. Was ist los mit dir? Dann gehen wir. Ach, weißt du, Scheiße. Der Balran. Alter, also guck mal, ich habe mir das jetzt aufgeschrieben. Wenn das wirklich da drinne steht, dann ist das morgen das Thema. Bitte, Milena, kannst du einen Screenshot machen? Weil ich werde morgen dieses Thema eröffnen. Ich würde Fragen an die Leute, die an diesen authentischen, sagen wir mal, das schockt mich gerade etwas. Bruder Ali, mach mal bitte nochmal auf. Ich mach gleich wieder auf. Und Flex, Milena, guck mal, Schwester. Ja. Guck mal, ich habe dieses Wort auf Arabisch ihm gesagt. Ich habe gesagt, was ist, wenn ich deine Schwester so sage? Dieser Wort, die Anka Echtaka. Er war sauer. Warum? Weil das bedeutet, ich will mit deiner Schwester Bom 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 machen. Bom, bom, genau, bom. Damit er weiß, auf Arabisch dieses Wort. Auf Arabisch, das Wort ist schlecht, aber auf Deutsch, wenn du übersetzt, weißt du, was da rauskommt? Der Esel sagt, am Nacht heiratest du mich. Das geht nicht. Auf Arabisch heißt das, du machst Bonga Bonga mit mir. Warte. Ja, aber wisst ihr, was das Allerschlimmste ist? Warum werden solche Dinge eigentlich in einer Religion erwähnt? Was hat sowas überhaupt in einer Religion zu tun? Das hat doch nichts mit Heiligkeit zu tun. Ihr Schwester, mach mal ein Bild. Moment, bleib mal so. Also ich werde morgen, guck mal Leute, ich bin sehr unwissend, aber morgen werde ich das mit diesem Esel, Leute, morgen werde ich das mit diesem Esel erwähnen. Ich muss das erwähnen. Der Esel lässt dich nicht ausflecken. Aber die Frage ist, die Frage ist, was hat ein Esel oder Dingi Dingi mit einem Esel? Okay, noch besser gefragt. Leute, also an die Community, weil ich habe keine Ahnung. Leute, ich frage trotzdem, was hat ein Esel überhaupt da drinnen zu suchen? Ich sag dir, Flex, die Geschichte ist aus der Bibel. Du Bilas, Flex, die Geschichte geht um Bilian, der Prophet Bilian. Als er gegangen ist um Israel, von der König von Barak hat gesagt, ich gebe dir Reichtum, Geld, verführe Israel. Aber die haben das genommen und die sagen, sein Esel hat mit ihm geredet, du machst mit mir Bonga Bonga Nacht und am Tag reitest du mich. Die haben so falsch ausgegeben. Und das war ein Götzendiener. Genau. Ja, ich bin nicht gegen diese Jungs, aber die kennen ihre eigenen Schriften nicht. Deswegen sage ich seit zwei Tagen, wer ist der Prophet Balram? Die wissen nicht. Auf Deutsch heißt es Bilian. Ja. Und Leute, ich bin gestockt. Also wenn das stimmt, Milena, hast du einen Screenshot gemacht? Habe ich, Flex. Ich habe einen Screenshot. Morgen mache ich als Überschrift bei mir, wenn ich live gehe, Esel. Ich mach das. Okay. Und es gibt ja noch viel perverse Sachen. Und ich habe dir gezeigt, dass er sagt, die Gelehrten, An-Nawawi ist eine große Gelehrte, Al-Shafi'iten, er sagt, wenn du einen Sex mit einem Tier oder einem Mann hat oder eine Frau, jenes das, mit dem Sex, dann Tiere oder Männer, das bricht deine Dings in deinen Hajj nicht. Das bricht nicht. Ist okay. Ja, die Leute, morgen Mittag. Irgendwann mal Mittag, Leute. Ich möchte euch alle hier haben. Ich werde Überschrift ganz groß, Esel, nicht klein geschrieben, groß.
So ist es. Und es gibt ja noch viele andere Quellen, was noch da viele andere Sachen betrifft, aber ich will jetzt nicht da loslassen. Also es gibt so viele andere Sachen. Aber die muss sich Gedanken machen, dieses Buch, was die haben, und diese Gelehrten und diese Sünde, was die Muslime haben, es ist eine große Katastrophe, wenn die noch tiefer hineingehen. Glaub mir, jeder Muslim, der richtig in tiefer hineingeht, er wird entweder Christ oder Atheist. Der Yasser, einer der großen Gelehrten, er ist einer der großen Gelehrten in ganzer Welt. Er hat gesagt, Muslime, geht nicht tief hinein in das, in die Schriften. Sonst wird es schlimm für euch werden. Bleibt, wo ihr seid. Mehr nicht. So hat er gewarnt. Und ich habe diese Video auf meinem Kanal. Der war, glaube ich. Kannst du, konnt ihr gucken. Wir haben dich groß gemacht. Zeig, Bruder. Es gibt ein Video auf meinem Kanal. Könnt ihr gucken. Okay. Ich schaue es mir mal an. Es gibt ja auch schon früher, bevor es das Internet gab, gab es ja auch einen türkischen hochgelehrten Imam. Er hat ja Islamwissenschaft studiert, also, und er sagte dann auch selber, das Studium war nicht so tief. Da hat der Bruder Ali recht, wenn man tief in den Schriften des Islams gräbt. Das hat er dann auch gemacht, dieser Turan Dursun, könnt ihr alle googeln. Der ist dann 1990 Atheist geworden, weil ihn das alles angewidert hat. Er hat gesagt, ich kann das mit meiner Moral nicht vereinbaren, was da in diesen Schriften tief drinnen steht. Ist Atheist geworden und wollte die Menschen aufklären. Und er ist 1990 vor seiner Haustür ist er erschossen worden, weil er eben das aufgedeckt hat. Oh, du mich, Bitter, wegen einem Glaube tötet man jemanden. Glauben, ach du Scheiße. Ja, das, aber natürlich tun sie das. Ja, weil wenn man das, Milena, warum machen die das wohl? Warum steht denn da drin, dass die, wenn man abtrünnig wird, tötet ihn? Weil damit sie nicht das rausposaunen, was da drin steht. Deswegen. Aber was haben die für einen Verstand, frage ich mich. Was waren denn damals die alten Könige, die alten Götzen? Was waren die denn damals? In den Schriften steht das doch, dass sie Polygamie betrieben haben und etc. Und das machen sie in den Koran, machen sie es weiter. Nur ganz heimlich, ja, um die Blume herum. Ganz, ganz, ganz tief wird es verborgen. Und Ali deckt auf. Ali, ich habe an dich gedacht, Bruder. Ali, ich habe an dich gedacht, Bruder. Ali muss jetzt hier rein. Jetzt reicht es. Also ich bin ehrlich. Die waren frech. Die waren frech, okay? Und wer frech ist, tritt frech zurück. Die waren die ganze Zeit zu Milena, waren sie respektlos. Und der hat sich auch nicht bei Milena entschuldigt. Okay, genau. Das war wirklich. Und eben als Aram hat irgendwas gesagt, ich weiß nicht mehr, ich kann mich nicht mehr erinnern. Da hat er noch gezeigt. Da war ein Vers, ich habe jetzt vergessen, was das nochmal war, Aram. Da war es, und dann haben die ihren Mund gehalten. Da hast du doch Flex gesagt, ja, dazu habt ihr nichts zu sagen. Da haben die nichts gesagt. Die waren dann sehr still. Das fand ich sehr mysteriös, weil ich kenne das eigentlich gar nicht. Das meine ich ja, da können die nicht ihren Mund aufmachen. Aber sonst die ganze Zeit frech, ja. Frech die ganze Zeit, frech. Moment, Lea. Ali, hast du gut gemacht. Lea, bravo. Lea, ganz kurz. Es gab ja Momente, wo der Aki natürlich ganz, ganz still war und das hat mich dann schon zum Überlegen gebracht, wo ich dann gesagt habe, so, okay, es ist eigentlich komisch, der ist jetzt ganz ruhig, der sagt jetzt nichts mehr. Und dann hat er nach ein paar Sekunden erst vielleicht noch was gesagt, aber auch nicht viel dazu. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, Aki, es ist nicht so schlimm, aber sorry. Das Ding ist eigentlich so gut wie verloren. Ne? Das mit dem Jesaja und alles drum und dran und dann da tief graben. Ich habe es selber gelesen, da steht nichts mit Mohammed, ist der kommt oder sonst. Ja. Deswegen keine Ahnung. Also man muss doch bei aber der habt ihr gemerkt? Aber Leute, habt ihr gemerkt, wie er bei der Surja, als ich das mit Götzendienst, also dass Mohammed Götzen hatte und Ali das eben übersetzt hat, wie still sie beide waren? Da sind sie gar nicht drauf eingegangen. Aber mit einer flammenden Euphorie Jesaja erklären wollen und darin krampfhaft Mohammed. Aber zeigt man deren Schriften, sind sie dann ruhig und ach, nein und dann stimmt nicht. Lügner zu Ali, wenn er es mit authentischen Dings wie es das Hadithen zeigt. Ja, und übrigens auch eben gerade, wo Ali das auch schön erklärt hat. Eben gerade, Ali hat es schön erklärt. Er hat schön gesagt, dass er es nur als Beispiel nahm.
bei seiner Schwester, ja, und er hat ihn gar nicht beleidigt. Und er hat die ganze Zeit drauf am Hacken, er hat mich beleidigt, beleidigte Leberwurst. Die machen ja immer einen auf Opfer, immer machen die auf Opfer, aber wollen nie drauf eingehen, wenn man ihnen dann wirklich die Schriften zeigt. Wenn man ihnen aber keine Schriften zeigt, dann heißt es dann, zeig uns die Schriften. Dann zeigt man ihnen die Schriften und dann ist es wieder nichts. Das ist das falsche Übersetzt. Du kannst kein Arabisch, nie könnt ihr irgendwas, ja? Ihr könnt nie irgendwas, aber die können immer alles. Ach komm. Und wenn man über unseren Herrn Jesus was sagt, ja, dann sind wir Lügner, natürlich. Ja, ja. Dinger, Lea, es eskaliert wieder. Nein, es eskaliert nicht. Keine Frage, es eskaliert nicht, keine Sorge. Sondern ich wollte nur einfach korrigieren. Eben gerade auch mit Yahweh, ja? Die hatten keine Ahnung. Eben gerade sagte er so, wer ist Yahweh? Ganz ehrlich, er wusste nicht, wer Yahweh war, ja? Dann erst später. Soll ich ganz ehrlich sein? Dann macht er den hier. Ja, Yahweh, wer denn sonst? Yahweh. Gott ist Yahweh, weil er aber sich ganz wusste. Kurz, dann ganz kurz, falls ihr das gemerkt habt, als er gesagt hat, Yahweh, dann habe ich gesagt, ja, wer ist denn Yahweh? Dann sagt er Gott, dann habe ich gesagt, nein, wer ist Yahweh? Und dann hat er gelacht, hat nichts gesagt und dann hat er gesagt, ja, das schenke ich dir. Habt ihr das mitbekommen? Ja, das habe ich. So, somit hat er sich quasi in diesem Punkt selbst widerlegt, weil er weiß, dass Yahweh Jesus ist. Natürlich, so, und ich kann ihn jetzt nicht mehr hier hochholen. Warum? Weil, ich sage dir es klipp und klar, der Kerl hat sich eigentlich selbst besiegt. Der hat nicht uns besiegt, der hat sich selbst besiegt. Der hat sich selbst niedergemacht, also selbst zerfetzt, ja. Er hat sich selber zerfetzt. Keiner hat ihn zerfetzt. Er kommt mit Jesaja, wir lesen es vor, dann kommen wir zum Punkt Yahweh. Der konnte Yahweh nicht sagen, wer Yahweh ist. Er sagt, es ist Gott. Und ich sage, ja, wer ist denn Yahweh? Er konnte mir darauf keine Antwort geben. So, somit hat dieser Mensch, ja, also das darf man nicht böse sehen, aber der Kerle hat sich eigentlich selbst besiegt. Genau, deswegen war ich auch gestern so sauer. Weil die gesagt haben in der Bibel, ja, guck mal, wie die Propheten. Ja, Propheten waren genau Menschen wie wir. Propheten sind doch keine Gott, dass die auf die Erde keinen Fehler hatten. Alle Propheten haben die auch normale menschliche Verstand. Und Jesus hat mit Absicht Schwächen gehabt. Aber wenn ich deren Gelehrten sehe und deren Prophet, der ein kleines Kind geheiratet und jenes das und dann auch noch deren Gelehrten Sure 65, 4 sagen, du kannst ein kleines Kind, auch Säuglinge heiraten, dann sagen die, ja, ich verstehe das falsch. Da sagt doch deine Gelehrten, da sagen nicht wir, Habibi. Ja, das stimmt. Und ich zeige Quellen, die sagen, ja, wir lesen nur Koran. Ansonsten nimmst du andere Hadithen, aber auf einmal bist du Korani geworden. Und der Herr Jesus, der hat ja die 12 Jünger auserwählt, gerade darum, weil sie Fehler haben. Darum, gerade dass die Menschen sehen, er tut nicht welche Menschen auserwählen, die ohne Fehler sind. Ganz kurz. Jeder von denen hatte Fehler. Ganz kurz. Also der Punkt, was mich sowieso jetzt richtig eigentlich innerlich sauer gemacht hat, und ich glaube, der kannte die Antwort, ja, er kannte die Antwort. Und das hat mich innerlich wirklich schon sauer gemacht, aber ich habe mich zurückgehalten, ist der Punkt mit Yahweh. Ne? In Jesaja ist der Name Yahweh aufgetaucht. So, ich habe ihn gefragt, wer ist Yahweh? Man hat es in deinen Augen gesehen, Bruder. Ja, ich bin so einer. Ne? Also ich bin ganz ruhig, ich bleib still. Ich habe es gelesen und als der Name Yahweh aufgetaucht ist, habe ich dann gedacht so, ah, jetzt habe ich ihn. Da habe ich gesagt, gut, wer ist Yahweh? Ja, Gott. Wer ist Yahweh? So, er konnte nicht mal den Namen Jesus erwähnen. So, ich kann so jemanden in Zukunft hier in meinem Stream nicht mehr hochholen. Warum? Weil er Lügen tut. Das geht nicht. Aber schau mal, Flex. Angenommen, der wäre wirklich da drin prophezeit worden, ne? Der hat ja Angst getan, die Juden auf seine Seite zu ziehen damals. Der hat ja richtige Gespräche und Kriege mit denen geführt. Der hätte ja einfach hingehen können und sagen können, guck mal hier, Jesaja 42, da bin ich mit gemeint. Ja. Der große Punkt ist, warum ich das jetzt erst sage, ist, ich wollte ihn noch lange hier im Stream haben, dass ich ihn das am Ende, also die Bewertung, was ich sehe und was ich gelesen habe, ich hätte ihm gerne alles persönlich gesagt, ja, aber leider ist er rausgegangen, ne? Also, ganz ehrlich,
Die Wahrheit ist das, was am Ende immer siegen wird. Die Lügen werden immer vergraben. Ganz einfach. Genau richtig. Und die Lüge, Punkt aus. Die Lüge kann man verdrehen. Man kann die Wahrheit nicht verdrehen. Denn Jesus ist die Wahrheit. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja. Also ich bin sehr, sehr enttäuscht von ihm. Ja, und ich bin nur enttäuscht wegen dieser eine Frage, die ich ihm gestellt habe. Nur wegen dieser eine Frage bin ich eigentlich enttäuscht. Und ich werde ihn nie wieder hier hochholen. Warum? Weil dieser Mensch hat sich schon quasi alleine besiegt. Er kam hier hoch, ja, er war sehr hochmütig, ist rausgegangen und hat sich eigentlich quasi selbst besiegt. Und das ist Fakt. Der hat doch allgemein alles vertritt. Guck mal, allein schon beim ersten Vers, da heißt es, Gott hat seinen Geist auf ihn gelegt, aber die glauben nicht an sowas. Ja. Schon beim ersten Vers kannst du sagen, okay, das passt gar nicht. Du brauchst gar nicht weiterzumachen. Ja, ich wollte halt nichts sagen. Ich wollte einfach nichts sagen. Ich habe gedacht, so, ja komm, wir lassen unseren Brüder reden und so. Also würde er wenigstens mit einem anderen Vers kommen, was natürlich, sagen wir mal, wo man drüber diskutieren kann und wo man sich einig sein kann, dann hätte ich gesagt, hey, ist okay, du hast da recht. Aber wenn der Name Yahweh auftaucht, Leute, dann ist da kein Spaß mehr. Den kannst du nicht sagen, Mohammed wurde da, ey, wirklich, also das war eine komplette Lüge. Aber ich habe mich zurückgehalten, habe mir gedacht, so, okay, gut, ich sage jetzt nichts. Ja, das hat man schon gemerkt. Wenn man jetzt auch sieht, ich habe ja auch zu ihm gesagt, in Jesaja kann gar nicht Mohammed sein, weil durch den Koran steht ja auch drinnen, das habt ihr mitgekriegt, Sure 29, 27, dass das Prophetentum von den Wurzeln Isaaks und Jakobs kommen, die Propheten. Mhm. Nicht von Ismael. Aber nein, da kommt dann eine Wort ab. Also die haben das so einstudiert, dass sie dich übertönen, dass sie immer reden, 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 keine Quellen bringen, nichts. Und wenn einer wie Ali kommt, der dann wirklich straight alles bam, 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 bam und dann nicht zulässt, dass die dazwischen tönen, dann hauen sie ab. Und ich denke, nur so kann man mit denen reden, klar und deutlich. Und nicht, dass wir, klar müssen wir auch lieb und in Verständnis bleiben, aber irgendwann ist dann auch mal Schluss. Weil ja, wir haben kein Kuschel-Evangelium. Wir haben kein Kuschel-Evangelium. Es ist jetzt die Endzeit. Das ist kein Spaß. Der ja. Jesus kommt bald. Und entweder sie entscheiden sich für ihn, weil Jesus ist auch für die Muslime gestorben. Also nicht nur für uns richtig. Christen. Nein, er ist für alle ja. Menschen gestorben. Und Jesus ist keine Religion. Jesus nein. ist Gott. Das ist amen. Keine Religion. Ja, Amen. Also Leute, schau mal, Flex, jetzt machen wir Flex, Flex. Die ja, Muslime, der Gelehrten sagen, ihr dürft lügen, das ist die Sunna. Du darfst lügen, wenn die um Allah und seine Schriften geht, um Menschen zu täuschen, dass die Islam annehmen. Das ist Taqiyya, die dürfen das. Und deswegen dürfen die dich anlügen, aber Allah dieser Lüge vergibt denen, weil die in guten Absichten, dass die Islam annehmen. Aha. Ja. So. Genau, das ist das Problem bei denen. Und das ist das große Problem, was wir mit den Muslimen haben. Da muss es dabei bleiben. Du darfst nicht nur der rechts und links gehen. Du musst genauso hart bleiben bei der Thema und die Thema nicht wechseln. Und wenn du das machst, dann laufen die weg, wenn du dabei bleibst. Dann laufen die weg von dir. Oh, du Bidna. Genau so ist es. Sobald Ali kam und sobald Ali angefangen hat, haben die direkt Panik bekommen. Direkt dieses, die wollten ihn direkt übertünchen, aber Ali hat direkt weitergemacht. Ali weiß schon, wie er mit denen umgehen kann. Ja, ja, mit denen können die nicht sparen. Er haut direkt alles raus. Ali. Richtig leer. Hey, aber Ali, ja. Das mit dieser Hase und Eselbeste. Ja, aber schau mal, Bruder, du kannst Geschlechtsverkehr mit allen Tieren und jenes mit Mann sogar haben. Homosexualität ist im Islam nicht verboten eigentlich, wenn du sagst. Der Umar ibn Khattab, der war selber schwul, bis er gestorben auch ist. Er war schwul. Wow. Er sagt selber in Überlieferungen, ich konnte nicht ohne Männer, Dings, ich kann hier nicht sagen, leben. Ja. Er musste die Männer, Dings, sein Anus nehmen. Es sind alle richtig perverse Geister dort, Bruder. Mohammed selber wurde 3-4 Mal sexuell missbraucht. Wow, krass. So, es gibt einen Hadith, Sahih al-Bukhari, er sagt, wenn du einen kleinen Jungen mit ihm Bonga Bonga machst,
Du darfst deine Mutter nicht mehr heiraten, weil du ihr dein Kind Bonga Bonga gemacht hast. Wow, okay, krass, krass. Hast wow, das schockiert gewusst, mich gerade. Ja? Hast du das gewusst, Flex? Also ich sag dir ehrlich, ich höre das alles und ich denke mir so, okay, krass. Und ich zeige dir die Quellen, die sagen, das ist Schia. Das sind keine Schia. Ich habe genau diesen Al-Nawawi gezeigt, er ist eine große Gelehrten. Und dann wollte die abschalten, sozusagen ablenken. Das ist kein Schia, das ist ein großer Gelehrter des Sunna gewesen. Wow, okay, krass. Ja, Leute, ich muss das erstmal verarbeiten. Und Leute, ich will euch eine Sache sagen. Ne? Morgen wird das Thema Esel sein, okay? Wir werden über Esel reden, okay? Und macht euch morgen auf jeden Fall, zieht euch morgen ganz warm an. Morgen haben wir das Thema Esel auf jeden Fall, okay? Und die Gelehrten, ja, dass sie das, sagen wir mal, ich will das Thema auf jeden Fall ansprechen, weil ich will wissen, ob das stimmt oder nicht. Da gehen wir noch ein bisschen tiefer rein. Ansonsten an jedem hier drinne, der folgen möchte, bitte einmal alle Folgen Liebe da lassen, Leute. Und ganz ehrlich, ich bin schon gefolgt. Ich bin Lea, wenn du was sagen möchtest, sag was zu der Community, Melena, Aram, wenn ihr noch was sagen wollt, sagt ruhig und dann machen wir eine kleine Pause. Ja, ich wollte noch dazu sagen, danke, dass ich hier sein durfte und ja. Dass die Wahrheit einfach ans Licht gekommen ist, dass der Herr Jesus im Namen von Jesus Christus es doch ans Licht gekommen ist, die Wahrheit, und dass der Satan niemals siegt, egal was wird er auch nicht. Wird auch nicht. Amen. Kann ich noch kurz zu Wort kommen, Bruder? Natürlich, natürlich. So, pass auf, ich habe ja von Anfang an gesagt, mit meiner Frage geben wir den einen Knockout, erstens. Zweitens habe ich gesagt, Mohammed wurde vergewaltigt als kleines Kind. Der Ali hat das nochmal bestätigt. Und drittens gibt es sogar noch irgendwo eine Stelle geschrieben, dass Mohammed beim Reiten des Esels oder Kamels, ich weiß nicht mehr genau, sexuell erregt war durch die Reibung an seinem Arsch. Ekelhaft. A'udhu billah, a'udhu billah. Es gibt auch Hadith, das ist authentisch, als Muhammad sein Stiefsohn nach Hause gekommen ist und Aisha sagt, ich habe noch nie den Sarsur da gesehen. Er stand auf, er war total nackt und als er gekommen ist, er steckte seinen Mund in seinen Mund und küsste ihn. Aber das ist authentischer Hadith. Ja, das ist authentisch. Es kommen die Tage, ich bin ja nicht immer da, aber wenn die wirklich hart auf hart geht, dann balle ich alles raus. Noch schlimmer. Was ist mit Hamdi, wo sich so, also ja, als Gelehrter so sozusagen. Ich habe mit Hamdi über den Qaum al-Zut, wo die Dämonen Muhammad vergewaltigt haben, ganze Nacht. Ich habe diese Debatte mit ihm gemacht und das war Stunde fast, mehr sogar. Und das ist auf meiner Seite, könnt ihr gucken. Oh ja. Alter. Ja, gebt euch das mal. Und daran glauben die. Das ist denn ihr Glaube? Nein, danke, Bruder. Ganz ehrlich, da glaube ich lieber an unseren Herrn Jesus, wo ich weiß, dass ich gerettet bin. Wo ich weiß. Nein, also ich bin geschockt. Ich bin echt geschockt. Also hätte unser Bruder Ali diese Hadith jetzt nicht ausgepackt, ich bin schockiert mal mit diesem Esel. Ja, wenn du sagst, guck mal, die werden so zu dir als kommen sein. Ja, aber das ist Tafsir, das ist ein Gelehrter, das sind Gelehrte, die machen Fehler. Aber da, warum steht da? Warum steht da? Und das ist ein Prophet. Warum ein Prophet seinen Esel klagt ihn? Der Prophet sagt, der Esel der sagt, nachts machst du Bonga Bonga mit mir und tags reitest du mich. Was ist los mit dir? Leute, dann machen wir eine Pause. Ich muss das verarbeiten, Leute. Ich würde sagen, dann machen wir morgen weiter, also heute irgendwann mal Mittag. Mhm. Und ja. Luca, Shalom. Ja, okay, Bruder Flex. Ali, Gott segen. Hey, wieder Luca. Ali, nochmal starke Arbeit, Ali, von dir, dass du uns aufgeklärt hast, weil ich wollte es auch wissen und du hast es jetzt aufgeklärt. Danke, danke. Aram, sehr stark von dir. Milena, du bist eine sehr starke Frau. Auch Aram und Milena waren sehr stark, sehr gut. Lea kommt, Eskalation, Liebe geht raus an Lea. Ja, das ist eine Kalaschnikow. Das richtige Kalaschnikow 45.
Ja, der Herr segne euch auch. Ich bedanke mich auch bei euch. Gottes Segen euch allen, auch die Zuschauer, die Geschwister. Ihr seid alle top. Ich wollte noch eins. Der Herr segne euch. Ich wollte noch eins sagen, mein Schlusswort. Was ich so schlimm finde, dass Aisha, ja, ihr wisst das ja, Aisha, 6 Jahre, neun Jahre, da wird dann immer gefragt, warum hat er 3 Jahre gewartet? Aisha war in der Zeit krank, sagen auch viele Muslime nicht. Und es gibt einen Hadith, wo Aisha sagt, ich habe oft den Samen mit meiner Hand vom Gewand des Gesandten Allahs abgekratzt. Aisha war 18 Jahre alt, als Mohammed starb. Man muss sich vorstellen, was ein minderjähriges Kind, also sag ich mal, in dieser Zeit vom 9. bis zum 18. Lebensjahr gemacht hat. Er hat mehrere Frauen und sie war damit beschäftigt. Das finde ich absolut widerlich, sowas. Das ist ganz, ganz schlimm. Also dann Mohammed in Jesaja finden wollen. Na, gute Nacht. Oh, okay, das widert mich schon echt an. Also gut, Leute, dann gehen wir ins Bett. Ich muss das echt verarbeiten. Das ist echt widerlich. Gottes reichen Segen euch und Aram, du bist ein guter Bruder im Glauben. Lieben Dank, Leute, ich danke euch. Und dass du so ruhig bleiben kannst, ich verstehe nicht, wie das geht. Oder Milena zum Beispiel, ich meine, der eine, der hat sie nicht mal aussprechen lassen. Ach, das war alles gut, lass uns morgen drüber reden. Ich bin so müde, Leute, deswegen. Flex hat ein Traumata, wir müssen ihn ausruhen lassen. Ja, ich muss mich echt ausruhen. Das ist heftig. Das mit diesem Edel bombt mich weg, ich sag euch ehrlich. Ja, glaube ich dir. Nur ja. An dich ein Ratschlag, mein Lieber, tu das jetzt alles aus deinem Gedächtnis wischen. Das tut dir nicht gut. Das nimmt dich sehr mit. Und bete einfach nur beten. Einfach, genau, tu beten und tu das bitte aus deinem Gedächtnis löschen, das tut dir nicht gut. Ich meine, bleib weiter so groß und stark, wir brauchen dich, das ist sehr wichtig. Vergiss diese ganzen Sachen mit diesen Tieren und Eseln. Morgen mach kein Esel live auf, das wird die mitnehmen, mach das nicht. Ja, ist so. Okay. Weil wenn Ali kommt, wird er alles auspacken. Weil die werden provozieren und Ali kann das nicht aushalten, da kommt er rein und bam. So ist er. Ja. Er zeigt dir nicht den Spiegel. Willst du Spiegel? Hier bekommst du Spiegel. Bitteschön. Ja. Man kann nicht mit denen. Du kannst nicht mit denen hier. Du kannst einfach nicht hier schön Teppchen, wie man das so nennt. Nein, es geht nicht. Ja, es geht einfach nicht. Mit diesen Leuten geht's nicht. Trotzdem auf den Tisch. Ja. Also gut, Leute, dann machen wir einfach später weiter. Ich gehe schlafen und dann. Sehr stark, Gott segne euch alle. Sehr gut. Danke. Ciao, ciao. Danke, ciao.